Also wir sind jetzt, sind wir jetzt live. Sieht man Ja, das? wir Also haben jetzt herzlich du willkommen läufst. zu einer neuen Runde von Yo, Ben and Mate. Jerry's, Pen and Paper meine ich. Ben and Terry's. Ben and Jerry's, ja, ich Ho, 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 bin wieder frohe hier. Weihnachten Mit Cookie Dough. Ich habe euch Zuschauern eine Er ist wieder Mission. abgehackt. Leons Die hängt Geschenk an die ab. Zuschauer ist der Lag. Ja, danke. Mein Dings ist meine Internetverbindung ziemlich gut. Hack ich immer noch? Ja, dann puste ich am besten auch Ja, noch red gleich mal in ein den bisschen, Kanal rein, damit da erklär mal eines. irgendwas Kompliziertes. Warum kompliziert ist? Keine Ahnung. Ich bin, also ich Ja, kenne hier jetzt noch der nichts Kanal rein, Kompliziertes. damit der Dings auch noch abonnieren kann. Wenn er möchte. Wenn nicht, wenn er aber nicht möchte, ist es auch Wenn ganz so nicht, dann gut. ist das okay. Dann, wir wollen keinen Druck aufbauen, ne? Ja, wir wollen keinen Druck Brauchst du aufbauen. aber nicht. Blockkarte. Abonniert Abonniert mich! alle. Abonniert alle Azariel Let's Play. Yeah, Asari, let's play, let's go, let's Nein, do der this. Kerl wird nie Was? existieren. Digga, Der hat nie Let's existiert. Azariel. Nein, halt dein Nein. Maul. So, wo hab ich Mann, jetzt ich wieder glaube, meinen dein Video ist Stift verschlafen? abgebrochen. Was? Ich glaube, dein Stream ist abgebrochen. Wie mein Stream ist abgebrochen. Weil bei Das mir sagt steht. mir, Oh dass nein, es aber egal mal, jetzt ist. steht er wieder. Oh nein, aber, nein, ist egal, ist egal, ist Wo hab egal. ich jetzt schon wieder meinen Jetzt kann ich Stift auch. verschlampt? Warte, Scheiße. sind wir schon live? Ja. Ja, wir sind schon live. Ach so, hoho. Stift! Da ich jetzt nicht mehr abgebrochen bin, das aber was sich wahrscheinlich wiederholen wird, wenn mein Internet wieder seine Tage Scheiße. hat. Das ist das arme Internet. Nix ist Nein, was. ich Doch. bin arm, nicht das Internet. Warum ist das Kind schlau? Also ja, Was? dann würde ich jetzt unseren schönen Recap machen. Das ist ja schon 2 Wochen her. Ja. Trotzdem werde ich euch von euch erwarten, dass ihr noch jede einzelne Sache wisst, die je in diesem Pen and Paper gemacht hat, weil ich ein Ja, Arschloch-DM ich bin. kenne mich. Alles der ganze Player. Enterman, du darfst dich jetzt übrigens muten, bevor ich es mache. Ach so, klar. Also ja. Beim letzten Mal habt ihr die Quest, die euch von dem lieben General, dem Mönch, gegeben wurde, dieses Dorf zu untersuchen, angefangen. Ihr habt nicht viele Anhaltspunkte gefunden, wer dieses Ritual macht, aber ihr habt euch mit den beiden Familien auseinandergesetzt, der Handelsfamilie Xenin und der mehr ureinwohnerischen, stämmischen Familie der Fari. Habt dort ein paar Anhaltspunkte erhalten, habt unter anderem herausgefunden, dass die Xenin Sklavenhandel betreiben, habt herausgefunden, dass der Sohn der Fari sich ein Dolch erworben hat. Verzeihung. Ihr habt außerdem herausgefunden, dass die Tochter des Familienoberhaupts Lexus von Xenin, nämlich Aurelia von Xenin, eine Krankheit, in Anführungszeichen, erlitten hat, weswegen sie sich an viele Dinge nicht mehr erinnern kann und allgemein ein sehr geringes Erinnerungsspannending hat. Außerdem habt ihr wieder euren guten Freund, nicht nur Ramuel, sondern auch Goldschild wieder getroffen, nur Ey, um zu bestätigen, dass. was ist mit den Obstverkäufer, Kohlverkäufer? Weißt du, nur weil die anderen gemutet sind, heißt das nicht, dass du mich unterbrechen sollst. Ah, sorry. Tu diesen mir nicht an! Also. Ich dachte, wir hätten einen Streak hier. Egal. Ja, den Kohlverkäufer habt ihr auch wieder getroffen. Aber in erster Linie, was wichtiger sein sollte, habt ihr euren Freund Goldschild wieder gefunden. Ihr wisst schon, den Typen, der euch das gesamte Abenteuer durch begleitet hat. Ihr habt außerdem auch wieder Ramuel gefunden, der andere Typ, der euch das ganze Abenteuer durch begleitet hat. Ihr habt herausgefunden, dass Goldschild gestorben ist und ihr ihn gegessen habt, er aber wieder da ist, weil er am Untotenfluch leidet. Vielleicht eine nicht so schöne Kondition ist, aber es ist wieder gut, er lebt wieder. Er hatte einen Kampf mit eines der Generäle, aber scheint er überlebt zu haben. Nicht zu guter Letzt dank einem Heiltrank von Azariel, den Azariel gegeben hat, nicht den Azariel hergestellt hat. Azariel Industries Doch. ist noch ziemlich unreal. Du sollst dich muten, du Warte. kleiner. Ba mute dich! Was? Ach so, okay. Ich schwöre dir, Digga. Jedes Mal. Also. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr steht jetzt gerade auf der Verliehseite von Segmentum, der Stadt, in der ihr euch findet. Gegeben. Ah ja, ich habe noch vergessen zu erwähnen, ihr habt euch eine Sklavin gekauft. Besser sagt, Kanakion hat sich eine Sklavin gekauft, die Schwester Eva, welche ihr auch schön eingekleidet habt.
Ever. Außerdem. Digga. Wisst ihr, ihr sollt euch einfach muten, um mich zu unterbrechen. Egal. Ja, ihr habt euch eine Dame gekauft. Die ist jetzt bei euch. Die habt ihr schön eingekleidet. Ihr seid immer noch irgendwie ein bisschen in Denial, dass das eure Sklavin ist. Ihr seht die irgendwie als Teil eurer Sache, aber ich gönne euch das. Und jetzt gerade steht ihr. Was zum Fick? Wo hält mich gerade doppelt? Hallo? Mal kurz. Test? Martin. Der Martin. Das hat mich gerade so erschrocken. Also jetzt gerade steht ihr vor, steht ihr auf der Pharisee-Seite von Segmentum, der Stadt, in der ihr euch befindet, vor der niedergestochenen, vor den niedergestochenen Körper von Lexus von Xenin. Um euch herum eine Masse an Orks und Dunkelelfen, die schauen, was da gerade los ist. Ihr seid natürlich auch verwirrt, wie das dazu gekommen ist, aber ihr dürft jetzt übernehmen. Jetzt gut. Dürft ihr euch entmuten. Ja, also Leon, ich habe ihm den, egal, weißt du was, egal. Ja, weißt du, das habe ich schon gemerkt. Ja. Wir fangen jetzt an mit Lesestunde mit Azariel erneut. Kann ich bitte, okay, fangen wir an mit dem also, Buch, mittlerer Kohle. Achso. Cupid. Ich hör meine Stimme bei dir, aber nur als im Bass. Oh, gut. Hallo? Also was möchtest du jetzt lesen? Sind wir mit den Recap fertig? Ja, wir sind ja. Gut. Ja. Also was möchtest du machen? Mittlerer Golem bitte lesen. Was hast du? Du hast 90 Euro auf Alchemie? Warte mal kurz, ich muss mal nachschauen. Digga, von wem höre ich mich doppelt? Hefe. Test! Nein, Martin. Diesmal nicht. Hallo? Martin. Bei Martin hört man sich doppelt. Martin? Ich glaube, der Typ ist einfach, während ich das Recap gemacht habe, irgendwie weggegangen und hat seinen Kopfhörer neben seinem Mikro oder sowas stehen liegen lassen. Um ehrlich zu sein, ich habe genau das gleiche gemacht. Ich bin reingegangen und hab mir was zu essen geholt. Ja, aber du hast dich gemutet, du warst schlau. Ja gut. Okay, kann ich bitte das Buch... 90 auf Nekromantik. Ja. Auf gelingt dir. Du hast jetzt offiziell den Formelblock Golem erlernt. Du musst jetzt keine kleinen Golems mehr. Bitte das Würfel nochmal erklären. Warum? Wir sind in der 15. Folge, Digga. Wenn ich jetzt noch Würfeln erklären muss, dann sind wir ein bisschen spät nach. Ja, ist egal. Okay, gut. Ja, dann habe ich jetzt Golem. Ja. Oh. Wie viel kostet das? Mana? Golem, wie viel kostet kleiner Golem nochmal? 3. Ich hab das daran. 3. Ja, dann kostet das 6. Easy. Gut, dann machen wir weiter. Ich möchte bitte das Buch Seelentausch versuchen zu lesen. Das Nekromantiebuch, ne? Ja. Okay. Du holst das raus. Mhm. Es kommen direkt zwei Stadtwachen und ziehen dich weg. Ach so, okay. Also wirklich direkt, es kommen so zwei Wachen, nämlich einer unter jeden Arm und so. Was wird das? Ist akzeptabel. Ach so, deswegen! Warte, wir stehen bei der Leiche? Wie ist... Weiter weg. Ich hab grad gesagt, ihr steht vor dem Körper. Ach so! 1, 2, 3, könnt ihr mich hören? Ja, fuck, sorry. Leute, ja, könnt ihr mich hören? Ja, bitte, der kann mich hören. Du stehst, mein Freund, jetzt hast du schon rausgeholt. Nee, ist okay. Okay, ich hab den Stecker rausgezogen, als ich meinen Stift gesucht habe. Ich komm einfach mit, ist mir egal, ob du mich nämlich... Kann ich auf Lügen würfeln? So. Kann ich mal lügen. Die Frage ist, was zeichne ich jetzt? Warte, erstmal. Sonst hätte ich mir jetzt eine Ausrede einfallen lassen. Zeichne die Crew als in Weihnachtsstimmung. Jo, das stimmt. Nein, bitte nicht. Ja, das stimmt. Niemand hat. Okay, bis auf Kanakion, weil der ist. Das ehren wir. Zeichne einfach Wario mit einem Weihnachtsmann an. Das ist okay. Wario als Weihnachtsmann. Nein. Also ja. Azariel, du wirst direkt weggezogen. Also, was denken Sie, was Sie da gerade tun? Weg da! Also, wollen Sie wissen, was ich da mache? Entschuldigung, aber mein Freund ist ein Analphabet und geistig etwas. Naja. Tut mir sehr leid. Er guckt so zu. Die Wachen gucken so zur Kanacke und sie gucken so an dir runter. Sehen so deine noch immer von deiner Dragonerform zerfetzten Kleidung.
Also. Hey, was? Was ist mit. Was? Warte, was? Du hast deine Kleidung seit deiner letzten Dragonerform nicht gewechselt, die ist immer noch vollkommen zerfetzt. Ja, aber was ist mit Kanakion? Ich hab ihn angelogen, da muss ich nicht umbringen. Ja. Achso. Der hat gerade mit den Wachen geredet, du Spann. Also. Die gucken so an dir runter, sehen so deine Kleidung, gucken dich so an, die so. Oh. Das, er hält sogar das Buch falsch rum. Ach, ja, stimmt eigentlich. Sie tun so, als wissen sie, wovon sie reden, können aber einfach nicht nekrotianisch lesen, sondern so, tut mir leid, aber halten Sie sich von da hinten fern, ja? Okay, ja, ich werde besser auf ihn aufpassen, es tut mir sehr leid. Ja, macht das Festbuch. Nein, sie nehmen das Buch von dir weg und geben das Kanakion. Also passen Sie da auf, fertig. Ja, jetzt hab ich's in meinem. Passen Sie auf ihn auf. Ja, du hast jetzt das Buch Seelentausch. Jo, kann ich's lernen? Nein. Hast du Bilingual als Perk? Ja, ich glaube schon, weil ich halt ja Dings bin. Ja, er ist Bade. Warte, irgendwo. Das hat nichts damit zu tun. Ja, also weil Bilingual als. Eine Seite habe ich verloren, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das ändert nichts daran, dass er Bilingual hat. Jetzt habe ich sie. Ich habe hier die Seite. Oh mein Gott. Ich habe Bilingual. Und nur weil er Mana beherrscht, heißt das nicht, dass er jede Form von Mana anwenden kann. Ich habe. Also. Ich hab Diebeskant und Bilingual. Ja, okay, dann könntest du das technisch gesehen lesen. Es würde dir nichts bringen, weil du damit nichts anfangen kannst, okay. Aber du könntest an sich den Spruch da drin erlernen. Ja, okay, dann scheiß drauf. Wenn es mir nichts bringt, dann lass ich's. Mach einfach. Halt. Kannst du angeben vor Azari. Also. Ja, wollt ihr zurück zum Körper gehen, oder? Jo. Ja, ich möchte den Körper genau untersuchen. Ja, Paddy, du warst schon die ganze Zeit da. Du musst nicht wieder zurückgehen. Ich gehe hin und möchte mir den Körper mit Kanakion genau unter die Lupe nehmen. Ja, ihr erkennt beim genau oder auch ungenau unter die Lupe nehmen. Erstmal zwei Sachen. Er hat eine schwer blutende Wunde in der Magenregion. Cool. Und zum anderen, er ist noch nicht ganz tot. Er atmet immer noch sehr flach und es kommen hin und wieder so ein schmerzhaftes Stöhnen aus ihm raus. Er ist definitiv nicht mehr bei Verfassung, um irgendwelche Wörter zu formen. Ich nehme ein bisschen Blut ab und dann können wir den heilen. möchtest du das wirklich machen? In der Stadt, nein, vor dem Stadtplan. Okay. Weil ich wollte gerade sagen, Digga, als nächstes köpfen die Stadtwachen einfach einen von euch. Ich mach den Azariel, nehme ein bisschen was vorrappen, damit er nicht ganz so sehr leidet. Und er ein bisschen entertained. Er stirbt einfach direkt, der ist tot. Ich will einen kleinen Freestyle darüber machen. Okay, mach. Was hast du auf Gesangskunst? Richtig, aber auch so ein bisschen so traurig angehaucht. Ich erschwär's dir um 50. Um 50? Wieso? Also nein, ich erschwär's dir auch 50, also um 10. Ach so, ich dachte schon. Nein. Du schaffst das. Du singst ein trauriges Lied. Ja, du rappst einen traurigen Rap, während der Typ gerade am Sterben ist. Scheint keinen zu stören. Sagt deine unbezahlte Praktikantin steht ebenfalls in dir wieder. Lines, mein Meister. Ich mach jetzt bitte den Azariel. Kann ich Schwester einfach auf. Okay, was machst du denn mit den Azariel? Der Azariel ist immer, wenn jemand blutet, ich reiß mir wieder ein Stück Kleidung ab, weil ich habe mittlerweile nichts mehr an. Bind das da also, rum und packe den Heil. Um dir das nochmal zu veranschaulichen, du kriegst kaum noch Kleidung. Weil, fuck. Du hast bisher schon zweimal Dragone angewandt und immer noch dieselbe Kleidung an. Aber und du hast ein Stück deiner Kleidung abgerissen, um das Goldstück zu geben. Wenn du jetzt noch deine Kleidung abreißt, bist du nackt. Weil er sagt, meine Kleidung bringt dir nichts mehr. Azariel, bitte erspar mir diesen Anblick. Wie heißt Paddy nochmal im PNP? Außer Peter von Petersen. Ashikaga! Jo. Hast du ein Hemd an oder so? Unter meiner Rüstung. Kanakion! Nein, er hat auch eine Rüstung an, scheiße! Der einzige, der keine Rüstung anhat, ist Eve. Ey, du wendest dich so an Cupid und all die Männer so drohen so, ja, Cupid, hast du. Cupid, kannst du mir ein Stück deiner Kleidung was? Ey, Azariel, kannst du, ja. Mario Klempner unter der Rüstung an, aber der ist voller Schweißflecken und Essensfressen. Also, nur um nochmal die Situation ein bisschen zu vergleichen, der Typ, er ist langsam am Sterben. Ich hab noch einen Heiltrank, den ich aber nicht verwenden kann. Der blutet trotzdem!
gebe ich ihn einfach. So, ich ramme ihn das so, weißt du? Also den, in die Wunde. Saufen. In die Wunde, weißt du? Stirbt einfach, du schlägst mit dieser Flasche so tot. Du nenn es, Cupid. Los! Cupid, nee, kann... ich gebe ihm einen Heiltrank. Okay. Okay, also versuchst es ihn so in Leon. Seinen Mund zu geben, aber es läuft einfach nur wieder raus. Er ist Cupid. Nicht wirklich. Also ein bisschen was von ihm kommt rein. Gibt's er lebt ein bisschen länger, aber er ist Leon, am Sterben. Kann ich dein System dribbeln? Wie willst du mein System dribbeln? Kann ich ihm eine Gefallensmünze geben und ihm. Würde das funktionieren? Du schnippst ihn so eine Gefallensmünze zu, ne? Es klatscht ihn so gegen seine Wange und hängt da einfach. Cupid! Bitte Ich nehme diese Gefallensmünze. Nein, bitte, ich hab sie schon genommen. Ich hab's zuerst gesagt. Bitte gib mir ein kleines Stück von Stoff oder deiner Kleidung, bitte. All die anderen Männer sind nur so, ja, geben sie ihnen etwas von der Kleidung. Das ist für einen guten Zweck. So all die anderen Typen rum, die alle Stoffkleidung und sowas tragen. Warte, was? Ich dreh mich? Ja, glaubst du oder nicht, aber nicht jeder in der Fari-Stamm trägt Rüstungen. Eigentlich keiner. Und sag, kann mir jemand von euch bitte ein bisschen Stoff geben? Der Mann hier stirbt gerade. Also du schaust dich um, ne? Das sind alles Fari, ne? Sie gucken so den sterbenden Xenia an, sind so ziemlich teure Kleidung, ne? Kriegt man hier nicht so schnell wieder und gucken so alle weg und keiner von denen gibt das was. Außer du hast was auf Überzeugen, mein junger Mann. Warte. Hast du ein Wert auf Überzeugen? Nein. Ich hab was auf Überzeugen. Kann er auf meinen Wert würfeln? Du kannst auf deinen Wert würfeln und die davon überzeugen. Wenn du das möchtest. Ja, dann sage ich aber das Gleiche, was Asari gesagt hat, ne? Aber... Was hat denn Asari gesagt? Hat jemand von euch bitte ein Stück Stoff? Der Herr verblutet hier gerade. Wir müssen ein Leben retten. Ich bitte euch. Und ich habe 25. Das war sehr knapp dran, würde ich auch so sagen. 25. Fehlgeschlagen. Die gucken alle so weg. So, für den haben wir keine Kleidung, ne? Okay. War ziemlich Cupid, teuer. Bitte, kann sich jetzt echt was Neues glauben. Cupid, bitte. Ja, ein Stück Stoff schnell. Danke. Also, kann ich nicht versuchen, ich habe auch überzeugen. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind der Zug abgefahren. Ich hab schon die ganze Zeit gesagt, ich hab 60 auf überzeugen. Okay, dann. Wisst ihr, da liegt ein Mann im Sterben vor uns. Und wir machen ziemlich dumme Scheiße. Mir inklusive. Ah, boy. Alle dumme Scheiße. Ja, okay. Gut, dann nehme ich halt das. Mal das Elfenkraut nehmen, was ich habe, schön eindrehen und damit versuchen, seine Schmerzen zu lindern. Das ist eine fucking gute Idee. Er konnte gerade nicht mal den Trank trinken. Denkst du, er kann jetzt nochmal eben entspannt einen rauchen? Ja, pust ihn einfach an. Okay, dann machen wir halt die Herzmethode. Wir stecken das Ding in den Arsch. Ich nehme jetzt das Stück Stoff, verbind den Mann und gib ihm. Dann und versuche ihm dann langsam, aber vorsichtig und gleichmäßig einen Heiltrank einzuflößen. Leon, hast du gehört, dass ich den trotzdem baue? Ja, habe ich. Du kannst jetzt 20 Dings abziehen, geistige. Hier waren geistiges Zeug, ne? Genau. Du nimmst so den Stoff, den dir Cupid gerade gegeben hat. Cupid bekommt sehr viele schöne Blicke zu. Und drückst den so auf den. Das ist aber nicht. Das verstoßt aber gegen den Kodex, ne? Mega. Und drückst ihn so auf seinen Bauch und merkst, dass aus der Wunde einfach so Blut rausgespeit kommt. Also das Tuch saugt sich direkt voll. Es ist fast schon so, als würde das durch magische Art und Weise mehr bluten, als es eigentlich sollte. Dann mache ich den Asaril. Diese Wunde wurde von einem magischen Objekt verursacht. Ist hier. Woher willst du das wissen? No shit, Sherlock. Kann wir wissen doch, was bedeutet. Irgendwo ein Arzt anwesend ist. Es macht doch Sinn, wir wissen, was der Dolch macht. Und das verursacht eben stärkeres Bluten. Und da der Mann gerade durch ein festes Stück Stoff durchblutet, kann man sich das doch denken. Oder nicht? Ja, gut, okay. Ja, okay. Nee, das ist okay. Immer noch am Sterben. Es scheint kein Arzt dazwischen zu sein. Es drängen sich hingegen so Stadtwachen da jetzt durch die Menge durch und fangen ihn so an, den Körper mitzuziehen, raus aus der Menge, rüber auf die Xenin-Seite, wo dann auch schon so ein paar
Leute zu ihnen hinkommen oder zu euch damit hinkommen, weil ich schätze mal, ihr seid da jetzt mitgegangen. Ja, klar. Und den halt so ein bisschen behandeln. Der Xenin fällt dann aber daraufhin in Ohnmacht und ist nicht mehr wach. Ist nicht mehr ansprechbar. Ihr seht außerdem den Rest der Familie Xenin, wie er rausgerannt kommt, also der junge Sohn, die Tochter Aurelia und die Mutter Karin. Also die Frau Karin, also die Frau von dem Lexus, der da gerade liegt. Und die Frau ist natürlich so vollkommen aufgelöst und dreht so: Was haben sie ihnen angetan? Wer war das? Wer hat das getan? Und die Wachen versuchen sie auch so wieder so: Wir wissen nicht, wer es getan hat. Es war drüben, war eine große Menge, wir wissen es nicht. Sie schaut, die Tochter schaut euch so an, mustert euch so und als hätte sie euch so zum ersten Mal gesehen: So, sind sie Abenteurer? Nein, nee, nein, ja. Sind wir nicht. Wir sind Rapper. Was? Und ich bin gekommen. Ich bin gekommen, um hier einen bekannten Rapper aus ihrem Dorf zu kennenzulernen. Ich habe gehört, er heißt Pari Bang. Gibt es hier? Wollte das wirklich sagen, weil ansonsten lasse ich euch sowas von erschwert auf Lügen würfeln. Ich sag das nicht, ich sag das nicht, ich stehe einfach nicht. Ich sag das als Witz. Ich auch nicht, ich stehe einfach so. Ich sag das so ironisch, so auf den so, ach nein, das, ich bin das und das, weißt du. Naja, also, sie ist nicht sehr beeindruckt. So, bitch, mein Vater stirbt da gerade und du machst dir diesen. Sie wendet sich ganz davon. Fragen, was erwartest du als Antwort? Eine ehrliche vielleicht. Ja, wir sind Abenteurer. Wir sind Abenteuer vom Reich des Roten Terrors. Wir haben den Heldenrang. Wir haben den Heldenrang. Wir sind uns auch den Roten Terror. Wir sind noch Anfänger. Das ist sehr schwer. Ich will jetzt auch selber ja. Also der Sohn und ein paar Wachen konnten uns sehen. Haben Sie denn gesehen, wer das war? Nein. Azariel war's. Was? Nein, das sagt wirklich. Wir Nein. haben nur gesehen, dass hier so ein Tumult ist und sind dann auf der Stelle hergekommen. Ja. Ich dachte, hier kann man jemanden nochmal ein bisschen Geld abziehen, aber leider nicht. Die, Stadtwachen schauen dich an. Der Mann wird so in das große Anwesen der Xenien reingebracht und die Mutter stößt noch immer so voll mit Tränen überlaufen zu euch, tupft so ihre Tränen mit so einem Taschentuch ab. So, das waren bestimmt diese Barbaren, diese Fari. Sie konnten es einfach nicht sein lassen und haben meinen Mann niedergestochen. Sie müssen sie verhaften. Sie wenden sich so an die Stadtwachen. Die Wachen so, bitte, das ist nicht unser Gebiet. Wir wissen noch nichts. Die Wachen schauen auch ein bisschen so hilfesuchend zu euch, weil die Frau halt schon sehr aufgebracht ist. Okay, warte, ich habe. Madame, eine Idee, ne? Wissen Sie, beruhigen Sie sich erstmal, wir sind an den Fall dran. Ashikaga und Holmes sind da am Sachen dringend, nicht? Bitte, Paddy, bitte. Nein. Passen Sie auf. Wir können doch nicht diese arme alte Frau anlügen. Wo bin ich gerade? Das ist nicht anlügen, das ist einfach nur. Nein, das macht keinen Sinn. Ach so, ja. Gute Dame, passen Sie auf. Wir sind hier, weil wir beauftragt wurden, weil es wahrscheinlich hier eine gigantische Schlacht geben wird. Wir sind vom ersten Kurator direkt angekommen. Wenn Sie das jetzt veranlassen, dass Sie jetzt in das Gebiet der Fari eingreifen, dann wird es diese gigantische Schlacht geben. Ich glaube, ihr wurdet viel mehr wegen der großen Säule da inmitten der Stadt, die aufgetaucht ist mit den dämonischen Runen und sowas. Das ist ein Obelisk. Obelisk der Peiniger. Ich glaube, er deswegen wurde vergessen, dass existiert. Weißt du was, lass mich das nochmal rephrasen, okay? Kann ich bitte nochmal versuchen, meinen Mund zu verwenden? Danke. Nein, Paddy. Also, egal, passt schon. Werte Dame, wir sind hier, weil uns der Kurator beauftragt hat, hierher zu kommen. Sie wissen doch sicherlich von dem Obelisken, der aus dem Nichts aufgetaucht ist. Von einem Kollegen von uns, der runisch ein bisschen kann, soll dieser Obelisk etwas gesagt haben wie Krieg oder Kampf oder Tod. Darauf basierend habe ich die Vermutung, dass wenn Sie jetzt aufgrund dieses Mordes eine Schlacht mit den Farian zetteln, diese Prophezeiung des Obelisken sich erfüllen wird. Und ein schreckliches Schicksal ihnen allen widerfährt. Aber machen Sie ruhig, was Sie wollen. Das ist eigentlich nicht unser Problem.
Doch! sie ist immer noch ziemlich aufgelöst und so. Und deswegen soll ich diese Barbaren damit davon kommen lassen? Wir haben meinen Mann angegriffen. Ich weiß, ob die das waren. Meine Jüdin. Das liegt doch auf der Hand! Das hat doch damit nichts zu tun. Es kann einer sein, es kann rassistisch von ihnen. Es kann jeder sein. Und was sie hier gerade machen, das ist Rassismus. Dieser Dolch. Langsam reicht's mir. Dieser magische Dolch, der Leute bluten lässt. Welcher magische Dolch? Nein, das darfst du nicht! Gut gemacht, Kanaki. Oh, hatte ich das nicht sagen sollen? Dann nehme ich es zurück. Nein. So von meiner Nachrede. Nein. So nicht, ja. Also der Kanaki macht ja jetzt hier echt den Ruffy-Move. Oh, warte, ich darf nicht wissen, dass der Sohn von Monkey D. Frank bin. Er holt dieses Blades-Dings aus MIB raus und sie haben das vergessen. Sie guckt sie an so, aber es wurde doch gar keine Mordwaffe gefunden. Haben sie etwa doch schon einen Verdächtigen? Ja, ich denke, es war mein Kumpel Azariel, aber ich glaube... Das wird ja alles, möchtest du das wirklich so sagen, oder? Nein. Okay. Natürlich nicht. Das war so mein Schlimmer, die ich wüsste. Da gibt's einen Charakter, der ist Larry Butts. Genauso fühle ich mich jeden Tag, wenn ich Butts bin. Und was fehlt? Der Butts war. Der Azariel war es. Nein, also. Komm mal weiter. Ja, die Frau, also die Frau nüchtert wieder so ein bisschen auf. Komm, steckt so das Taschentuch weg. Schau dich an. Gut. Es wäre nicht gerecht. Vor allen Dingen, weil wir nicht genau wissen, wer es war. All die Fari jetzt festzunehmen. Und sie hören auf schlau tun, ist da nur noch 15 Samurai. Haben sich ein bisschen... Sie denn, Alter? Komm, Alter, komm jetzt! Ja, die Stadtwachen ziehen direkt alle Schwerter. So. Ich stupse mit meinem Ellbogen Kanake an. Ey, denn, kann ich mein Buch wieder haben? Ich habe eine gute Idee. Mein Mann hatte gestern jemanden zu Gast, an den er einige Waren verkauft hat, aber das hat er Ihnen ja erzählt. Einen gewissen Herrn aus der kastilianischen Region. Oh nein. Ein Richter. Ich denke, wir sollten ihn... Nochmal? Das waren die wahnsinnigen Batmans, die alle umbringen. Stimmler. Ja, die BDSM-Paladine. Ja. Okay. Ihr habt ihnen den Namen gegeben, ich adaptiere nur. Also. Was haben wir das echt? Sie meinen, ich denke, er ist der Einzige, der dem hier eine gerechte Lösung finden kann. Denken Sie nicht? Ja, doch, schon. Ich meine, wir könnten auch diesen Nichtnutz vom Bürgermeister damit beauftragen, aber ich bezweifle, dass er damit weiterkommt. Was hat er ihnen getan? Der ist eh doch ganz nett. Ganz nett, ja. Aber wenn er all die Fari sieht, würde er sich selbst einscheißen und in seinem großen Haus da verstecken, so wie er es die letzten Tage gemacht hat. Die letzten Tage? Bevor wir hier ankamen? Selbstverständlich, ja. Also hat er sich in seinem Haus versteckt bereits, bevor oder erst nachdem der Obelisk erschienen ist? Weiß ich nicht genau, man sieht ihn kaum draußen. Interessant, okay, nur vor einigen Tagen ist er rausgekommen, da hat er so einen Freund von sich willkommen geheißen, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Es gibt gerade Wichtigeres als das. Können Sie den beschreiben? Es gibt gerade Wichtigeres als das. Ja, stimmt schon. Ich denke, mein Mann wird das besser können als ich. In der Taverne, in der Sie auch nächtigen, sollte dieser Richter selbst auch hausen. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie ihn aufsuchen und über die Lage aufklären. Ist er wirklich ein Richter oder ist das nur sein Name? Er heißt nicht Richter. Aber so ziemlich jeder in der kastilianischen Region ist ein Richter. Das ist so der Hauptberuf dort. Ah, okay. Ja, sie verabschiedet sich mit ihren Kindern und geht in das Haus. Okay, gut. Die Stadtwachen dann machen noch so einen Ich-beobachte-euch-Blick, weil ihr definitiv den Leuten nicht geheuer seid. Okay, cool. Hä, ich hab doch mein wundervolles... Nee, hab ich gar nicht. Falsche Stadt.
Warte mal, was? Genau. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Bar. Beobachten uns doch immer die Stadtwachen. Die ganze Zeit quasi. Oh. Die haben jetzt ein Auge auf euch die haben so ein leichtes Auge auf euch geworfen. Okay, ich habe eine Idee. Kann ich die Stadtwachen ablenken und ihr könnt zum Pub gehen? Wir können auch einfach so reingehen. Das ist jetzt nicht so, als ob die uns dann verfolgen würden. Das verbieten sie nicht. Seid jetzt bloß ein bisschen suspicious. Ja, nur. Ja, vielleicht kommen die ja mit. Vielleicht wollen die ja mitkommen und gucken, weil wir suspicious sind. Okay. Es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich und Schwester Eva sie ablenken. Meinst du, aber kann ich trotzdem bitte mein Buch zurückhaben? Ich brauch das. Ich hab das nicht ohne Grund gekauft. Kann ich es ihm ganz unauffällig geben, ohne dass jemand das sieht? Ich meine, ihr könnt ihn das jetzt auch. Du kannst es jetzt auch einfach so nehmen und lesen. Du bist nicht mehr beim Leichnam. Die brauchen jetzt da keine Angst. Ja, okay, dann gebe ich dir wieder zurück. Das würde jetzt halt ein bisschen. Das würde jetzt halt deine Das würde jetzt halt deine Lüge, dass er nicht lesen kann und komplett dumm ist. Ja, dann machen wir bisschen, das später. Dann machen wir das später. Ja. Ich will jetzt nicht, dass sie sehen. Darum geht's. Okay. Wollt ihr denn jetzt zur Taverne gehen oder was anderes machen oder wie ist? Ja, wir machen jetzt einen Klassenausflug nach Taverne. Wir machen einen Klassenausflug in die Bar! Ich habe eure Eltern da unterschrieben, dass ihr trinken könnt, denn ich werde es tun. Also, nur in Deutschland. Ihr geht zur Bar und ihr wollt sie gerade betreten, da treten so drei Männer raus. Oder sagt einer von denen ist ein Mann, bei den anderen könnt ihr das nicht richtig erkennen. Der, bei denen ihr es erkennen könnt, er trägt eine so ziemlich goldene Robe mit so sehr vielen verschiedenen Schriftzeichen drauf. Außerdem, so, ihr kennt doch diese Abzeichen, diese mit diesen schönen Benzel unten, die man so, die man sich so an die Wand klebt, mit diesen Rüschen dran. Die hat er quasi an seiner Brust, davon hat er so mehrere, und die scheinen mit Nägeln in seinen Körper befestigt zu sein. Also ihr könnt so die Nägelköpfe erkennen. Außerdem an so ein bisschen getrockneten Blut, was an seiner Robe ist. Er hat ein richtig, richtig ekliges Grinsen auf dem Gesicht und scheint die ganze Zeit so glücklich zu sein, als wäre das der beste Tag, an dem er aufgewacht ist. Und er scheint dieses Lächeln auch nicht niederzulegen. Neben ihm stehen zwei Paladine der ewigen Büßer, also dem BDSM-Paladin. Das erkennt ihr unter anderem daran, dass sie an einigen Teilen ihrer Rüstung halt komplett kaputt sind und dass sie in der rechten Hand immer eine Peitsche tragen. Welche so an den Handschuhen dran zu sein scheint. Das scheint der Mann zu sein, den ihr sucht. Also das könnt ihr zumindest an den kastilianischen Kleidungsstil erkennen. Na gut. Dann schaut es um. Dann freundlich zunicken. Du möchtest ihn was? Freundlich zunicken. Dieses Zunicken, so was man so unter. Was die Leute halt so machen. Das macht man, glaube ich. Auch ich war in der Gesellschaft. Ich denke, dies ist so Tugend. Nein, du nickst ihn zu. Wie gesagt, er hat dieses unlöschbare Grinsen und er winkt dir so richtig zu. So, guten Morgen. Oh, der ist cool. Ich will immer auch zurückwinken. Und die zurück voller Freude. Voller Freude. Ja, jetzt ist er richtig drin, Digga. Jetzt winkt er euch beiden. So, er macht so dieses, wo er beide Hände küsst und diese hochruft. Ja, er neigt sich. Ach du Scheiße. Jetzt möchte ich auch noch. Okay, jetzt sind einfach. Die Stadtwachen machen sich allmählich Sorgen um euch. Ja, ich will auf Azariels Schultern klettern und da winken. Ja. Ja. Die Paladine greifen. Die Paladine legen jeder so eine Hand auf ihr Schwert. So, das kann echt gut sein. Und ich nehme die beiden noch so hoch wie so ein Turm, Alter, und gehe dann. Ja, ihr kippt um und sterbt einfach. Nein, okay, gut, machen wir weiter. Ja. Entschuldigen Sie, der Herr, Sie sind doch ein Richter, oder? Hallo! Wir suchen Sie. Oh, Sie suchen mich? Ach ja. Was? Weswegen sollten Sie mich an einen solchen Tag denn rufen wollen? Ach, warum ist suchen der Tag wollen. Denn so schön? Sind die Kapitalisten so schön ist? Sehen Sie das etwa nicht? Oder zeigt so durch die Stadt? Sehen Sie nicht all diese Menschen, wie sie herumstehen, all diese Sterblichen, wie sie noch so unbewusst hier herumstehen, nicht wissend, dass das baldige Ende sie erreichen wird, dass die ewige Qual über sie kommen wird. Ja. All diese Leute, die sich darüber freuen und denken, dass sie ein langes, unbeschwerliches Leben haben werden, obwohl doch genau das Gegenteil eintreten wird. Diese Ironie. Ja, nicht ein wunderschöner Tag. Ja, das ist schon ziemlich lustig, wenn man so... Ich glaube, sie spielen ein bisschen zu viel Majora's Mask.
Gut, ja, hier wurde gerade so vielleicht möglicherweise ein Mord begangen und vielleicht möglicherweise hat uns die Herrin des Hauses, Xenin, dazu beauftragt, sie zu finden, weil sie wahrscheinlich die beste Person wäre, diesen Mord aufzulösen, beziehungsweise zu richten. Ein Mord? Oh. Ja. Ja. Das darf nicht sein. Und er schaut so ein bisschen erschüttert nieder. Ist so, oh. Das ist eine Sünde, das... Wer ist verstorben? Der Herr des Hauses Xenin. Herr des Hauses Lexus. Ha, eine Schande. Ich habe gestern noch einen Vertrag mit ihm unterschrieben. Hätte ich mal bis heute gewartet. Oh, eine Schande. Bringen Sie mich doch bitte zu den Herren. Ich muss alles stehen und liegen lassen. Diesen Fall, der ist für mich bestimmt. Muss ihn heute erledigen. Natürlich. Gut, wir machen jetzt den, ich und der kassodianische Todesmann machen den Norbit. Was? Wollen die anderen mitkommen? Alle den Norbit. Nein, okay, wir gehen einfach, ich würde sagen. Ja, ich mache mitkommen. Ich würde sagen, wir führen den Herrn zu, der Dame oder halt. Ja, der Dame. Zum Haus Xenin. Ja, zum Haus. Aha. Okay. Ihr kommt beim Anwesen der Xenin an. Einer von euch klopft an. Die Dame macht auf und der. Richter, er geht direkt rein, ohne auch nur die Frau zu grüßen, geht direkt an ihr vorbei, hinter in diese beiden sehr breit gebauten Paladini, die sie noch fast umrempeln. Er meint, wo ist der Verwundete? Wo ist das Opfer? Ich muss es sehen, dieses Verbrechen kann nicht so stehen bleiben. Und die Frau, die da jetzt immer noch sehr aufgelöst steht, die so, Sie meinen meinen verstorbenen Mann? Er ist vor wenigen Sekunden ins Ableben übergegangen. Er liegt dort hinten auf dem Tisch und denkt, geht dort direkt rüber. Er holt euch auch so ein bisschen mit so einer Handbewegung hinterher. Okay. Ich komme mit. Kommen Sie mit, meine Herren. Natürlich. Er schaut, vor euch liegt die Leiche. Sie springt einfach einmal die ganze Masse hinweg. So, was haben wir hier? Er schaut so die Leiche Szene an. Ihr seht, dass er jetzt schon komplett mit Blut überströmt ist. Ihr seht, wie er schon ziemlich bleich sogar erscheint. Also es hätte er kaum noch Blut wirklich in seinem Körper. Der Richter mustert ihn so, er so, ah, eine Schande. Wissen Sie, Mord ist eine Sünde. Ja. Das wissen wir alle. Doch bei uns im geweihten Lande Custodia ist es die höchste Sünde, die jemand begehen kann, einen anderen das Leben zu nehmen. Wissen Sie, warum dies so ist? Wer spricht jetzt nicht an Asari so. Oder allgemein euch an, so in die Menge? Weil man einen anderen. Nein, aber das nimmt. Ist ziemlich fair eigentlich. Nein! Was hast du gesagt, Martin? Weil jemand anderes ein Leben genommen hat. Ja, genau! Aber wissen Sie, warum das die höchste Sünde ist, die ein Sterblicher in diesem existenziellen Reich begehen kann? Weil sie denken, dass er über das Leben hinausgeht? Über das Leben steht? Nicht ganz korrekt. Weil diese Leute dann keine Steuern mehr zahlen können. Wir sind nicht in Serpentia, wir sind gerade bei Custodia. Das sind die Serpentia. Im Königreich, hier gibt es alle bösen Sachen. Auch Steuern. Zufällig, weil jemand nach dem Leben trachtet, indem man ihn entweder einen Groll gegen ihn hebt oder zufälligerweise aus Rache handelt? Nein, das ist eine Begründung. Davon gibt es viele. Man kann Leute aus vielen Gründen umbringen. Aus Rache, Groll, weil man eine falsche Kohlsuppe serviert wurde. Es gibt viele Gründe. Und die aufgelöste Frau kommt so dazwischen. Weil es einfach gemein ist, jemand anderen das Leben zu nehmen und das eine Hasstat ist, er guckt sie an, falsch. Weil, wenn man jemanden umbringt, dann ist er ja weg. Dann spürt er ja nichts mehr. Und er hebt so den Arm von Xenin hoch und lässt ihn so theatralisch fallen. Dann spüren dann sie nicht mehr sie... den Schmerz, den sie Schmerz spüren sollen, weil sie Sündiger sind, oder? Ja, genau. Ganz genau. Sie können ihre Strafe nicht mehr erleiden. Sie können kein Leid mehr spüren. Keine Schmerzen. Und er stochert so ein bisschen in der Wunde rum von dem Kerl. Das ist sein Zeigefinger komplett in Blut gehüllt. Er so, sehen Sie? Der spürt nichts mehr. Und die Frau ist schon so. Was machen Sie da? Furchtbar.
Das ist ein Verbrechen gegen den Gott der Gerechtigkeit selbst. Gegen den Gott des Lichtes, gegen den Gott der Finsternis, gegen jede Art von Gottheit. Außer vielleicht gegen den Gott der Heilung. Doch, auch gegen den Gott der Heilung. Gegen ihn. Deswegen muss ich dem weiter nachgehen. Okay. Meine Herrschaft. Ja. Sie waren diejenigen, die dies zu mir gemeldet haben. Sagen Sie, was haben Sie gesehen? Wir waren im Gefängnis, weil wir jemanden besucht haben. Sind mal rausgegangen, war eine Menschenmasse, sind da hingegangen. Leiche, sehr viel Blut. Hab versucht, sie zu heilen. Wurde wahrscheinlich durch ein Artefakt oder ein magisches Objekt verursacht, da die Blutung durch keine Art von Stoff oder sonstigen Materialien stoppen wollen würde. Ein Stoff oder irgendwelche Matte. Ein magisches Artefakt, ha. Ich habe eine dumpfe Ahnung, welche dies sein mag. Doch haben Sie eine Ahnung? Eine Vermutung, welches Artefakt hier verwendet worden sein könnte? Wir sollten ihn nicht anlügen. Ja, haben wir. Weil sonst sind wir nämlich sündiger, weil Lügen ist nämlich eine Sünde. Lügen ist durchaus eine Sünde. Deswegen, Leute, sagt die Wahrheit. Dann sagen Sie mir doch, welches Artefakt hierfür verwendet worden sein könnte. Wie heißt dieses Ding nochmal? Blutdolch? Der Blutdolch, der letztens hier im Dorf von einem anderen... von einem Mitglied der anderen Familie erworben wurde. Genau, der Blutdolch, aber dass er erworben wurde, das ist interessant. Wissen Sie, der Blutdolch ist ein kastodianisches Artefakt. Ein Artefakt, mit dem die letzte Strafe erteilt wird. Ein heiliges Artefakt, wenn man so mag. Und es wurde uns entwendet und nun anscheinend weiterverkauft. Also so wie die Ulti von Pharah. Nein. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle sie gerade gesagt haben. Ich glaube, es war sündhaftes Verhalten. Das ist eine gerechte Strafe! Also, sie sagten, er wurde erworben. Von welchem Individuum? Dem Sohn der Fari-Familie. Und die Frau neben euch so, ich wusste es. Also, dann haben wir unseren ersten Verdächtigen. Warten Sie schon mal auf den Dorfplatz. Wir werden kleines Gericht. Könnte ich Sie was fragen? Natürlich doch. Sagen Sie, Sie haben doch sicher auch diesen gigantischen Obelisken gesehen, als Sie ins Dorf gekommen sind, oder? Sonst hätte er nicht gesagt, das ist ein wunderschöner Tag, weil das Ende bald voransteht. Nein, wissen das ist einfach nur Zufall. Also das denken kannst du dir immer. Wissen Sie, was dieser Obelisk genau sagt oder besagt? Ich spreche kanonisch. Oh, verzeihen Sie mir. Aber das, was da draufsteht, ist doch keine Sprache. Ich bin mir sicher, wenn unser allmächtiger Herrscher uns eine Mitteilung zusenden würde, dann hätte er es in einer Sprache gemacht, in der wir es verstehen. Ganz offensichtlich sollen wir dies nicht verstehen. Wir sollten uns nicht damit beschäftigen. Wir haben doch schließlich gerade Wichtigeres. Nämlich wurde jemand ermordet. Sie sagt, hat doch ein Gericht auf dem Platz. Leute, Gericht! Genau. Hallo! Braucht ihr einen Strafverteidiger? Nein, lassen Sie das mal sein. Wir treffen uns gleich auf dem Marktplatz. Ich habe noch ein paar Nachforschungen zu tun. Ich gehe noch mit den Herren mit, so. Stampfe mit. Also, warte mal, Leon, rein theoretisch, kann ich den begleiten, so? So rein den theoretisch? Typ? Ja, kann ich ihn begleiten, ihn helfen, so? Bei der investigieren? Naja, er wird es nicht investigieren. Er wird es erstmal was anderes machen, aber das werdet ihr gleich erfahren. Warte mal, wir sind ja noch im Haus drinnen. Da sind keine Stadtwachen drinnen, oder? Wir können jetzt Haus und keine Stadtwachen, nein. Jetzt können wir die umschlafen und auch noch mitten vor der Leiche, also ich würde dir nicht empfehlen, also das Nekromantium zu lesen. Sobald auch Paladine dabei sind. Ja, Wiederbelebung ist auch nicht sonderlich geil im kastodianischen. Verständlich. Leon, sag ich schon. Enderman, habe ich jetzt eine Idee. Wir knocken alle aus und rauben jetzt das Haus aus, wie in The Witcher. Wir machen jetzt Gera. Nein, wir machen jetzt gescheit weiter, sonst kriegen wir Probleme. Also, ihr schreitet zum Marktplatz. Und ihr seht, wie dort schon ein ziemlicher Tumult ist. Also von beiden Seiten scheint es ja so eine Menge aufgebaut zu sein. Während so ein paar, während die beiden Paladine dort, des Priesters, also des Richters, da anfangen, so ein kleines Podium aufzubauen. So eine kleine Erhöhung. Ihr wartet dort und es vergeht so eine gute halbe Stunde. Und dann kommt auch der Richter wieder. Und er schleift quasi so am Kragen den Sohn des der Fari, den Adoptivsohn, nämlich Xerin Fari, den Dunkelelf, mit dem ihr ja schon das Vergnügen hattet, schleift er so aufs Podium in Fesseln und wirft ihn dort so vorne aufs Podium.
die beiden, er stellt sie dort auch bereit, als möchte er so eine Rede halten. Neben ihn auch die beiden Paladine. Meine Herrschaften, gutes Volk von Segmentum, ihr Sündiger, die ihr euch heute versammelt habt, es wurde heute eine Straftat begangen. Eine von höchstem Ausmaß. Vor wenigen Stunden verstarb Lexus von Xenin. Er verstarb nicht einen Tod, welchen die Götter selbst vorbestimmt haben. Er verstarb keinen Tod, der ihn von obersten Priestern oder von obersten Richtern abgesegnet wurde. Nein, er hat sich nicht mal selbst das Leben genommen. So ketzerisch, wie das auch wäre. Er wurde ermordet! Und es geht so ein... Sogar die Leute, die daneben ihn standen, als Xenin da so blutend lag, die ganz klar wissen, dass es Mord war, waren so, oh mein Gott, er wurde umgebracht. Ja, ich möchte gerne diesen mitmachen, genau. Es kommt so ein Theater, so ein filmmäßiges, so ein Soundtrack. Der Tavernenmann steht da so, also der Kultverkäufer ist so. Genau, jemand steht da hinten einfach mit so einer Button-App. Warte, ist Enderman jetzt weg? Ja, Enderman ist kurz weg, muss ich kurz muten. Ach, kein Spaß. Ja. Doch, dank der Hilfe von einigen anonymen Investigatoren konnten wir einen Verdächtigen hier finden. Und er zeigt so auf, Xerin Fari, der da so ziemlich kaputt vorne kniet. Dieser junge Mann erwarb die vermeintliche Tatwaffe des Mordes. Was ihn selbstverständlich zum Tatverdächtigen Nummer 1 macht. Zudem gehört er noch zur verfeindeten Familie. Ein Racheverbrechen. Oder ein Hassverbrechen. Etwas Schlimmeres gibt es nicht. Herr Inquisitor, Herr Richter, wäre das nicht etwas zu einfach? Ja! Es freut mich, dass Sie mich da so nahe bringen. Deswegen habe ich auch einen zweiten Verdächtigen, meine Damen und Herren. Holt Kanaki auch nach vorne. natürlich. Sehen Sie, Mann. Gestern habe ich mit Lexus von Xenin bei einer Tasse nekrotianischen Kräutertees einen Vertrag abgehandelt zum Kauf mehrerer Sklaven, die wir nach Kastodia bringen werden, damit sie ihre verdiente Strafe weiterhin erleiden können. Sehen Sie, dort habe ich eine Person gesehen, die ich heute wiedersehe. Eine Person, die durchaus auch in die Perspektive passen würde. Nein. Und er schnipst so mit einer Hand und einer der Paladine geht so runter und packt Schwester Eva am Arm und zieht sie mit nach oben. Was? Sie schaut so, ja, die Sklavin von Kanakion. Und zieht sie so mit nach oben. Sie guckt natürlich vollkommen verwirrt, nein. Sie guckt zu Kanakion, sie guckt so zum Richter. Nein, ich sag nein, lass sie da stehen, sie hat nichts damit zu tun. Ja, dein Wort wird nicht erhört. Sie wird ich möchte mich bitte auf Artikel 32, Paragraph 3 einwenden, dass Personen, die nichts mit dem jetzig läufigen Verfahren in einem anderen Verfahren gerne vertagt werden dürfen, allerdings nicht im gleichen Verfahren, da dies gegen das eigene Verfahren stößen das würde. Das gilt vielleicht in Österreich, aber nicht in fucking Paper. Ja, der Richter guckt dich so an, er flüstert so ein paar Linien zu. Bringen Sie mir die Rechtsgrundlage des Reiches der Finsternis. Er gibt Ihnen so ein Buch, welches eine Seite ist und darauf steht so, alles legal. Alles legal? Egal, was ich jetzt mache, es ist legal? Also ja, an sich, aber du musst beachten, da vorne sind so zwei Paladine und mehrere Stadtwachen, die alle hinter den Richter stehen, weil das anscheinend fairer Prozess ist. Ich töte den Richter. Ja, dann bist du tot. Cool. Okay. Nicht mal irgendwie durch einen Kampf, du kippst einfach direkt um. Dein Nervensystem und dein Gewissen waren so, ja, das war eine dumme Idee, ich beende das lieber direkt jetzt. Ich laufe hinterher, stelle mich direkt davor und fang an zu rappen. Zu weinen. Nein. Weißt du, bevor du es auch mal, du bist runtergekippt, versuch's nicht mal, das kommt nicht gut. Okay. Ich stehe wieder auf. Fang an zu rappen und versuche ihn zu überzeugen, dass sie nichts damit zu tun hat, mit meiner Gesangskunst, indem ich alles in einen Track packe, meine ganzen Gefühle. Das wird nicht funktionieren. Kann ich trotzdem drauf würfeln? Nein, das wird nicht funktionieren. Also, du hast einen religiösen Fanatiker da vorne.
der sein ganzes Leben lang Leute verurteilt hat wegen Sachen, wegen denen man niemals jemanden verurteilen würde. Und er ist fest entschlossen, dass das eine Verdächtige ist. Warte, wenn du noch rappen würdest, oder auch wenn du generell versuchen würdest, ihn zu überzeugen, würde er dir nicht glauben, weil das muss in einem Prozess entschieden werden. Wenn du rappen würdest und ihn glauben würdest, würdest du da mit oben sitzen. Leon, ganz kurz, ne? Ja. Okay, gut, das war das für heute. Machen wir weiter. Warte mal, das heißt, er bezieht sich gerade damit, dass er die, Das werdet ihr ja gleich herausfinden, ihr solltet ihm vielleicht erstmal zuhören, dann. Wenn er das Verfahren, in einem Land macht, in dem es legal ist, und das dann halt in sein eigenes Land bringen möchte, wo ist dann das Verfahren? Es ist ja legal. Dann braucht man kein Verfahren. Gut, versuch ihn davon zu überzeugen. Oh. Nee, vor dem habe ich zu viel Angst. Merkst du selbst, ne? Also, er spricht weiter. Sagt, diese unvermeintlich aussehende junge Dame ist nicht das, für was sie scheint. Sie tarnt sich als ein einfaches Dunkel-Elfenmädchen. Wie sie mit diesen Abenteurern herumreist und nichts. Doch wenn wir genau hinsehen und er zieht so die Ketten, die sie, also diese Halsketten, die du ihr geschenkt hast, zieht sie so hoch und offenbart das Sklavenzeichen. Und es geht nochmal so ein durch die Menge. Ich habe dieses Zeichen noch nie zuvor gesehen. Es ist wortwörtlich auf ihrer Rüstung. Es ist auf ihrer Rüstung. Noch nie gesehen. Ich habe gesagt, wir sollten ihr eine Maske machen, aber niemand hört auf Enterman. Das hätte noch mehr gezeigt, dass es eine Sklavin ist. Das hätte nicht gebracht. Aber dann hätten wir sehr offensichtlich gelegt, dass sie eine Sklavin ist. Und dann hätten wir jetzt keine Information da drin. Das macht keinen Unterschied. Also, sie wäre ja trotzdem mit euch rumgelaufen. Ja, okay. Das ergibt irgendwie einen Sinn. Also, sieht das so hoch? Also. Eine Sklavin von dem vermeintlichen Herrn, den unübersichtlichen, dem mit der Rüstung da. Nein, weiter rechts. Nein, gucken Sie da. Genau den. Doch, Sie fragen mich nun natürlich, guter Richter, wie könnte sie daran schuld sein? Sie hat doch gar nichts zu tun mit den Herren, Herr Lexus. Doch, gestern war sie noch eine Sklavin des besagten Opfers. Eine Sklavin, die vielleicht durchgedreht ist, vielleicht zu viel hatte, vielleicht all die Jahre der Pein wieder gut machen wollte und Lexus niederstach. Unsere Einspruch, euer Ehren. Ach so, war Stand das gegeben. Egal, passt schon. Aber schon, das, gut. Sie war die ganze Zeit bei uns. Einspruch, euer Ehren. Wir können bestätigen, dass diese Dame während der Zeit des Mordes, welches eine kurze Zeit war, da wir das Opfer schon blutend aufgefunden haben, sich bei uns befand und keinen Millimeter von uns abwich. Dadurch kann sie ihn gar nicht niedergestochen haben. Ah, Sie wollen also plädieren, dass Sie mit involviert in der Tat sind? Nein! Ich möchte plädieren, dass meine... Dass sie ein Alibi hat! ...ziemlich eingeschränkt ist. Ja, sehen Sie, und die Mutter des lieben Fari hat ebenfalls plädiert, dass er zu der Tatzeit bei ihr war. Aber in Zeiten wie diesen kann man nichts glauben. Doch, seien Sie beschont, werte Bürger Segmentums. Ich bin ein ehrenwerter Richter. Ich würde niemals einen Unschuldigen die Strafe erleiden lassen. Ja, Schließlich, was wäre eine Strafe, wenn sie jemand Unschuldigen gegeben wird? Und die Beweislage, die mir hierhin vorliegt, ist wirklich. Deswegen beauftrage ich Sie, werte Herrschaften, bringen Sie mir Beweise. Bringen Sie Beweise dafür, dass es welcher von diesen Herrschaften es war. Und der Richtige wird seine Strafe erhalten. Und die Pein von Lexus von Xenin wird wieder gut gemacht sein. Solange werden sie in meiner Obhut bleiben. Und wir werden versuchen, ein Geständnis aus ihnen herauszubekommen. Dafür müssten wir den Verdächtigen erstmal verhören. Ja, das werden wir auch tun. Wirklich? Anlehnung auf wir. Er zeigt so auf sich und die zwei Paladine neben ihnen mit den Peitschen in der Hand. Oh, ja, damit kann ich fuck mal live. Ja, das. Oh, ja. Ja, ich würde sagen, ich auch deine, ich würde sagen, du kannst deine Sklaven vergessen. Nein, wir werden sie nicht töten. Das ist immer noch Sünde. Hallo? Wir sind. Ja. Werden sie schlagen und so, aber. Domestic Violence, yes! Ja, Oberst Paladin Chris Brown hier wird das übernehmen. Sagst du das jetzt nur, weil Schwester Eva ein Dunkel ist? Nein, aber das macht's besser. Okay, nein. Also,
dass die Menge teilt sich so ein bisschen auf. Ihr seht unter der Menge auch die sehr wütende, wie hab ich sie nochmal genannt? Sumelfari, also die Mutter des Celin. Wie sie so. Sie ist sehr wütend darüber und sie würde diese Paladine einfach auseinandernehmen, würde sie dabei wahrscheinlich nicht selbst sterben. Also es muss doch irgendwelche Beweise geben, dass er es nicht war. Das ist unschuldig. Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Beweise zu sammeln, euch mit Leuten zu unterhalten, die vielleicht mehr wissen als ihr. Kann ich vielleicht jetzt bitte... So, ganz kurz noch. Also nein, ich will schon was machen. Die Stadtwachen, beobachten die uns jetzt noch immer oder sind die gerade auch so, oh mein Gott. Die beobachten mehr den fucking Richter da, der so... Gut, dann bitte gib mir mein scheiß Buch. Mist das. Wie mein Baby. Wir werden beobachtet. Obwohl eigentlich. Wir nicht! Ich gebe mir das Buch! Ja, ich gebe dir das scheiß Buch, wenn du dann aufhörst zu heulen. Alles gut. Okay. Nimm das Buch, nimm das. Danke. Ich nehme es und bin sehr glücklich darüber. Willst du es auch lesen oder? Nee, jetzt gerade nicht. Okay. Kann ich dann wieder haben? Also. Ja, ja, ihr könnt jetzt investigieren. Natürlich wird euer Wort nicht wirklich als geltend gezählt, aus vielen diversen Gründen. Wer hätte das gedacht? Kaum zu glauben. Ne, ich meine, es ist schon ziemlich begründet. Aber... Warum? Weil wir mit einer Angeklagten... also ja, zum einen, weil sie euch quasi gehört. Also natürlich würdet ihr plädieren, dass das falsch ist. Weil ihr wollt sie ja behalten. Zum zweiten... Ihr habt euch jetzt nicht gerade einen netten Ruf gemacht durch eure letzten Äußerungen, also... Was habt ihr denn jetzt schon wieder gesagt? Also auch unter anderem einer eurer Hauptverteidiger war der Typ, den gerade ein anderer Typ als dumm und nicht lesend bezeichnet hat. Also generell gegeben, dass der jetzt nicht wirklich Ahnung von dem hat, was er redet. Und Nummer drei, ihr seid Lichtwesen. Ach so, stimmt ja, Rassisten. Also was sollt ihr schon wissen von Gerechtigkeit, Digga? Ihr lebt da drüben, Digga, was Mörder gibt's da, definitiv. Hier nicht. Ja, nee, nein. Ist ja nicht so, dass Ariels Eltern tot sind oder so und er nie irgendwie was dafür bekommen hat. Nein. Ja, fucking selber schuld. Warum bist du nicht vor ein kastodianisches Gericht gekommen? Die hätten die gefunden. Oh, hätten sie ihn. Okay, ja, die haben eine 100. Ein kastodianisches Gericht hat eine 100%ige Gerechtigkeitschance. Wirklich? Okay, gut, ich hol mir den. Ja, weil sie immer einen Schuldigen finden. Oh, nice. Gut. Okay, fangen wir mal an. Können wir zum Schauplatz des Mordes gehen? Selbstverständlich. Gut, ich persönlich gehe zum Schauplatz des Mordes. Ja, würde man sagen, ich folge einfach so. Norbert. Weil ich muss ja aufpassen, dass wir nicht noch mehr Probleme bekommen. Das ist mittlerweile eigentlich eh egal, also. Ja, jeder hasst uns. Na, noch nicht. Das kriegen wir schon hin. Sie sehen uns als das, wenn sie die Möglichkeit hätten, ja, nee, sofort aus. Ich hab Wege, wie ich die ganze Welt dazu bringen kann, uns zu hassen. Also ist okay. Ja, du meinst, wie das mit den Ziegenregen? Oder war das Schafregen? Ich weiß es auch nicht mehr. Ach so, nein, ja, übrigens. Ach ja, hab ich vergessen. Man. Naja, so wenigstens haben so ein Schaf knallt in die Menge und knockt so ein paar Leute aus. Naja, zumindest haben sie genügend Lammkotelett. Nee, okay, wir sollten wirklich weitermachen. Gut. Ja. Ich würde sagen, weißt du was? Nein, wir begeben uns am Anfang. Der Schauplatz ist ja eh bei den Faris vorne, nehme ich an, also halt bevor das wirklich reingeht, ja, genau, zu den Faris. Das heißt, ich würde sagen, wir reden erstmal mit der Mutter von dem Herrn. Celin. Namen. Ja. Ja. Ja, sie ist immer noch so voll in Gedanken. Sie denkt so drüber nach, so, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwelche Beweise muss es doch geben. Hallo. Ah, nein, warte. Seien Sie gegrüßt. Guckt so, sie guckt so an dir runter, sie so. Gott. Runter? Ja. Naja, ja, weil sie ist größer als. Sie ist größer als Saria. Was? Wie groß ist denn die Frau? Oh. 3 Meter. Ja. Ach, stimmt, ja, das ist ein Ogre. Ork! Ogre ist eine ganz böse Beleidigung für Orks. Entschuldigen Sie, werte Dame, wir würden. Wir suchen nach Beweisen, dass Ihr Sohn und die uns angehörige Sklavin diesen Mord nicht begangen haben. Würden Sie uns möglicherweise ein paar Auskünfte geben, bitte? Ich suche selbst auch noch nach Beweisen, aber klar, ich helfe Ihnen, wo Sie können. Okay, ach so, okay. Gut. Warte mal, wann ist jetzt gestorben? Wie viel Uhr war das ungefähr? Oder was Mittag und wie spät ist es jetzt? Also es war so relativ früh nachmittags und jetzt ist es halt so mittags. Also.
Also. Früh vormittags war, meine ich, und jetzt ist es mittags. Wo war ihr, wo waren Sie und Ihr Sohn, vor allem der Richter gemeint hat, dass Sie Ihren Sohn eben verteidigt haben? Wo waren Sie und Ihr Sohn zum Tatort. Was? Bevor dem Tatort? Was? Du weißt schon, bevor die Tat begangen wurde. Vor dem Tatzeitpunkt. Digga, ihr seid echt scheiß Investigatoren, ne? Kommen so drei Leute an, stottern sowas vor, so vor der Zeit, vor den. Tschüss, ich gehe einfach, lassen den Jungs sterben, das war's. Okay, Jungs, lasst mich das machen. Okay. So. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass Ihr Sohn diesen Dolch gekauft hat. Richtig? Das wissen wir. Das wusste ich selbst nicht, aber ich kann es jetzt ja wohl ein Schwert verneinen. Okay, ja, aber es ist passiert. Wissen Sie denn, was damit passiert ist mit diesem Dolch? Hat Ihr Sohn sich irgendwie komisch verhalten? Ich habe diesen Dolch noch nie in meinem Leben gesehen. Geschweige denn wusste ich, dass mein Sohn ihn hat. Ich hätte nie zugetraut, dass er sowas macht. Ich tue es immer noch nicht. Aber... Ja, ich glaube ebenfalls nicht, dass das der Junge... Okay, woher haben wir nochmal die Information, dass dieser Dolch von ihm gekauft wurde? Das von war dem Händler? Ja, von dem zwergischen Händler, der auf der Xenien-Seite ist. Dann sollten wir uns vielleicht nochmal um den zwergischen Händler kümmern. Wie kümmern? Willst du ihn umbringen? Nein, ich will ihn befragen. Ja. Wir müssen mit ihm reden. Wenn du mir holst einen Baseballschläger raus. Wir haben hier einen zwergischen Händler bei den Xenien, der uns sagt, ja, den Dolch habe ich einem Fari gegeben. Und plötzlich passiert was mit diesem Dolch, wo jemand umgebracht wird. Und ganz zufällig ist das einer vom verfeindeten Dorf. Das Problem ist, dass ich genau weiß, dass er den Dolch hatte. Er hat ihn mir gezeigt. Hat das wirklich? Ja! Okay, hat er auch. Okay, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber das ist schon eine gute Lead mit den Händler. Vielleicht den zu checken, wäre vielleicht ganz gut. Ja. Das wäre sonst die nächste Idee, die wir haben. Von ihm haben wir es gehört. Vielleicht weiß er ein bisschen mehr über die Beweggründe, warum er ihn gekauft hat. Ich meine, wir haben ja noch die ein oder andere Gefallensmünze. Das ist ein Overworld-Händler, der wird die nicht annehmen. Also im Reich der Finsternis sind die Dinger sowieso nutzlos. Nur halt in der Unterwelt. Bruh. Okay. Im Reich der Finsternis haben sie keinen Grund, auf Gefallensmünzen zu hören. Die haben schon eigentlich keinen Grund, auf normales Geld zu hören. Dann kann ich ihn halt normal bestechen, mein Gott. Gott, okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Gnädigste. Kann ich nochmal verhandeln? Mit wem? Nee, Kanakion hat auch immer so auf Verhandeln gewürfelt. Also. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Gnädigster, wir werden uns weiter umsehen und ich begebe mich wahrscheinlich mit Kanakion und Knorbit und allen anderen in dem Scheißtrupp, der zum Sterben verdammt ist. Wer ist denn zum Sterben verdammt? Das heißt, Kanakion! Wir sind sehr inkompetent, wirklich, wir sind wirklich sehr inkompetent. Ich bin, glaube ich, egal. Also, ihr schreitet zum Waffenladen auf der Xenien-Seite. Ich würde sagen, hier können wir eine kleine Pause machen. Okay, perfekt. Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich bezeichnen soll. Vielleicht sollte ich wechseln zu Spieler. Bitte zeichne nicht Azariel als Phoenix Wright, sonst werde ich dir jegliche Fassane rausnehmen. Tu das wirklich nicht. Nein. Ja, mal einfach dieses ganze Szenario. In Phoenix Wright Style. So. Seitdem du Azariel als. Aber halt bloß, dass der Richter und Edgeworth dieselbe Person sind. Okay. Nein, Edgeworth ist nett. Edgeworth hat ein gutes. Ich kenne mich zwar kaum mit Dings aus, aber okay. Okay, dann machen wir mal kurz eine Pause. Sohn, Digga. Er aktualisiert einfach immer wieder den Autopsiebericht, ohne mir davon Bescheid zu sagen. Das ist nicht legal. Ich habe keine Ahnung von seiner scheiß Lore, du. Ich kenne nur das Meme. Sein Vater ist im Fahrstuhl gestorben, wurde vor ihm erschossen, du Arschloch. Meine Fresse, Leo. So, dann machen wir Pause. Also wirklich runtergegangen sein. Zurück im Stream, meine Freunde. Jo, wir sind dann alle wieder da, oder? Sind wir alle wieder da? Ja, wir sind alle da. Wer nicht da ist, ist der Moneyboy wieder da? Wer? Der Money weg. Der Money weg. Der Money weg. Der Research gerade wahrscheinlich Hongkong 97. Ach stimmt, ja, ich habe gerade das Video angemacht. Warte. Gut, okay. Mama. Okay, los. Okay, Prozess. Ja. Wir gehen jetzt in den Waffenladen von dem Zwerg, von dem ich nicht wusste, dass. Also Stream geht jetzt weiter, ne? Ja. Okay. Ihr betretet den Waffenladen, dort seht ihr wieder diesen zwergischen Händler dahinter. Er ist so
über sein Verkäuferbuch, wo er halt so Track hält, was er verkauft, ist er so rübergelehnt. Er ist so ziemlich verwirrt, er ist so, wann habe ich das gemacht? Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ah, Kundschaft! Kommen Sie her! Seien Sie gegrüßt, der Herr! Moin! Ich grüße Sie, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir müssen den scheiß Mordfall lösen, sonst sterben Leute, die nicht sterben sollen. Was für ein Mordfall? Ach so, ja, da draußen ist der Anführer der Xenien verstorben. Und jetzt haben wir ein Gericht. Ein kastodianisches. Das wird nicht gut ausgehen für die. Oh Gott. Ja. Also, Hunde. Und dann beauftragen Sie Lichtwesen? Seit wann sind Sie überhaupt hier in Segmentum? Erinnern Sie sich nicht? Warten Sie. Haben Sie uns schon mal gesehen? Noch nie in meinem Leben. Gut. Die Krankheit ist kein Zufall, meine Freunde. Was? Sagen Sie, der Herr, leiden Sie in letzter Zeit an Erinnerungslücken? Ach so, okay, gut. Ja, danke. Ach so. Ja, gut, okay. Könntest du ja, noch mal eben wiederholen? Sagen Sie, der Herr, leiden Sie vielleicht in letzter Zeit an ein paar Erinnerungslücken? Von Dingen, von denen Sie sich absolut sicher waren, dass Sie sie gemacht haben? Also, nicht absolut sicher, aber seitdem hier letztens, also ich habe hier mein Verkauferbuch, ne, wo ich all meine Transaktionen aufschreibe, und ich erinnere mich einfach nicht daran, dass ich all das ganze Zeug verkauft habe. Nur an diesen einen Kunden erinnere ich mich, der heute Morgen vorbeigekommen ist, aber was danach passiert ist und was davor passiert ist, ich habe keine Ahnung. Wer war das? Wer war dieser Kunde? Das war ein gewisser... Warten Sie einen Moment. Ich muss kurz meine Charakterliste öffnen. Das ist der Gast des Bürgermeisters gewesen, ein gewisser Gabriel K. Punkt. Sieht der so aus, als ob er... hat der Nägel in seinem Körper? Wissen Sie das noch? The fuck? Er hat doch so. Gabriel K. Punkt. Warte mal, was? Überleg mal. Kraus? Würde passen, ne? Ja. Oder kennst du einen anderen Typen, der Gabriel heißt? Ja, ich dachte zuerst kurz an den Richter, entschuldige. Der hat einen komplett anderen Namen. Was hat dieser Herr gekauft, wenn wir fragen dürften? Ja, sagt er, er stockt ein bisschen, wir müssen fragen, das ist einfach nur Interesse. Er sagte, er möchte ein bisschen seinen Etat aufstocken, er sei selbst ein Händler, er hat sich ein paar Schilder gekauft, ein paar Schwerter und ein paar leere Flaschen für irgendwas. Aber danach? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er überhaupt bezahlt hat. Ah, doch, habe ich hier hingeschrieben. Er hat bezahlt. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Das war ein ganz tiefes Ja, Entschuldigung. Aber ich weiß genau, dass er der Gast des Bürgermeisters ist. Das weiß ich. Der Geldbeutel des Bürgermeisters bezahlt. Heute Morgen, war das so vielleicht gegen Vormittag oder war das schon eher gegen jetzt so Mittag? Also wirklich eher heute Morgen, wirklich. Ganz, ganz früh. Ein paar Stunden, nachdem ich meinen Laden aufgemacht habe. Vielen Dank für diese Information. Sehr gerne. Wollen Sie auch noch was kaufen oder... Er hat die Waffe nicht, Kelly. Ich würde sich dem Herrn nichts geben. Ich hab doch genug. 100%. 100%? Ja, warte. Nein! Also, Eve hat 9827 Goldmünzen. Ja. Sie hat 100% Geld. 100% Geld, true. Mann, ich. Ich nehme die Kreditkarte und swipe sie M über dieses Netz. Okay, du musst auch Qubit und. Zahlung akzeptiert. Was war das? The fuck?
Ja, also ihr müsst auch nichts kaufen oder in Geld geben, ihr könnt auch einfach gehen, aber... Ja, tschüss! Ja, der es tut uns sehr leid, allerdings müssen wir jetzt noch den Mordverlauf klären, bevor eine unschuldige Person hingerichtet wird. Aber vielen Dank für die Informationen. Ja, nun, ich schreib's extra auf, dann vergesse ich's nicht. Haben nichts gekauft. Oh. Ja, ihr verlasst den Laden mit dem neuesten Wissen, dass Kraus anscheinend in der Stadt war. Oder irgendein anderer Typ, der Gabriel Carr heißt. Was sehr peinlich wäre, würdet ihr die vertauschen, aber... Gut, ihr geht mit eurem Instinkt. Wir gehen zum Bürgermeisterhaus. Also nicht zum Bürgermeisterhaus, zum Haus der Xenin. Ja, Xenin. Ich hasse es. Also zum. Ja, okay. Du gehst zum Anwesen der Xenin. Kommen die anderen auch mit, oder? Ja, ich denke schon. Yep. Achso, okay, ja, nice. Ja, oh boy. Okay. Ich krieg irgendwie keine Reaktion mehr aus euch, wenn ich die Bilder poste. Das ist gut. Ich bin nur konzentriert, die Scheiße hier zu DM. Das ist wundervoll. Gut, okay, mach mal. Okay. Dann gehen zum Bürgermeisterhaus. Ich klopf an. Zum Bürgermeister oder jetzt zum Xenenhaus? Zu dem Haus von den Kapitalistenschweinen. Also zu den von Xenin. Ich dachte, wir spielen jetzt hier Don't Starve Hamlet. Ja. Gott. Also nein, wir gehen jetzt zu den, ja, Xenin, und ich klopfe an der Tür. Okay. Klopfst, die Tochter macht auf. Ich gucke so verwirrt und sie so, sie sind die Abenteurer, richtig? Ja. Jo. Yep. Yes. Yeah, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Okay, ich möchte Ihnen nicht weiterhelfen, sie schließt die Tür. Ihre Mutter. Wir müssen ihre Mutter sprechen. Ihr geht's gerade sehr schlecht. Ja, aber wenn wir nicht sprechen, wird's ein paar anderen Leuten auch gleich sehr schlecht gehen, die nichts mit irgendwas zu tun haben. Oh, okay, gut, okay. Sie macht dir so Platz. Danke. Ich gehe rein. Wir kommen wieder bei Azariel schüchtert Leute, ohne es zu wissen, ein. Also es wird euch einigen Leuten hier ganz, ganz schlecht gehen. Sagt der Typ in zerrupfter Kleidung mit dem Nekromantiebuch. Das ist wie, was er immer noch nicht lesen kann. Okay, das kann er lesen. Beziehungsweise er schafft es nicht. Nö. Ist mir jetzt egal. Google. Nein, nicht also, okay. Okay, danke. Tret rein. Denke ich. Ja, wollt ihr jetzt reintreten? Rein. Okay. Ich gehe rein. Ich zwinge ihr zu. Sie ist nicht. Nein. Stadtwachen direkt weg. Das FBI ist nicht reichbedingt. Das gibt's überall. Warte, wie alt ist sie? Definitiv nicht alt genug. Wie alt ist sie? Sag doch einfach eine Zahl, Brudi. 5. Ja, das wirst du nicht erkennen. Sagen wir so 17, 16 um den Dreh. Ja, jugendlich auf jeden Fall. Also könnte sie auch 18 sein. Nein, hör auf, bitte, nein. Nein, dieses Gespräch werde ich jetzt nicht halten. Ihr schreitet weiter in das Wohnzimmer, wo dort die weinende Frau Karin von Zelen steht, die noch immer nicht ganz fassen kann, dass ihr Mann jetzt tot ist. Ich ich gehe halt langsam auf sie zu, normal halt, und sitzt sie gerade irgendwo auf einem Stuhl oder auf einer Bank oder was steht sie da? Naja, auf so einer Bank mäßig. So. Gut. Ich schaue sie halt so an und zeig sie auf den Platz nehmen und fragt, dürfte ich? Sie nickt so still zu und machen okay. So. Ich. Das würde gleich sehr schlecht gehen. Nein. Oh Gott, verdammt. Ich setz mich neben sie und versuche mit irgendwie so zu sympathisieren, weil ich sag sowas in die Richtung von. Ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, einen Geliebten zu verlieren. Ich habe meine Eltern verloren, sowas halt. Um halt mit dir zu sympathisieren. Geht? Okay, ja. Gut. Sie wischt sich so die Tränen weg und hört ihm zu. Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, sollte das kein Problem sein. Machen Sie ruhig. Sagen Sie, Ihr Mann, empfing der einen Gast namens Kraus? Gabriel Kraus? Gabriel Kraus. Nein, der sagt mir nichts. Wie sieht der nochmal aus, Leon? Kraus, der ist so ungefähr so groß wie Ramuel, vielleicht so ein ganz kleines bisschen kleiner. Mhm. Trägt halt so diese Brille mit diesen sehr runden Gläsern.
hat so schwarze Haare, die mir so zur Seite gekämmt sind, trägt meistens so weiße Kleidung. Wir gehen jetzt mal ganz theoretisch davon aus, dass ich mir das jetzt alles gemerkt habe. Und ich schildere ihr gerade das Aussehen von Kraus. Also, nein, den Mann habe ich in diesem Haus noch nie gesehen. Seltsam. Sie kennen doch den... Aber Sie kennen doch den... Besuch, oder? Was? Aber Sie hatten... Ja, selbstverständlich. Besuch. Von dem Richter, ja. Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können? Dass mein Mann gestorben ist. Was ist davor passiert? Wow. Das ist wichtig. Ich bin aufgewacht. Die Bediensteten haben Frühstück gemacht für mich, die Kinder und meinen Mann. Ich habe Tee getrunken. Mein Mann meinte, oh, die Safari machen da wieder irgendwas. Ich werde da rübergehen. Dann ist er da rübergegangen und dann ist mein Mann gestorben. Das Interessante ist, dass der... Sie kennen auch den Waffenhändler in Ihrem Gebiet des Ortes, oder? Ja. Der hat uns geschildert, dass er... Ihre Tochter leidet doch an einer Krankheit, dass sie dazu tendiert, sehr viele Sachen zu vergessen, richtig? Ja, das ist mir bekannt. Was jetzt komisch, mir persönlich komisch aufgefallen ist, ist, dass dem Waffenhändler komplett entfallen ist, dass wir ihn schon mal besucht haben, da er uns nicht erkannte. Daraufhin haben wir ihn eben gefragt, ob er uns vielleicht etwas sagen könnte über seine Verkaufszahlen oder an was er sich erinnern könnte. Das Letzte, was er sagte, war, dass ein Mann namens Gabriel Kraus mit dem von mir beschriebenen Aussehen bei ihm ein paar Waffen und Flaschen gekauft hatte. Sie denken sich wahrscheinlich, dass das nicht seltsam ist, nur das Problem bei dieser Sache ist, dass er mit einem Geldbeutel gezahlt hat, dass das Symbol ihrer Familie darauf hielt. Möchtest du einmal auf Lügen würfeln? Hä, das habe ich doch, hat er doch, oder nicht, hä? Nein, mit dem Symbol des Bürgermeisters. Also, Pavel Rokowski. Okay. Der Mann ist nicht Bürgermeister. Ups, scheiße. Oh, das ist jetzt awkward. Ja. Wir streichen das Bürgermeister. Ich dachte auch, wir sind beim Bürgermeister. Gut, dann. Ja, das ist dumm von mir, weil ich nichts verstehe. Naja, okay. Dann will ich meine Aussage einfach revidieren, bis auf den Punkt, dass ich halt was Komisches gesagt habe. Ich möchte einfach fragen: Haben Sie den Mann vielleicht zufälligerweise letztens in einem Ort gesehen? Insofern Sie sich erinnern können. Strengt sich so an, sich zu erinnern, sich so, wenn Sie es so beschreiben. Vor einigen Tagen ist so ein Mann mit ihrer Beschreibung, ich denke fast sogar schon exakt, zum Haus des Bürgermeisters gegangen, Pavel Rokowski. Er hat ihn empfangen. Dann sollten wir weiß nicht, ob gehen. Von dem wir dachten, dass wir gerade schon da sind, aber dann zum richtigen Bürgermeister dieses Mal. Zum richtigen Bürgermeister. Okay. Ihr verabschiedet Sagen euch, Sie, warte, schätze ich will nur kurz wissen. Ach, nee. Okay. Haben Sie ein Problem mit Ihrem Gedächtnis, vor allem Merkvermögen? Nein, eigentlich nicht. Ich kann mich ganz klar an Sachen erinnern. Ich meine, heute bin ich ein bisschen durcheinander, klar, aber ja, natürlich, ansonsten habe ich ein relativ fotografisches Gedächtnis eigentlich. Okay. Genau wie einst meine Tochter, aber... Ne. Vielen Dank. Ich, keine Ahnung, was mache ich so? Ich mache den Azaril und gehe einfach. Ich sag nicht mal tschüss, ich gehe einfach. Springst einfach über die Bank, so Parcours. Ja! Nein, also ich verabschiede mich und ich würde sagen, wir gehen jetzt alle zum echten Bürgermeisterhaus, weil Azaril ein immer Spaß ist. Danke. Okay. Es wird bald heute schlecht gehen. Leute, schlecht gehen. Was? Oh. Was? Achso, Leute, schlecht gehen. Ich hab... Ah. Der Gangster-Asarien ist wieder am Handwerk. Nein, ich sage immer Dinge, wenn ich jemanden einschüchtern nicht will. Sag ich, was einschüchtern ist. Wenn ich jemanden einschüchtern will, bin ich ein fucking kleiner Babyhase. Also, ihr marschiert einmal durch die ganze Stadt jetzt rüber zum Bürgermeisterhaus. Yes. Zum großen Haus von Pavel Kowski. Ich würde sagen, ich klopf an. Okay, du klopfst an der großen Tür. Es kommt keine Reaktion. Ich würde sagen, ich trete die Tür ein. Du bist definitiv nicht stark genug dazu, eine Tür einzutreten, aber ich würde dir erlauben, dass du versuchst, die Tür zu öffnen. Nein, okay, gut. Dann versuch ich. Ja, du kannst auch so. Also, du versuchst, die Tür zu öffnen, siehst zu, aber du kannst meinetwegen auch versuchen, gegen die Tür zu treten und dir stark den Fuß dabei zu verletzen, als du merkst, dass sie verschlossen ist. Okay, warte. Ich möchte versuchen, die Tür anzuöffnen, hat der irgendwie... dass sie dich leichter öffnen lässt. Also, kann ich. Pass auf, also, wir haben gar keine Reaktion, das heißt kein Geräusch, kein gar nichts. Ja, nicht mal ein Simmern oder sowas, okay. Ja, also man muss sagen, das Haus ist ziemlich groß, also wenn jemand an einem Ende stehen würde, würdet ihr am anderen Ende nichts hören. Okay.
Könnt ihr versuchen, nochmal stärker anzuklopfen, also wirklich so bam bam bam, der FBI open up. Kannst du machen. Versuchen zu rappen und so das Schloss zu öffnen. Was? Ich möchte die Tür anrufen. Kennt ihr den Spruch aus Harry Potter, alle Humora, bei Ihnen ist es einfach alle Rapma, Alter? Okay, weißt du was, wenn wir jetzt eh schon alle dabei sind, dummes Zeug zu machen, dann will ich jetzt nochmal kurz versuchen, das Nekromantenbuch zu lesen, bitte. Ja. Okay. Also ich erschwerste wieder um 30. Ja, natürlich, wie immer. Heißt es 60 oder niedriger? Schaffen wir es diese Woche? Nein! Nein. Wer hätte es gedacht? Nicht mal mit deinem Standard-Alchemie-Bett. Du checkst einfach nicht. Du bist jetzt schon 4 Tage da dran, 3 Tage da dran. Und du checkst einfach nicht, was da drin steht. So, du kannst ihm folgen, okay, ja, ich nehme die Seele und dann packe ich sie woanders rein. Aber du verstehst irgendwie nicht, wie man das außerhalb von Alchemie machen kann. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn darin. Wie gesagt, dass da drin keine Bilder sind, hilft dir halt überhaupt nicht. Wie, man könnte da wegen so einem kleinen Graph so, I take the Bill, the Seele and I put it in there. Funktioniert nicht. Ja. Das ist auch mit so einem nekrotianischen Dialekt geschrieben wurde, macht auch nicht wirklich viel. Du checkst es einfach nicht. Das macht mich sehr traurig. Mittlerweile zweifelst du auch daran, dass dieses Buch wirklich funktioniert und glaubst, der Typ hat dir einfach irgendwas, irgendeine Fälschung verkauft oder sowas. Gut, dann nehme ich jetzt das andere Buch, das ich habe. Welches andere Buch, was du hast? Ich habe nur ein anderes Buch noch. Ah, das Blutbuch. Oder denkst, was jetzt? So, klopfst du an? Wir machen schon mal weiter. Dämonenbeschwörung. Wir machen noch mal weiter. Okay, wir machen weiter. Also ich versuche nochmal härter anzuklopfen, also wirklich so. Wie so ein 13-jähriges Rage-Kiddy, das gerade COD auf seiner Xbox spielt und den Controller gegen die Wand hat. Du hörst von drin ein anderes Rage-Kiddy. Halt, der Fernseher, ich spiel Minecraft! Halt dann mal! Nein, du. Keine Reaktion. Okay. Hingegen, warte mal. Prüf mal, ob die Tür auf ist. Natürlich! Ich würfel immer gerne auf Wahrnehmung. Was hast du da? 50. Ich dachte, ich schaff. Fick mein Leben! Das Scheißbuch! Nach 10 Mal lösen krieg ich's nicht hin! Aber wenn ich die scheiß Tür anschaue. Oh, das ist ein Schloss, das 1938 von Alfred Ziegler entworfen wurde. Haha! Das ist ein bisschen traurig. Also. Du. Tja, manchmal blöd, ne? Du kannst das Buch zwar nicht lesen, aber du hörst. Ne? Wenn du dein, Ohr so mäßig an die Tür packst, dass hinten am anderen Ende, ganz hinten im Haus, sich jemand mit jemandem unterhält. Oh, wir machen sneaky, wir gehen jetzt ganz sneaky dort, in das Haus. Dort, wo wahrscheinlich ein Hintereingang wäre oder sowas, so ja, typisch für diese Häuser ist. Ja. Also wir, die Truppe, ne, wir gehen jetzt mit unserer Rüstung, die mehrere hundert Kilo wiegt, da einfach ganz sneaky nach hinten, genau. Also wir sagen, wir gehen da jetzt alle mal nach hinten und schauen mal, was da los okay. ist. Aber wir versuchen, also ihr geht alle... Ihr geht alle hinter das Haus. Ja. Und dort ist so eine kleine, Hintertür, die so leicht geöffnet ist. Liegt da eine Hunde? Als hätte jemand die nicht ganz zugemacht. Und ihr hört dahinter, dass dahinter so relativ leise sich die Leute unterhalten. Mhm. Dann möchte ich bitte zuhören. Mit meinen Ohren. Ne, das könntest du von dort aus nicht ein. Du musst schon ein bisschen reingehen, um das zu. Vielleicht sollten wir durch die Hintertür reingehen. Ihr wisst ja, jeder Ausgang ist auch ein Eingang. Hat denn irgendwer von euch Schleichen? Ja, Eve und Kanakion. Oh, ja. Ich glaube, das muss Eve machen. Ich hab guck mal ganz kurz. Tatsächlich. Ich mal auf Schleichen. Schleichkunst 60. Ja, komm, das schaffst du, Eve. Wenn ich also, du kannst dich so ein bisschen an der Tür vorbeilehnen. Ich würde dir das um 10 vereinfachen, weil das ist jetzt kein krasses Schleichen. Oh. Das ist einfach nur so. Mhm. Gucken. Danke, Leon. Ich würde es euch anderen auch um 10 vereinfachen, aber ich glaube, euer Skillcheck wäre ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt. Ja, aber scheiße. Immer lassen wir das mit Profi. Wir brauchen eine 70 oder niedriger. Kritischer Erfolg. Du schleichst nicht nur um die Tür, sondern du schaffst es sogar ein bisschen reinzugehen und dich so hinter einer Wand zu verstecken. Du bist eins mit der kannst du den Leuten, die sich da in diesem kleinen Vorraum, du bist in so einer Art kleinen, du bist so eine Art kleinen so Hinterraum, wirklich, wo man einfach so die Sachen reinwirft, die man bald rausbringen möchte. Und die Leute, die sich so im Wohnzimmer zu unterhalten scheinen, kannst du jetzt ganz klar hören. Und du kannst sogar ganz klar sehen, wer das ist. Du siehst, Pavel Rodokowski, hab ich den überhaupt so richtig ausgeschrieben oder was? Ja. Dann war das gleich nochmal. Hoffe ich. Das war der Bürgermeister. Ah, okay. Ich vergesse so langsam den Namen. Ja, gleichfalls. Und er unterhält sich mit,
einem anderen Herrn, den er gerade ein Glas Wasser einschenkt. Er hat sich selbst auch schon eins eingeschenkt und stellt ihn das so vor. Diesen Mann identifizierst du als Gabriel Krause, wie er dort in seiner typischen weißen Robe so steht. Dir den, Rücken hingegen. Der Sklavenhändler, der euch rumkutschiert hat. Euer Fahrer, Leute, bitte. Ach so, ja, wie gesagt, ich... Vergesst doch das Taxiunternehmen Krause nicht. Warte. Leon, weißt du, bei wem ich wirklich angepisst wäre, wenn du Gabriel Krause, hättest du einen anderen Namen geben können? Wäre ich wirklich angepisst gewesen. Rate mal. Sag Leopold mir. Loschka. What? Weißt du, ich werd einen Fantasy-Sklavenhändler nicht nach dem Fahrer von Franz Ferdinand benennen. Ganz ehrlich, ich würde niemanden in meinem Pen and Paper nach den Attentäter von nach den Fahrer von Franz Ferdinand benennen. Ich werde auch niemanden nach Franz Ferdinand benennen oder dessen Mörder. Warte mal, wer hat das denn gemacht? Franz Ferdinand von Habsburg? Nein! Was? Den gibt's nicht. Ja, was du machst, ist eine andere Sache. Ich bin froh, dass wir das nicht aufgenommen haben. wie gesagt, du siehst Gabriel Krause, wie er sich da mit ihnen unterhält. Rokowski stellt ihn so ein halt Glas Wasser in der so. Also, was wollen Sie hier von mir? Sie haben sich nicht angemeldet. Sie wollen, dass ich die Eingangstür versperre. Was wollen Sie von mir? Krause schaut ihn so an. Haben Sie den Auftrag ausgeführt? Rokowski so. Welchen Auftrag? Wovon reden Sie? Er seufzt so. Ist ein nettes Haus. Sagen Sie, wenn die Säulen zusammenbrechen, wird das Dach dann noch stehen? Und Rokowski, er stellt sich so kerzengerade hin und seine Augen scheinen so das Flimmern in sich zu verlieren. Er schaut ihn mit so einem seelenlosen Blick an. Er so, der Auftrag wurde ausgeführt. Morgen wird der Pfeiler sein Maximum erreichen. Das Endritual ist fertig. Wir brauchen keine Vorsorgen mehr zu treffen. Unser Meister wird sehr erfreut sein. Kennst du zufälligerweise diese komischen, weirden Momente, wenn jetzt irgendjemand spät und auf einmal rufen irgendjemand Leute den Namen der Person, die gerade ausspäht? Ja. Das macht Nein! Das. Cube! Ihr seid einfach direkt tot. Wisst ihr noch dieses Nervensystem ausschalten Ding, was ich bei der Kanakion gesagt habe, passt bei allen von euch. Zu viel cool, Stress. Alter. Einfach direkt nach tot. Fall einfach zu Boden. Alle tot. Also. Krause nickt so und guckt so auf irgendeinen Gegenstand, den er in der Hand hält. Du kannst nicht ganz erkennen, was. Guckt da so runter und steckt den wieder ein. Gut. Dann wird das wohl so sein. Unser Meister wird sehr entzückt sein. Machen Sie weiter mit Ihrer Arbeit hier. Und wenn möglich, lassen Sie sich nicht erwischen. Er schnipst so mit seinen Fingern. Er selbst verschwindet in sowas, so anscheinend wie so ein Haufen Papierstaub. Also wirklich nur so ganz viele kleine weiße Staubpartikelchen, die so durch die Luft fliegen. Rokowski selbst kommt so aus seiner Trance raus. Er guckt so vollkommen verwirrt. Also, habe ich mir 2 Gläser Wasser eingeschenkt? Hoffentlich wichtig. Egal. Trinkt so eines von denen aus und stellt so das Glas weg. Was Scheint, hat er gesagt? Was hat Krause nochmal gesagt, bitte? Er hat hypnotisiert und. Ja. Nein, was hat er gesagt? Das Codewort. Das kann dir gleich. Also, erstmal, Eve, möchtest du jetzt zurück zu den anderen? Ja. Okay. Möchtest du ihm mitteilen, was du gerade gesehen hast? Ja. Reicht aber, okay. Also, ja, sie erklärt euch das. Dass die Phrase gesagt hat, ist, wenn die Säulen einstürzen, wird das Dach noch stehen. Ah, ein Schlafagent, nice. Habe ich eigentlich selber nicht drüber nachgedacht. Ja, und jetzt geht Rokowski los, um Kennedy zu erschießen. Oh, scheiße. Nein, okay. Jokes on you, ich benenne ihn nach einem anderen Attentäter. Wollen wir? Lee Harvey fucking Oswald. Nein. Ich habe eine Idee, ne? Wir gehen jetzt ganz chillig wieder an die Vordertür und klopfen an. Okay. Yo, genau, yo, auf die Azari-Tour. Wollt ihr alle zusammen anklopfen oder so? Komm, das ist doch eine gute Idee, komm. Nein. Komm, wir klopfen alle zusammen an. Wie... Ja, okay, cool. Machen wir halt. Ja, also wollt ihr jetzt wirklich alle zusammen anklopfen oder? Nein, bitte nicht. Ja, komm, wir klopfen alle zusammen an. Dann hört man das wenigstens noch lauter. Ich sag einfach nur Ashikaga klopft.
Ihr hört so, wie das Schloss aufgemacht wird. Rokowski macht so auf. Also, warum habe ich die Fronttür abgeschlossen? Oh! Hallo, Herrschaften! Hallo! Dürften wir kurz eintreten, wenn wir nicht stören? Klar, selbstverständlich. Geht Stritze zur Seite und zeigt euch quasi, dass ihr reinkommen sollt. Jetzt machen wir den Marvin, gehen so rein. So. Schläferagenten, hm? Also, nein. Der Marvin wäre, wenn Kraus noch da wäre, das zu sagen. Das wäre der Marvin. What? Also, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Passen Sie auf, ja. Erinnern Sie sich an die letzten, sagen wir, 10 Minuten. 16 Minuten, ja. Ich bin in die Küche gegangen, wollte was trinken und dann hat's geklopft. So, und Leon. Wie heißt das? Was ist das Codewort? Ich kann mir das nicht merken. Junge. Wenn die Säulen einbrechen, steht dann das Dach noch. Ist es das? Genau. Ja. Okay, gut. Gut, dann jetzt. Tut mir leid, kleine Auch wenn die Säulen einstehen, steht das Dach noch. Okay, machen wir weiter. Bitte entfernen dich einfach. Ich also, gehe. Ja, bitte weiter geht's. Drei Orko und lachen und so. Ja, ich hau ab. Ja, okay, mach mal. Okay, gut. Sagen Sie, Herr Bürgermeister, hatten Sie vielleicht zufälligerweise in den letzten Minuten ein Treffen mit dem Herrn Gabriel Kraus? Oder sagt Ihnen dieser Name überhaupt etwas? Gabriel Kraus. Ja, mit denen hatte ich mich mal getroffen vor einigen Tagen, ja. 2 Minuten? Er war irgendein Händler aus dem Reich des, der aus dem Reich der Finsternis kommt, war im Reich des Lichtes und hat mir dort über irgendwas berichtet, aber ich weiß nicht mehr genau was. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Selbstverständlich. Wenn die Säulen einbrechen, steht dann das Dach noch? Er verfällt wieder in diese direkte... Ja. Wobei, nein, never mind. Er guckt dich so sehr verwirrt an. Er ist so, natürlich wird das Dach dann einstürzen. Darauf sind die Säulen aufgebaut. Also das Codewort falsch gesagt. Habe ich Codewort falsch gesagt? Oder? Ja, da fehlt noch was. Also das Codewort an sich war richtig, aber ist ein anderer Faktor, der noch mit drin hängt. Warte, kannst du aber nichts für, dass das nicht funktioniert. Nein, der hat ein Objekt in der Hand. Zauberbrechen und nicht das zum Einleiten. Das liegt in der Basis auf Sprachsteuerung. Nein, das ist ja zum Einleiten und zum Brechen. So funktionieren Sleep-Agenten, aber wissen Sie, Herr Bürgermeister, ich würde Ihnen raten, in den nächsten Tagen dem Herrn Gabriel Kraus die Tür nicht mehr zu öffnen. Hatte ich auch nicht vor. Ich meine, warum sollte ich nicht? Taten Sie aber. Ich weiß, vor einigen Tagen, ja, er war bei mir zu Besuch. Nicht vor aber einigen das ist schon... Tagen, vor ein paar Minuten. Was reden Sie da für einen Krampf? Vor einigen Minuten? Denken Sie, ich würde was vergessen, was vor einigen Minuten war? Ja, das würden Sie. Machen Sie es. Ja, das würden Sie. Ja. Das würden Sie sogar absolut. Wissen ja, Sie, natürlich. Haben Sie schon mal von dem Konzept... Wir waren sogar drin. Haben Sie schon mal von dem Konzept von Schläferagenten gehört? Sie waren drin. Wovon zur Hölle reden Sie da gerade? Passen Sie auf. Schläferagenten sind... Also ich möchte nur mal sagen, ne? Das kannst du nicht wissen. Schläferagenten gibt es zu der Zeit noch überhaupt nicht. Ach so. Und selbst wenn, würdest du nichts davon wissen. Aber ist es dann genau, ein Azariel, du nicht. Gut, okay. Also, warte mal, was ist es dann? Also, gibt es dafür eine Bezeichnung? Oder soll ich einfach sagen, dass er unter dem Einfluss einer anderen Person Dinge tut, die er dann aber nicht mehr später weiß? Nenn es, wie du möchtest. Aber Schläferagenten und dann noch so eine Erklärung dazu raushauen, das wäre falsch. Weil das aber nur eine Erklärung wäre okay, oder wie? Ja, nenn es, wie du willst. Aber Schläferagenten ist faktisch falsch. Okay. Auch dass ein Charakter wüsste, was das wäre, wäre faktisch falsch. Ja, also Cupid hat in den letzten 10 Minuten hier in diesem Raum ein bisschen überprüft, was hier los war. Gabriel Kraus war eben vor Momenten noch in diesem Anwesen und hat ihnen mit den Worten, die ich ihn vorher genannt habe, in eine Art Trance versetzt und über einen Auftrag geredet, welcher von ihnen ausgeführt wurde. Es geht anscheinend um irgendeinen Herrn oder sowas, der jetzt zufriedengestellt sei. Ich nehme an, Sie wissen davon nichts. Nein, natürlich nicht. Wovon reden Sie?
Komisch. Na gut. Komisch. Cupid. Cupid. Hatte der Herr Kraus irgendwas verwendet, als er diese Worte gesagt hat, oder? War das? Ich glaube, das war nicht, ne? Sie konnte es nicht richtig erkennen. Also, es war, hatte einen Gegenstand in der Hand, aber du konntest es nicht erkennen. Du konntest nichts erkennen. Entschuldigen Sie, ich konnte es leider nicht erkennen. Okay. Wenn ich mich in dem Raum umschaue, fällt mir mit meiner magischen Perspektive, nein, Spaß, fällt mir irgendwas auf, was da nicht sein sollte, was irgendwie vielleicht mit, damit verbunden ist. Pinker Elefant einfach, nee. Möchtest du auch Wahrnehmung rollen oder wie? Ja, natürlich. Okay. Komm bitte, Jesus. Ich meine, ich kann dir generell vorher schon mal den Raum ein bisschen beschreiben, bevor wir auf Wahrnehmung rollen. Es ist ein sehr großes Holzhaus. Hier steht gerade unten neben so einer Treppe, welche in die zweite Etage führt. Da ist so ein kleiner Wohnraum. Da ist so ein schön großer Teppich ausgelegt mit so ein paar, mit so einer Bank und so einem generellen Stuhl. Es hängen so ein paar Gemälde an der Wand. Das ist halt schön lieblich. Was ist nochmal auf Wahrnehmung? 50, willst du auch würfeln oder? Ja, ich vereinfache die um 60. Ja, fährt mal nicht frech, okay? Bitte, was hast du gesagt? 60. Ich vereinfache die um 60, Digga. Willst du nicht auch mal würfeln? Wollen wir nur unwollen? Entschuldige, ich höre gerade den Bass zu laut. Ja, willst du nicht mal zuhören? Warte ganz kurz, ich kann gerade nichts hören. Ich weiß nicht, Eve? Yo. Hallo? Eve? Oh, ja, das ist. Hallo. Ja. Eve? Oh Gott, bei mir leckt's gerade ein bisschen. Ich will jetzt bitte im Hintergrund was. Nein, ich weiß nicht. Papa. Alter, ich höre die ganze Zeit immer so. Deswegen frage ich die ganze Zeit. Oh. Also, ich vereinfache es dir um 10. Nee, verkackt. Merkst nichts. Warte mal, kurze Frage. Da hängt ein Bild, oder? Ja. Kann ich überprüfen, ob hinter dem Bild ein Hohlraum ist? Nur ganz theoretisch. Willst du dich das Bild durchschlagen oder was? Nee, es geht ganz einfach. Indem man das kann Bild, ich das Bild ganz vielleicht abnehmen? Ja, das war ja. Dann kann man doch das sagen, überprüfen, ob da ein Hohlraum ist. Möchte vielleicht das kann man Bild durchschlagen. Mario 64. Ich schlage durch die. okay, mach nur bitte. Du hängst das Bild ab, dahinter ist nichts. Aber ist schon, wenn ich dir einen DM-Tipp geben kann, du bist schon auf dem richtigen Weg. Warte mal, was war noch in dem Raum? Wie gesagt, stehen so ein paar Bänke, ist ein großer Teppich darunter ausgelegt, du hast so ein paar Bilder rumhängen, du hast so einen kleinen Tisch, auf den halt so ein paar Gläser stehen, der Tisch steht auf dem Teppich drauf, ist eine Treppe nach oben. Warte mal, da sind außerdem Ashikaga Fuji, Knorr Betaxel. Also ich sage jetzt zu Ashikaga, ich sage jetzt zu allen aus der Gruppe direkt, helft mir mal hier den Tisch zu verschieben, weil mein Rücken macht das nicht mehr lange mit. Ich helfe. Jo, mach alleine. Wollen Sie mir vielleicht erzählen, was Sie hier machen? Wollen Sie vielleicht, ja, schieb wir, so den Tisch zur Seite. You shut up! So. Jetzt möchte ich bitte den Teppich unter dem Tisch also halt auch wegziehen. Okay. Du ziehst den Teppich weg und du siehst dort einen riesigen Ritualkreis. Jesus Christus! Der mit einer roten Flüssigkeit geschrieben sind. Du siehst, einige Runen sind darüber verziert, die halt in derselben Sprache sind, die auch auf dem Obelisk sind. Und einige dieser Runen sind anscheinend zu so ziemlich realistisch aussehenden Augen geworden, die dich jetzt direkt angucken. Sie machen es anders, sie gucken dich einfach nur an. Jetzt Lupschi, was geht, Bruder? Bukowski hält sich so die Hand an die Stirn und ist so, Gottes Willen, wie ist das hier hingekommen? Ich hab's ihnen doch gesagt, sie glauben mir nie. Das haben sie mir nicht gesagt, Achso, das hier ist, wusste ich auch nicht. Er schaut so die Augen an und er scheint so von so tausenden Sachen gleichzeitig überwältigt sein. Er so, ich war das. Ich hab das dahin gezeichnet. Wirklich? Okay. Dann ich erinnere mich wieder. Komm! Man hat es mir befohlen und ich konnte nicht anders. Ich hab das Blut von der Tochter von den Xenin verwendet und damit den Kreis gezeichnet und jetzt auch wieder das Blut des Vaters. Wo habe ich das Blut bekommen? Ich muss ihn umgebracht haben. Das kann die einzig richtige Option gewesen sein. Bevor Sie jetzt gestehen, ja, lassen Sie mich mal was probieren. Cooper kann nicht reden, oder? Cooper kann nicht reden, nein.
Kann bellen, also, wenn dir das hilft. Kann ich Cooper irgendwie so ein bisschen. Ey, Cooper, kennst du die? Und er so. Ja, klar, das ist Steve, Digga. Mit Steve chill ich manchmal am Dämonenwasserautomaten. Wir reden über unsere Dämonenfrauen. Fußball, habe ich recht? Da ist ja ein Ritualkreis. Ist da ein Objekt, das da nämlich? Ist da irgendwas, was ich. Nee, also, wie gesagt, nur die hyperrealistischen Augen, die dich. Hyperrealistischen Augen? Oh mein Gott, das ist in Sonic EXE gelandet. Nein. Ja, genau. Sonic taucht jetzt auf und jagt euch. Kann ich ans Auge stechen? Steche so ein Auge aus, Alter. Was passiert, wenn wir da reinstechen? Wer möchte da jetzt alles reinstechen? Alle. Ich halte mich damit zurück. Das ist eine sehr schlechte Idee eigentlich, weil das sind Dämonen. Alle macht keinen Sinn, weil nicht alle von euch so Stichwaffen haben. Doch, ja, die können reinstechen. Also möchte da irgendwer mit dem Finger. Wer möchte den Augen irgendwie Schaden zufügen? Nein, das ist vielleicht keine gute Idee. Kann ich einen Anstarrwettbewerb mit den Augen machen? Aber ich kann dir spoilern, sie werden gewinnen. Warte mal. Okay, ich werde die Augen ganz tief angucken und vielleicht finde ich was heraus. Warte mal. Wir haben doch noch andere Dinge. Wir haben doch noch was anderes, was wir inspizieren können in dem Raum, oder? Davor, du guckst die Augen sehr tief an, du guckst in ihre Seele, sie gucken in deine Seele und du erfährst die unglaubliche Information, dass vor dem Haus gerade ein Schaf runtergeknallt ist. Also du weißt nicht, ob die Information von den Dämonenfieder selbst kommt oder ob du das gerade gehört hast, aber du bist dir ziemlich sicher, dass der Dämon dir das gerade gesagt hat, weil woher sonst solltest du das wissen? Und er guckt raus und oh, da liegt wirklich ein Schaf, Digga. Er muss ein Hellseher sein. Also, ganz kurz. Kann ich aus diesem Schaf noch einen Köftespieß machen? Nein, Spaß beiseite. Aber über diese Eingebung bin ich sehr überrascht. Sehr verwundert. Aber. Nein, bitte nicht zu einem Hexenmeister werden. Ich bin auch neugierig und möchte in den Augen weiter reingucken. Vielleicht erfahre ich ja noch mehr. Okay, du starrst da weiter rein, du erfährst, dass Schalke diese Saison definitiv keine weiteren Siege mehr rausziehen wird. Ich weiß wirklich? Nicht, was ist Schalke? Genau. Das ist eine akkurate Reaktion. Kommen wir weiter zu Azari. Was machst du? Also, ich möchte bitte, was ist noch in dem Raum? Was könnte ich noch so hart auf den Kopf stellen, dass auf den Kopf stellen eine neue Bedeutung bekommt? Also in dem Raum, die Möbel oder so, aber mehr sonst nicht. Wirklich. Also es ist da halt noch der Eingang zur Küche, der Eingang zu dem Hinterraum, wo halt Eve sich versteckt hat. Die Treppe nach oben. Warte mal, Dämonen. Rukowski schüttelt nun den Kopf. Ich werde mich stellen müssen. Ich kann das nicht mit mir selbst verantworten. Der erste Kurator hat mich hier persönlich hergeschickt, um Gerechtigkeit und Frieden über diese Galaxis zu bringen. Nein, über dieses Dorf zu bringen. Die Galaxis. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Genau. Und ich habe es nicht geschafft, dies aufzubauen. Vielmehr habe ich diesem Dorf Schaden zugefügt. Warten Sie noch ganz kurz, bitte, okay? Ja. Sie wissen also, dass Sie etwas für jemanden erledigen mussten und dass es eine Art Fluch war oder eine Beeinflussung Ihrer Gedanken. Wissen Sie auch, für wen Sie das getan haben? Für irgendeinen Meister. Ich weiß noch nicht mehr. Der Name wurde mir nie genannt, denke ich. Warten Sie. Das heißt, Sie haben mit dem Blut der Tochter der Xenin und mit dem Blut des Vaters der Xenin diesen Ritualkreis gezeichnet und darauf folgend das hier reinbeschworen, oder was? Oder wissen Sie das auch nicht? Wer hat diese Dämonen beschworen? Ich. Wie haben Sie die beschworen? Ich weiß nicht mehr genau. Ich war nicht. Ich habe es einfach getan. Okay, gut. Das ist. Azariel braucht kurz einfach eine Minute für sich selbst, weil er gerade nicht weiß, was er machen soll. Also der. Ja. Rukowski, schaut euch sonst. Sie müssen diesen Ritualkreis zerstören. Ich denke, nur so werden wir diesen Obelisk verschwinden lassen können. Wie kann man das am besten zerstören, ohne dass man da gleich den Dämonen... Oder ich lese jetzt mein Dämonenbuch. Nein. Okay. Okay. Steht ja quasi schon der Kreis. Da kann man ja auch gleich ein bisschen, ne? Recyceln. Ja, aber würde ich Boni bekommen, wenn ich das jetzt so vor dem Typen bei den Dämonen lese? Könnt ihr mir dann so ins Ohr flüstern? Ja, das geht schon. Wissen Sie vielleicht eine Methode, wie man... Vielleicht nochmal... Wissen Sie vielleicht eine Methode, wie man das zerstören könnte, ohne dass man dabei einen Dämon ins Bein pickeln würde?
Nein, also ich... Das reißen sie das Ding auseinander, dann wird das schon. Ja, wenn du das neben den Kreis machen würdest, würde ich dir vielleicht so einen Boni von nochmal 5 geben. Oh, Jungs! Das kann ich nicht ablehnen! Du wirst es verkacken. Mir egal, 55. Wenn ich verkacke, Gott beschütze uns. Aber ja, gut, ich werde es tun. Ich lese das Buch. Ich war einfach gemutet, ich bin so dumm. Ich lese das Buch. Ich möchte es lesen. Du möchtest jetzt das Buch lesen? Ja, ich möchte es lesen. Bist du dir ganz sicher, dass du es lesen möchtest? Das wird nochmal Chaos. Das wird... Okay, nimm mir eine Zahl zwischen 1 und 20. Warte, ich muss kurz die Liste rausholen. Nimm die 3. Weißt du so... Nein, nicht die 3. Nein, 4 steht für Lifestyle. Nein. Warte. Oh, warte mal, das ist die Liste der Generäle des ersten Kurators. Ja, einfach der Mörder deiner Eltern taucht so vor dir auf und ist so, what's up, bitch boy? Hast du mich vermisst? Ja. Also gut, ja gut, kann ich oder noch nicht? Kleiner Moment, ich suche noch die Liste raus. Ist irgendwo hinter meinen Matheaufgaben, wie gesagt. Und deswegen, Kinder, benutzt ihr nicht denselben Block für die Schule, wo ihr auch euren Pen and Paper Kram reinschreibt. Das kann sehr komisch kommen. Und deswegen, Herr Lehrer, ist Azariel der größte Vollidiot. Wo ist ihre Matheaufgaben? Leon, gib mir mal deine Hausaufgaben. Das ist sehr gut geschrieben. Was steht hier? Die Dämonen erstehen er auf, alle sterben. Gut, okay. Warte, ich such weiter die Liste. Ich hab dich irgendwo. Warte, hier sind meine Mitschriften für Melonborn 2. Ganz geheime archivierte Sachen. Ja, ich hab Mitschriften gemacht. Während du mir deine 20 Minuten Audio geschickt hast, muss ich mir irgendwas mitschreiben. Ey, wir werden sterben. Das ist eine große Welt. Mit viel Lore. Ja, klar, deswegen habe ich auch mitgeschrieben. Warte kurz, es kann sich nur noch um ein paar Stunden. Also handeln. Ich freue mich schon, wenn es rauskommt. Du musst uns so als Easter Egg einbringen, so als Gruppe. Ja, nein, ja, definitiv muss Franz Ferdinand von Habsburg rein. Machen, aber irgendwie, ich habe es gefunden. Ich kann es nebenbei immer machen, ja. Weil ich bin so. Ich brauche ein bisschen Hilfe mit dem System, glaube ich, weil. Welche Engine verwendest du? RPG Maker 2003 oder VXLs? Oder MV? Nee, ich habe vorher VXLs genommen und jetzt habe ich gesehen. MV ist im Angebot, dann dachte ich, ach komm, holst du dir mal MV, ich glaube, ich wechsle jetzt zu. Ja, ich kann dir mit MV ein bisschen helfen. Yeah. Wo war ich? Aber jetzt erstmal, ich habe die Liste. Gut, okay. Nimm mir die Zahl schon 1 bis 22. Hast du, seid ihr alle bereit? Gut. Ich nehme die wunderschöne, absolut hässliche Zahl 17. Okay. Nein. In deiner Hand erscheint. Nein. Urplötzlich so ein kleiner Totem. Da fuck ist los mit dir. So ein kleiner Totem. Ja. Der hat so die Form von so. Sieht so ein bisschen aus wie so eine kleine Statue von so eine minimalistisch geschnitzte Statue von so einer kleinen alten Frau. Nein. Und da drauf ist so ein kleines, dort worüber ungefähr gerade dein Daumen ist, ist so ein kleines Zeichen, auf das du so ungefähr draufdrücken könntest. Okay. Passiert Azariel vielleicht. Azariel macht den Press. Okay, du drückst drauf und neben dir taucht so eine kleine alte Dame auf in so einem Hausfrauen-Outfit mit so einem großen Teller voller Kekse und so, ja, mein Junge, da hast du ein paar Kekse. Und sie versucht so deinen Kopf ein bisschen zu streicheln, ist dafür aber viel zu klein. Und so, Oma hat dich lieb und dann verschwindet sie so wieder. Ich will nur den Bürgermeister. Du hast jetzt hiermit den Oma-Totem erhalten, mit dem du einmal am Tag eine Oma beschwören kannst, die dir irgendwas gibt und dir sagt, dass sie dich lieb hat. Was? Der Bürgermeister, er weiß nicht mehr. Er hat schon mit seinem Leben abgeschlossen, er weiß nicht mehr. Ach, wie. Was brauche ich dich, glaube ich, auch. Das ist einfach genial. Gut, okay, dann. Ist es Zeit, Jungs? Ist es Zeit, Cthulhu höchstpersönlich zu rufen? Ja. Willst du vielleicht erstmal die Sache noch mit dem Bürgermeister klären, weil der ist gerade drauf und dran, rauszugehen und sich umzubringen. Und wenn du jetzt ihn nicht davon abhältst, dann geht er raus und klärt das. Herr Bürgermeister, ja, wenn Sie die Welt enden sehen wollen, dann bleiben Sie besser noch hier drin, weil bei mir haben Sie gleich ein wundervolles Spektakel von Zauberei und Tod mit anzustaunen. Ich gehe mich jetzt der Wache stellen. Nein, warte, wir haben einen Witz. Passen Sie auf, ja. Sie sind ja nicht der Schuldige.
nur weil sie die Taten begangen haben. Nein, passen Sie auf, ganz simpel. Ich hab die Taten begangen, ich bin der Schuldige. Jetzt reicht's dir aber mal, ich bin hier der Anwalt. Nur weil du jemanden umgebracht hast, heißt es nicht, dass du schuldig bist. Das liegt in der Hand. Das heißt nicht, dass es deine Schuld war. Der kastodianische Richter ist ein religiöser Fanatiker, der mir mehr Angst macht als jegliche andere Person, die ich je in meinem Leben zuvor getroffen habe. Including King Dice. Weswegen ich Ihnen empfehlen würde, dich nicht zu stellen, da wenn wir ihm erzählen würden, dass sie nichts dafür können und dass sie beeinflusst wurden und dass genau wegen diesen Morden eben dieses Totem erschienen ist und alleine deswegen, dass und dass sie eigentlich keine Schuld daran haben, der wird uns nicht glauben. Sie werden hingerichtet werden. Nein, das ist Custodia. Sie werden nicht hingerichtet. Sie werden für ihre Sünden bezahlen. Hast du irgendwas auf Überzeugen? Ich habe was auf Einschüchtern. Du kannst mich dazu einschüchtern, dass er nicht die Strafe... Wenn sie da rausgehen, ja, und sich dem fucking BDSM-Paladin stellen, dann wird ihn von mir etwas Schlimmeres erwarten. Also, nein, ich will noch weiter kurz reden. Und daraufhin... Ja, wenn du dich auch überzeugen hast... Okay. Nein, aber er hat... Das ist halt simpel, weil er hat dann nicht... Dann, sie sind ja nicht der Schuldige. Das ist es nicht. Der Typ, der diesen Totem beschworen hat, der Typ, der ihnen das eingeredet hat, diesen Totem zu beschwören, der Typ ist eigentlich für die Morde verantwortlich. Gabriel Krause höchstpersönlich. Und wenn sie sich jetzt stellen, wird er weitermachen. Er wird niemals aufhören, damit Leute zu beeinflussen, bis er eines Tages letztendlich dieses Ritual, welches sie angefangen, allerdings noch nicht fertig durchgeführt haben, beenden. Sagt das der Mann mit der übergroßen Teller an Keksen in der Hand. Wollen Sie einen Keks haben, Junge? Nein. Und wenn das passiert, dann haben nicht nur Sie ein Problem, weil Ihr Problem wird dann sehr schnell vorbei sein, dann werden Sie Leid verursachen. Ich würde Ihnen echt raten, sich nicht zu stellen und noch ganz kurz zu warten und ein bisschen drüber nachzudenken. Vielleicht finden Sie ja in Ihrem jetzt zerstückelten Hirn ein bisschen mehr Informationen. Also, ich frage dich nochmal, du hast nichts auf Überzeugen, ne? Nein, hat irgendjemand was also ich würde dir das jetzt, weil du jetzt diese Rede gehalten hast, um 10 vereinfachen. Okay. Kann ich ihn sonst machen? Also jetzt Azariel, ne? Nicht. Ja. Warte, bevor du das machst. Wenn er mich überzeugt, kann ich ihn dann überzeugen oder ist der Zug abgefahren? Weil sonst würde ich ihn jetzt zu überzeugen. Nee. Also der Zug ist eigentlich jetzt schon abgefahren, aber. Bro, ich hab 60. Ich würde das jetzt. Ich, 60. Warum ja, aber du das hast. Nicht? Aber du hast gerade nicht so eine. Mal, aber mir hört aber, ja, aber du hast gerade keine stundenlange Rede von den Typen gehalten. Also ich würde es jetzt Azariel nochmal erlauben. Und falls nicht, dann nicht. Ich kann auch eine Rede halten, aber okay. Nein, bitte nicht. Es reicht schon. Versuch jetzt. Es ist generell so vorgesehen, dass es sehr schwierig ist, ihn jetzt auch zu überzeugen. Also 20 oder niedriger. Ja. Echart damit lebt. Er schaut dich an, also. Es mag vielleicht so sein, dass ich nicht derjenige bin, der mich dazu verführt hat, dies zu machen. Dennoch habe ich diese Tat begangen. Obwohl mich der erste Kurator selbst ausgewählt hat, diese Stadt zu regieren, war ich schwach. Und diese Schwäche muss ich mir eingestehen. Ein anderer muss diese Stadt sofort für wie ich es habe. Ich muss mit meiner gerechten Strafe vorgehen, auch wenn das also, tausende von Jahren ein kastodianischer Fall bedeutet. Denken Sie doch weitsichtiger. Wenn Sie jetzt sterben, sterben Sie einen unnötigen Tod und der wahre Mörder kommt einfach so davon. Wissen es Sie, gibt keinen wahren Mörder, er ist es der wahre Mörder. Er wird wieder den nächsten Bürgermeister zu irgendeiner Tat zwingen und es wird nicht aufhören. Daher bitte ich Sie, statt sich sinnlos in den Tod zu stürzen, uns zu unterstützen, diesen Mann zu finden, der Sie dazu getrieben hat, und ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich möchte bitte meine Hand auf Anakions Schulter geben und sagen, wir haben es, den können wir nicht mehr überzeugen. Ja. Aber was ich hier noch sagen möchte, Mr. Bürger, ich werde keinen unnötigen Tod sterben. Ich sterbe, um meine eigene Schwäche einzugestehen, auf dass ein Stärkerer meinen Platz einnehmen kann. Okay, dann viel Spaß damit. Die Verantwortung für weitere Morde zu erhalten. Der Gott der Gerechtigkeit wird sie sich sicherlich vorknüpfen. Oh, sicherlich. Und er geht zum Eingang des Hauses und geht hinaus. Gut, Azariel mit Blutbuch! Ja, ich wollte gerade fragen. Möchtest du drin jetzt noch dein Ding machen? Ja, okay. Ja! Bevor ihr den Todeskreis auseinander nimmt. Kekse. Also wie gesagt, eine 55 oder niedriger, okay. Dann bekommst du einen positiven Effekt. Ich warne dich nochmal vor, ne? Wenn es über einer 55 ist,
bist du gefickt. Wie wenn's gefickt? Gefickt. Hm. Paddy hat gesagt, wenn es eine 55 bis zu einer 65 ist, bist du unheilbar gefickt. Like, okay. Deine Rosette ist an der, dein eine Arschbacke ist an der Ecke des Hauses, die andere Arschbacke an der Ecke. Meine nicht Frage mal ist Oma dann, wird dir damit helfen können. Wenn ich verkacke, ja, kann ich dann noch immer... Übrigens, sehr schöne Zeichnung, Mann. kann ich dann noch immer, wenn ich gefickt bin, kann ich dann noch immer Zinindrix töten oder nicht? Es wird sehr, 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 sehr schwer sein. Bis gerade, also sehr schwer. Es kommt drauf an. Fangen wir so. Gut, Jungs. Ja, den Bonus kriege ich nicht nochmal. Wir sind eh alle gefickt. Also, wir machen jetzt eine ganz einfache, simple Gruppenarbeit. Es ist eine Azari-Show, also warum nicht? Okay, nicht alle, die dafür sind, sagen jetzt einmal bitte ja. 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 Galette! Okay. 55 oder niedriger, seid ihr bereit? Ja! Komm! Okay. Ich hab dich vorgewarnt. Ja, ja. Du sprichst die Worte des Buches und das Buch selbst fängt immer mehr an, so rot zu resonieren. Es fängt an, leicht zu vibrieren in deiner Hand. Du merkst, wie die Welt um dich herum immer finsterer und finsterer wird. Du kannst die Leute, die neben dir stehen, gerade noch so als Silhouetten erkennen, bevor sie verschwinden, bis du in kompletter Finsternis eingehüllt bist. Oh, ich frage dich jetzt als Azariel, was ist es, was du begehrst? Macht, Reichtum oder ewiges Leben? Warte mal kurz, was? Macht, Reichtum oder ewiges Leben? Macht, Reichtum oder ewiges Leben. Was von denen würdest du am ehesten begehren? Ich bin depressiv, also ewiges Leben schon mal nicht. Macht ist eh unnötig, weil ich niemanden einschüchtern kann. Eigentlich ist das alles unnötig. Gibt es noch andere Optionen oder ist das wirklich alles? So, Gibt es noch andere Optionen? Ja, hier hast du die scheiß Dämonenkarte. Hier, such dir was aus. Möchtest du dir eine Chicken-Wiese Barbecue-Soße? Also, Jungs, was soll ich nehmen? Dude wird in die Dimension der ewigen Leere gesaugt und ist nur so, gibt es noch andere Optionen? Haben sie vielleicht noch so eine Kinderkarte oder sowas? Ich schwöre dir, Digga. Allein schon dafür soll ich alles drei einfach Azariel geben. Macht, so fucking Reichtum undankbar. Oder Macht, Reichtum oder ewiges Leben. Gut. Warte mal, das eine ist, okay. Ich, Azariel von Garze, willige ein. Du irgendwas sagst, Azariel. In diesem Fall ist Reichtum und ewiges Leben irgendwie das gleiche. Ja, schon. Mir aber egal. Also denk nicht darüber nach, was du tust. Ich, Azariel von Garze, willige dazu ein, Macht zu wollen! Oh Gott, das wird. Okay. Nachdem die Stimme dich gefragt hat, was du möchtest, Macht, Reichtum oder ewiges Leben, sagst du, Macht. Das ist das, was du verlangst. Du hörst eine mächtige, mächtige Stimme. Ähnlich wie die des Drachens, die ihr besiegt habt, nur viel tiefer und von allen Seiten gleichzeitig zu kommen scheint. Macht ist, was du suchst. Leon, wie heißt eigentlich nochmal die Box, die ihr beschwört hat? Die was? Die Box, die ihr mal geschwört hat. Chester, okay. Chester, danke. So, machen wir weiter, bitte. Kommt einfach so kurz aus der Dimension. Ah ja, sorry, kurz. Ich muss kurz was runterschreiben. Diese Stimme, die von allen Seiten zu scheinen kommt, mit einem enormen Druck. Du wirst keine Macht erhalten. Du bist nur ein weiterer Schwächling, ein weiterer Sterblicher. Können Sie mir etwas Neues erzählen? Ich habe keine Lust mehr. Immer das Gleiche. Bitte. Ich will weinen. Ich auch. Okay, du kannst jetzt nicht hin, dass du 50 Schaden nimmst. Aua. Und das ist nicht der Machteffekt, das ist einfach nur, weil du gerade mit Wesen fickst, mit denen du nicht ficken solltest. Ach so, okay, ja, dann, okay, ja, verständlich. Schau auch nicht stark aus, mein Rücken. Das ist bei 170 Schaden HP. Ja, okay. Der Typ führt weiter mit seinem Monolog. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, dass Dämonengötter zu unterbrechen nicht schlau ist. Ja, schon. Tut mir leid. Willst du ein Kind? Nein, ich sag das nicht. Alles gut. Also, wo war ich stehen geblieben? Du wirst keine Macht erhalten. Du bist ein Sterblicher, der nicht in sein Reich bleiben konnte. Ja. Ein Lichtwesen, welches nicht weiß, was es möchte. Du bist ein Schwächling. Und das wirst du auch auf Ewigkeiten bleiben. Junge, was unterbricht die dämonische Stimme? Verstehst du nicht? Es ist ganz simpel. Kannst du jetzt nochmal 40 Schaden notieren, Digga? Das wird nicht besser. Azariel fickt immer mit Leuten, mit denen. Egal, okay, ja. Ist okay. 130 HP.
Du stirbst da einfach. Und das ist nicht mal der Plan dahinter gewesen. Das solltest du nicht. Also. Du wirst nie in deinem Leben Macht erreichen. Du wirst nie in deinem Leben deine Eltern rächen können. Du wirst auf Ewigkeiten ein kleiner, mickriger Wurm bleiben. Und du spürst, wie in deiner linken Hand so ein schwarzes Geschwür sich ausbreitet, welches sich so deine Venen entlang klammert. Und mitten so ungefähr auf Mitte deines Unterarms auf der Fläche so ein Zeichen sich formt. So ein Zeichen von halt so ein Hammer, der gerade so auf Brocken niederschlägt und das so zerstört. Es ist enorm schmerzhaft. Du spürst die Schmerzen deines Lebens. Noch schmerzhafter als von den fucking 90 Schaden, die du gerade genommen hast, weil du gesprochen hast. Okay. Verständlich. Okay. Das ist also ups. Ja. Also. Nun geh zurück in deine Dimension und blick nie wieder hierher. Und du siehst, wie die Welt um dich herum wieder normal wird. Du siehst wieder die Silhouetten, die wieder zu deinen Teamkameraden werdet. Ihr seht, wie Anasari jetzt dieses fette schwarze Zeichen ist und dieses starke Geschwür, welches sich seinen Armen lang gibt. Und Anasari, du hast jetzt den wundervollen Anti-Perk erhalten. Ja. Zorn des Regner. Oh, scheiße. Dieser Perk wird jeden einzelnen deiner Würfe, also deines Skills, auf den du gerade würfeln möchtest, halbieren. Und du kannst ab jetzt außerdem keine Vereinfachungen bei Perks mehr bekommen. Okay. Warte, was? Wie Vereinfachungen bei Perks? Deine Skills werden nicht mehr vereinfacht. Wenn du Skillchecks machst, werden nicht mehr vereinfacht. Und jedes Mal, wenn du halt auf einen Skillcheck würfelst, wird nur der halbe Wert verwendet. Okay. Also wenn du zum Beispiel auf Alchemie würfelst, musst du jetzt eine 45 oder niedriger würfeln. Ja, nee, ist das verständlich. Ich möchte bitte einfach meine Gruppe anschauen und so. Dämonen sind richtig. Asari, du hast dich verändert. Hässlicher geworden? Ja, Krebs. Lief nicht gut. Nee, gar nicht. Der Typ ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Du hast es wieder provoziert. Also nein. Du hast das falsch phrasiert, also. Er war nicht gut, auf dich zu sprechen, und dann hast du es schlimmer gemacht. Okay. Wer ist eigentlich nochmal der Butler? Zeit mehr Dämonen zu finden, die ich in meinen Körper locken kann. Wer ist eigentlich nochmal der Butler, den er beschworen hat? Earl D. Wilson. Ja, Wilson! Wie geht's dem eigentlich? Ich hasse mein Leben. Okay, gut. Warte mal. Aber also der. Also, weil der pisst auf mich ist, heißt das aber nicht, dass ich mit anderen Dämonen keinen Pakt schließen kann, oder? Das heißt, also. Die werden keinen Pakt mehr mit dir schließen. Nicht nachdem du dieses Zeichen hast. Ein Hurensohn, den werde ich umbringen. Das ist quasi das Gang-Zeichen, was zeigt, du bist gefickt und niemand anderes soll mit dir ficken, denn du bist jetzt die private Taschenpussy von irgendeinem Dämon. Wow, das ist geil! Nein, das ist nicht geil. Versuch nicht, diese Sache positiv zu machen. Du hast eines der schlimmsten Sachen gemacht, die du in diesem Pen and Paper machen könntest. Es gibt vielleicht nur eine Handvoll an Dingen, die schlimmer sein können. Was zum Beispiel? Ich will das auch machen. Ja, die anderen Effekte, die du jetzt hättest bekommen können, hättest du eine andere Sache ausgewählt. Was denn? Das sag ich dir nicht. Oh, aber wobei... Nicht. Also ich meine, das Buch hast du noch, ne? Kannst ja nochmal versuchen. Was? Kann ich echt? Ja, müsstest nur auf den Wert von... 25! Ja. Probieren? Oh Gott! Jo, Asari, mach's nochmal! Komm! Und was wir wetten, dass es diesmal klappt, sogar mit einem kritischen Erfolg. Wenn das klappt, fress ich meine eigene Scheiße! Ja, komm. Du könntest es noch insgesamt zweimal versuchen, wenn du noch von anderen Dämonen durchgenommen werden möchtest. Ja, komm! Also, ja, gut, ja, komm! Ich sag so, ich schau so meine Gruppe an, so, danke, gebt mir echt viel Hoffnung. Kein Problem, los, mach nochmal. Okay, gut, versuchen wir es nochmal. Du möchtest nochmal machen? Ja, klar, warum nicht? Ich meine, es ist eh scheißegal. Du stirbst heute. Warte, gut, stopp, ich bin immer noch ein Held. Komm, ich bin noch ein Held. Also das heißt, wir müssen auf... Du kannst dich nicht für Heiltränke heilen. Ich will bitte... Yves, ich brauche ein bisschen Taschengeld. Wie viel brauchen wir? Warte mal kurz, wie ist das nochmal in Relation zu meinem Leben? 10 Goldmünzen ist ein HP. Okay, wie viel HP habe ich jetzt noch? 130.
Oh, scheiße. Ja, gut, okay. Wie viel habe ich maximal? 220, ne? Ist doch jetzt scheißegal, Digga. Den Nein, ich glaube 250. Dann darfst du dich mal nicht mit einem Dämon streiten, sondern einfach mal zuhören, was dieser Vollidiot dir sagt. Oh, okay. Ja, hast du mich gerade Vollidiot genannt? Bitte, bitte, ich bin Ashikage kriegt einen Blitzstoß, Alter. Ich brauche 1000 Münzen. Bitte, Los, Kürfe, möchtest du den 1000 Goldmünzen geben? Nein. Azari, wenn du es durchziehst, gebe ich dir 1000. Okay! Okay, ja. Also gibst du ihm jetzt die 1000? Ja, natürlich mache ich es, aber du musst mir die 1000 geben, sonst überlebe ich das nicht. Ja, okay, ich gebe dir dann jetzt die 1000. Von mir aus. Okay. Okay. Nice. Kein Kanakion hat jetzt 1522. Und Azariel heilt sich um 100 HP, das heißt, wir sind bei 230 HP. Okay. Also, wir würfeln nicht auf. Das muss nicht unter 25 sein, ne? Wir würfeln auf deinen Originalwert. Also 45 und das müssen wir auf. Was? 45? Nein, nein. Das heißt 20. Du hast 45? Ich erschwer's dir um. Na, nee, doch, stimmt. Ne, wir meinen 25. Ja. Okay. 25 oder wieder. Ja, du hast jetzt. Pass auf. Nein, 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 nein. Jetzt kommt okay. Der Perk rein. Pass auf. Ja. Ich erschwer's dir um 20. Okay. Dann sind wir bei 25. Und bei dem Wert musst du es machen. Es wird dir nicht vereinfacht, weil die Vereinfachung behindert dich dein Perk dran. Regnas, wie heißt es nochmal? Regnas Wut, Rache oder so? Gabe. Regnas Zorn. Okay. Los, Internet, nice. Komm, mach! Okay. Los! Ja, das wird jetzt ein kritischer Erfolg. Also, wir brauchen eine 25 oder niedriger. Es hat bei einer 55 oder niedriger nicht geschafft. 25 oder niedriger. Jetzt seid ihr bereit? Ah, scheiße. Ja, schlägt Gott, fehl. Du bist wieder in unfassbare Finsternis gehüllt. Die Leute neben dir scheinen zu verschwinden. Du bist wieder in der Leere. Du hörst Gelächter. Und du hörst die Frage, was wünschst du dir? Ewiges Leben oder Reichtum? Nichts. Oh, ich weiß. Warte mal, ich hab gar kein Geld. Also kann Reichtum nichts machen bei mir. Ich bin ein fucking Genie! Jo, mach Reichtum! Oh, okay, warte, nein. Hast du das? Dann möchte ich bitte den unteren Fluch mitnehmen, bitte. Also ja, ewiges Leben. Okay, ewiges Leben. Du siehst, wie überall um dich herum, also wie um dich herum so ein Kreis aus brennendem Feuer auftaucht. Und du hast wieder aus allen Richtungen, diesmal eine weibliche, eher sanfte Stimme, wie sie mit dir spricht. Ihr Sterblichen sehnt euch immer nach dem, was ihr nicht erreichen könnt. Doch dann schafft ihr es nicht. Er fängt wieder an zu stöhnen. Entschuldige, ich hab nur gerade. Doch ihr Doch dann wendet ihr euch an Mächte, die ihr nicht verstehen könnt. Wer hat einfach ein Meme hier reingepostet? Wer wird sterben? Was? Ach so. Okay, das ist gut. Und wenn ihr es nicht schafft, wendet ihr euch an Mächte größer als ihr selbst. Bei mein Ableben war schmerzhaft und qualvoll. Deins soll lange dauern. Du suchst nach ewigem Leben, du sollst es erhalten und du spürst ein fucking hartes Brennen an deiner Brustregion. Wirklich, als würde jemand ein 1000 Grad heißes Stück Eisen einfach in deinen Brustkorb reinrammen. Oh. Du siehst, wie auf deiner Brust dass der brennende Kreis des untoten Fluches auftaucht. Oh. Um dich herum tauchen die Leute wieder auf. Ihr seht, wie Azari jetzt ein neues Tattoo hat. Digga. Ey, Jungs, Tattoo. Jungs, Azari, Tattoo. Du kannst dir jetzt den Anti-Perk Untotenfluch aufteilen. Der Untotenfluch, du kannst dreimal sterben, dann wirst du komplett wahnsinnig und alles und jeder wird dich umbringen. Oh, ne. Pass auf, außerdem kommt dazu noch. Gesellschaftlich bist du jetzt ganz unten. Basically, dein Alchemiestudium kannst du dir jetzt abschminken. Das, ja, aber warum wissen sie wissen das doch nicht, Menschen? Wie sollen die das wissen? Die finden. Ja, du. Ich sage zu Azariel, wie oft kann man das machen? Dreimal? Ja. Jo, dann mach nochmal. Du kriegst irgendwie den Tausender. Okay. Also. Pass auf, lass mich das zu Ende klären. Gesellschaftlich bist du jetzt am Ende, außer in Custodia.
Da mögen dich die Leute erstmal. Nein! Das würde ich aber angesichts Custodias jetzt nicht wirklich als positiv sehen, eher, sondern er ist ganz, ganz arg negativ. Meine Frage wäre jetzt eher, wie zum Fick wollen Leute das rausfinden? Zum einen, also je nachdem, mit wem du redest, können das die Leute auch erkennen. Zum Beispiel die Leute von der Totenwacht, die merken das direkt. Die spüren das. Spüren die auch den Krebs? Das Krebsgeschwür, das an meiner Hand da wächst. Allgemein relativ viel, das spüren die auch. Allgemein, Paladine von irgendwelchen Orden spüren die Flüche, die du jetzt auf dir hast. Ziemlich fucking stark. Und zum anderen, du bist ein Dragoner. Früher oder später merken das Leute. Achso. Ja, warte, warte mal kurz nochmal. Unseren eigenen Zombie-Drachen, Jungs. Warte, das heißt. Oh, geil! Das heißt, ich bin eigentlich gesellschaftlich gefickt, aber weil ich das persönliche Sexpüppchen von einem Dämon bin, will niemand mich ficken. So, wenn du verstehst, nein. Keiner von den Dämonen möchte mit dir einen Pakt eingehen. Die würden dich trotzdem noch 100% hochnehmen. Und die Menschen wollen dich jetzt auch hochnehmen. Also generell. Ja, wundervoll. Also du bist gerade ganz oben im Hochnehmen-Status. Oder? Ja, komm, Alter, alle guten Dinge. Du möchtest ihn jetzt 1000 Gold. Warte, Paddy, du hast nicht mal 1000 Gold. Du hast 603. Eve. Sei einmal cool. Sei einmal cool, Eve. Komm, Eve, gib den Suizidgefährdeten das Geld. All die coolen Kinder machen es. Ich hab's auch gemacht. Komm, ich bin Eve, nicht mehr so cool. Ich bin nicht mehr so cool. Ich bin Also wie viel, ich möchte das Geld an Paddy geben, damit Paddy es Enterman geben kann, oder? Ich kann es direkt an ihn geben. Okay, also möchtest 1000 Gold an Azari geben. Ja, ich habe keine Ahnung. Du bist jetzt bei 8827 Gold. Ich weine ein bisschen. Eve wirft ihm so Gold zu. Entertain mich, Junge. Okay. Also, was soll ich noch dazu sein? Warte also, mal. Das heißt, egal was ich mache, ich werde innerhalb wahrscheinlich 10 Minuten sterben, wenn ich aus dem Haus rauskomme. Ja, bitte. Nein. Also wir sind immer noch im Reich der Finsternis. Da hast du Glück, das ist alles egal. Wärst du jetzt im Reich des Lichtes, dann hättest du ein ordentliches Problem. Ja, aber du wirst froh sein, Enterman. Ja, nice. Dann mache ich halt mein Waisenheim im Reich der Finsternis. Ist mir auch egal. Enterman, du wirst froh sein. Du kannst wirklich froh sein, wir kommen zurück zum Reich des Lichtes. Also, ja, ich nicht, fickt euch. Ja, so, ich notiere Enterman kurz noch. Enterman, du hast jetzt 1180. Gut, Goldmünzen. Wisst, was das heißt. Ein letztes Mal, ich schaue mir selber auf mein Selbst. Ich schaue mir selber an und realisiere, wie sehr ich mich zerfickt habe. Und dann realisiere ich, dass ich mich nicht noch mehr zerficken kann, obwohl es wahrscheinlich eh möglich ist, weil das ein Dämonengott ist, aber mir ist es trotzdem egal, weil ich los, Interven, los, bin. Mach los! Ja, gut. Wieder zum dritten Mal. Ich kann wirklich nochmal zweimal. Ich hab dich einmal zugetraut. Ich hätte gedacht, nach dem ersten Mal bist du schon abgezogen. Das zweite Mal war schon zu viel, dass du dreimal machst. Hey, Kleinen, nochmal kurz ein Recap am Anfang des Abenteuers. Dieses Mal mache ich nichts mit Dämonen. Dieses Mal werde ich Dämonen nicht anfassen. Ich werde mich davon fernhalten. Ja, dann, okay, wunderbar. Los, Enderman, los. 25 oder niedriger. Kritischer Erfolg! Das Ding ist, jetzt bringt er den kritischen Erfolg eigentlich nicht zu, weil du schon zwei von denen vergrault hast. Fick dich! Das ist mein kritischer Erfolg, du gibst mir jetzt einen fucking Bonus, du kleines Arschloch! Ich kann dir keinen Bonus quasi geben, okay. Ich kann dir keinen Bonus geben, Dreck! Warum? Ja, ich... hättest du am Anfang oder beim zweiten Mal einen kritischen Erfolg, hättest du zwei Sachen aussuchen können, die du möchtest. Jetzt kannst du halt nur die Sache, die übrig ist. Achso, ja klar. Achso, ja nee, das kann ich nicht. Aber okay, was? Ich überleg mir. Das letzte ist doch Reichtum, pass auf, oder? Pass auf, ich geb dir was dich ganz glücklich machen würde, ja? Wirklich? Also. Nein, also hoffe ich. Deine nicht. Schlange stirbt. Das war actually war das meine Idee, wenn er jetzt noch verkackt hätte, hätte ich seine Schlange noch sterben lassen. Kind. Also neben den schlechten Effekt einfach um ihm zu zeigen, dass es nichts wert war. Aber okay. Ja. Die Welt, warte, lag ich gerade? Die Welt wird wieder schwarz, du hörst wieder eine Stimme. Welcome to Brasilien. Ja. Oh, scheiße. Unter dich öffnet sich ein Loch. Ja, die Welt um dich wird wieder schwarz. Deine Freunde werden zu Silhouetten und verschwinden. Du hörst wieder die Stimme aus dem Hintergrund. Ist es Reichtum, was du begierst? Ja. Nein, warte, weißt du was? Es wäre logisch...
Nein, weil nein, es ist Reichtum, was du begehst. Ich habe gerade überlegt, was anderes zu machen, aber du hast dich ja angepisst, also macht es nicht wirklich ja, Sinn. Ja, ist okay. Ja, ich, ja, ja. Okay. Du merkst, wie der Boden und die Wände um dich herum aus purem Gold emporsteigen. Du wirst zerdrückt. Vor dir erscheint eine Art, ja, bewegende goldene Statue eines Mannes, eines Königs sogar. Ah, Gold Mario! Ja, nur eine kurze Frage. Ich habe doch die Untoten, den Untotenfluch, die habe ich nicht angepisst. Nur den. Nein, die Tatsache, dass du das von ihr bekommen hast, zähle ich als angepisst. Ach so! So, okay. Was du bei den anderen Typen gemacht hast, ist einfach nur Salz in die Wunde. Eigentlich so Benzin in die Wunde noch und dann anzünden, so. Ja, war richtig nice. Okay, machen wir da. Also, wie gesagt, vor dir erscheint diese goldene Statue eines Königs, welcher keine Arme hat. Also, die Arme sind komplett weg. Er geht auf dich zu. Es ist Midas! Scheiße! Ja, Midas der Goldene erscheint vor dir. Nicht Gold, Mario! Wohl nein, Midas der Goldene ist der Stand von King Dice. Ich meine, der Dämon. Das ist Midas der gerechte Herrscher. Das ist quasi ein Teil des Dämons. Er schaut auf dich, knie nieder vor meinem goldenen Erscheinungsbild. Ich bin jetzt sehr glücklich und ich knie wirklich nieder, als ob ich, wie ich okay. noch nie in meinem Leben gekniet habe. Nein! Nein! Ich hasse mich! Tut mir leid. Das hat mich jetzt richtig auf Gang gecatcht. Nur weil Shahin gelacht hat, musste ich auch lachen. Also ja, du kniest da vorhin. Er bewegt so seinen Kopf halt so mit so einem Knacken nach unten, was halt so, weil er eine Statue ist, ne? Danke für die Soundeffekte. Kein Problem. Mein Bruder und meine Schwester hast du stark erzürnt. Doch mich erfüllst du mit Freude. Nein, das hat sich falsch angehört. Nein, ich meine, egal was ich jetzt sage, wegen den Kommentaren, mit denen auf die Knie gehen, hört sich immer schlimm an. Also. Du genügst mir. Na gut, machen wir weiter. Wie du sehen kannst, habe ich nicht mehr viel zu geben. Meine Arme wurden mir von denen genommen, der bei euch in dem großen Gefängnis sitzt. Und du bemerkst sogar an seinen. Fuck, wie heißt dieser Knochen unterm Hals da? Dieses Halswirbel? Nein, was da so oben an der Brust ist. Das Bein. Schlüsselbein. Das Dingsbein. Schlüsselbein, genau. Schlüsselbein, ja. Ich habe letztens mal, nee, das soll ich vielleicht auch aufklären, letztes Mal habe ich fälschlicherweise gesagt, dass die Slaven ihr Mal am Steißbein haben, was nicht stimmt. Sie haben es am Schlüsselbein. Das wäre ein bisschen lustig. Die Slaven haben nicht ihre Male am Arsch. Ganz nochmal, ganz wichtig, weil ich habe so eine Woche danach das Research, wo ist eigentlich das Schlüsselbein? Oh fuck. Oh nein. Das heißt, ich siehst, dass er am Steißbein ein Sklavenmal hat, worauf eben halt wieder dieser Kettenkreis und dann zwischendrin ist halt so eine offene Kette. Also so, wie man so eine Fußfessel halt mäßig. Das ist das Zeichen des Götterversklaver. Nur mal so zum Hintergrund. Also. Mir selbst wurde die Möglichkeit genommen, Reichtum zu geben. Dennoch musst du entlohnt werden. Ich werde dir zwei Geschenke erteilen. Kehre zurück in deine sterbliche Welt und mache wieder gut, was ich nicht vollenden konnte. Du siehst an deiner rechten Hand, oder an deiner linken Hand war das Geschwür, ne? Ja, links war das Geschwür. Okay, du siehst an deiner rechten Hand, wie sie einmal komplett in Gold gehüllt wird und dann wieder zu normalen Zustand zurückkehrt. Alter, jetzt Leute aus, du tauchst wieder in der normalen Welt auf. Also wieder bei euch. Du siehst wieder die anderen Leute. Du erhältst jetzt zwei Sachen. Die gönne ich dir jetzt, weil du kritischen Erfolg gehabt hast und ich nicht erwartet habe, dass du es bekommst. Okay. Einmal die etwas okayere Sache. Du bekommst den Perk Midas Glück. Das bedeutet, jedes Geld, was du bekommst, immer wenn du Geld bekommst, bekommst du das Dreifache davon. Was? Oh mein Gott. What? Ja, mehr. Und du musst, Digga, und du musst nur noch, und du musst, und wenn du Geld bezahlst, wird dir nur die Hälfte davon abgezogen. Ey, Digga, das ist jetzt... zwei oder ist das jetzt eines? Holy fuck! Das ist eines, das ist eine Sache. Und ich muss die Hälfte bezahlen?
Ja, du musst nur die Hälfte bezahlen. Also wenn du Geld bezahlst, gibst du immer noch das Geld, aber die Hälfte davon bleibt quasi immer noch in deinem Beutel. Ja, Auf magische Art und Weise. Und zum anderen, eine Sache, die ich hoffentlich ganz gut glückt, bist du jetzt verbrüdert mit dem Teil eines Dämons, nämlich ein Teil Midas, nämlich mit Midas den Goldenen. Jener Dämon, den welchen auch eigentlich King Dice hat. Jetzt aber Nein! vielleicht halt nicht mehr, weil. Ah, das Opfer! Also das heißt, Jens, jetzt mag ich keine Hurensohn, willst du heute sterben? Das heißt, auch du bekommst von jedem Angriff, den du auf jemanden machst, ein D20 Gold. Warte, da kann ich Midas der Goldene beschwören? Kann ich diese Hände beschwören oder wie ist das? Kannst du Warte mal, an Alter, mein sich Traum ist auch doch jetzt aus dann. Gold, ne? Nein, nicht, der ist jetzt wieder zu seinem Normalzustand. Er kann den Achso, aber ich hab vergolden, wieder. wenn er Ich möchte. wollte gerade sagen, ich will mein Schwert in den Armer packen. Also er könnte den halt auf Command vergolden, das würde ich dir nicht empfehlen, weil dann wirst du von den Dämonen gegolden fistet. Geil! Ich glaube mir, das ist noch schlimmer als. Ich stehe Ich auf glaube mir so. Fisten. Was? Das will ich Frag mal quoten. nicht. Also, Ja? du könntest an sich, dann würden wir halt, würde ich sagen, so halt auf deinen Alchemiewert 45 würfeln. So langsam Okay. verwandelt sich Azahir in einen Also ja, Jutsu-Charakter. Recap, zwei der drei Säulen hassen dich, einer ist voll ein Fan von dir. Lol, das wird lustig, wenn ich Ramuel sehe. Das ist eigentlich Total. ziemlich krass. Achso, Also, Enterman, ich wollte dich noch mal dran erinnern, ganz ehrlich, Azahir. Dämonen hassen dich jetzt. Nee, nicht alle. Ja. Der ihn reich macht, mag ihn, was sehr ironisch ist. Die Zeiten des Broke Azahir sind jetzt vorbei, mein Freund. Die Zeiten des Azahir, der sich irgendwo blicken lassen kann, sind vorbei, mein Freund. Ja, Ja, der ist das jetzt ein auch. Jojo-Charakter. Ich würde mir, Azahir. als erstes würde ich mir ein sehr, sehr teures Kleid kaufen, was so einen Großteil des Körpers verdeckt. Gute Frage. Azahir, ich muss ganz Ja. ehrlich sagen, du hast echt Eier. Danke. Einmal den anderen dadurch. Du kannst Kann ich dich natürlich jetzt übergeuern? auch. Nein. Ich möchte Azari eine Brofist geben. Du kannst jetzt. Ja, du gibst eine Brofist, Warte, du wirst einfach Gold. nein. Kann ich Midas Hand rufen, damit er ihm eine Brofist gibt? Kannst du machen. Aus dem Boden Ich kommt so halte eine dir. goldene Hand, die ihn so Brofist gibt. Ich halte dir meine linke Hand hin. Nicht Ja. deine rechte. Ja, Midas Hand kommt raus und Brofistet einfach deine linke Hand. Geil, Alter! Nein, Azari, ich hab eine Idee. Ich hab eine Ja. Idee, wie du einen Ja. geilen Combo-Move Also machen nein, kannst. das sollte ich vielleicht nochmal anmerken. Wenn ihr ihm Geld gebt, wird das nicht verdoppelt. Oder Aha. verdreifacht. Ach, Weil schade. Das wäre das sonst. wäre. Ich bin nicht Ubisoft, ja? Ich sehe meine Glitches. Aber warte, warte, warte! Das würde dann bedeuten, wir geben zuerst Azariel das ganze Geld und dann teilen wir es auf. Das könnten wir an sich machen. Das wäre an sich legitim. Wobei das halt schon ziemlich blöd. Ihr geht da vorne zum ersten Kurator, so, ja, ihr könnt uns das Geld geben, Azaria ist sowieso broke und dann gebt ihnen das ganze Geld. Ja, und dann geht das und ja, nice. Ja, Gut, du kannst jetzt auch den Perk Respekt von Kanakion aufschreiben. Warte, also ich Szene möchte kurz Respekt. anmerken, Azaria, ja? gib dir Ich mal diese kann. Idee. Gib dir mal diese Idee. Ja. Also, du bist doch immer noch ein Alchemist und kannst Golems rufen. Dann kannst du noch einen Ja. Golem rufen und goldene Arme an diesen Golem machen und dann hast du einfach einen Golem mit goldenen Armen. Weißt du, ich habe gerade Jo! mit Midas, dem Gerechten, geredet, ja? Der hat echt viel Den verloren. gerechten Herrscher. Er hat Wenn seinen der Arm das verloren. gehört hätte, der wäre sehr enttäuscht von dir. Von mir. Ja. Wieso von mir? Weil Egal. er ist eine Statue, die Arme verloren hat, dann gibt er seinen Arm einfach an so eine Statue, so ey. Das Alles kann ich ja gut. nicht wissen, was passiert ist. Ich war ja nicht dabei. Naja, das Ja, kann er nicht ja. wissen. Also, Okay, wollt gut. ihr den Ritualkreis jetzt kaputt machen? Ja. Nee, Ja. ich will Die bitte Augen. nochmal Midas rufen, nein. Nein! Tu das nicht! Was? Also Warte mal, du hast aber das Buch Leon. immer noch, aber es würde jetzt nicht mehr, du könntest jetzt nicht mehr dämonische Kann ich das Resonanzen Buch hören. als Klolektüre verwenden? Einfach so, ah ja. Klar, ja. Warte, Und kurze dann hat er Frage. 77 Jungfrauen geopfert und hat sie alle verschlungen in ewigen Höllenfeuer. Kurze So. Frage, Leon. Was? Die Totenwacht. Ja? Nein. Das sind die, die Oh, im Jahrgleich. die ist jetzt dein größter Erzfeind. Wenn du die siehst, solltest du ganz großen Bogen um die rum machen. Also wirklich so einen Aber planetarweiten Bogen. wie heißen die, die mit dem Kastodianer ist? Die ewigen Büßer, oder? Die ewigen Büßer, ja. Die Die gibt werden dich noch jetzt auch an der andere. Die sind ein vergewaltigen Fan von dir, weil du Gut. quasi ewige Qual jetzt erleiden kannst. Ich werde den Du Kastodier bist für nehmen. die, du bist für die wie ein Lego, was Bruder. nicht kaputt geht. Also ihr müsst euch vorstellen, irgendwo im Reich des Lichtes sitzt so der Ordensmeister, der Totenwacht so, auf irgendwie so seinen Thron, blättert irgendwie so eine Zeitung durch, guckt so, also, irgendwas ist passiert.
Ich weiß nicht was. Ich muss Alchemisten töten. Gut, also. Ich würde sagen, Azariel macht jetzt ganz schnell die Augen. Ich will mit jedem, mit meinem Finger in jedes einzelne Auge reinstechen. Was? Du möchtest die Augen also verletzen? Nein, möchte ich nicht. Die haben nichts getan. Ohne Sch- unfair, weil sie headpatten. Ja, bitte. Yo, ich möchte sie eyepatten. Ich habe noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Augentropfen von meinem Arztbesuch, ne? Ich gebe dir einfach so ein bisschen Augentropfen, weil die haben ja immer gestarrt. Vielleicht brauchen die das, ja. Ja, okay. Die, ja, ne, okay. Die haben jetzt bessere Augen. Gut, und dann mache ich. Du könntest auch den Kreis kaputt machen, so. Ich möchte drauf treten, ihn zerstören, ihn essen, ihn wieder auskotzen, wieder drauf. Nein. Nachdem ihr so die, nachdem ihr so den Kontakt des Kreises so zerstört habt, verschwinden die Augen so. Sie verdörren so kurz und sind dann weg. Oh nein. Ich hab denen gerade Augentropfen gegeben. Warum haben wir das gemacht? Jetzt böse war. So. Gut, dann gehen wir jetzt runter zum Dorf. Bitte. Also ihr geht raus, ihr seht genau zwei Sachen. Erstmal, der Obelisk geht so tiefer und verschwindet in der Erde, bis er nicht mehr da ist. Mhm. Und dort, wo der Obelisk stand, ist jetzt so eine kleine Blume, die sieht ganz schick aus. Und die wird von so einem Schaf zerquetscht. Du Hurensohn, ich will das Schaf opfern. Es ist schon mir egal. Das ist Leben. Die versteht da gar nichts. Scheiß Schaf. Empfängt immer das Fleisch und essen. So, es darf nicht verschwendet werden. Zum anderen seht ihr, wie der Priester, wie der Richter, so der Pavel, welcher so in Dings Ketten sitzt, so abzuführen, er ist so, wir haben unseren Schuldigen gefunden, er hat gestanden, er hat nicht nur den Mord begangen, sondern hat auch versucht, Wesen einer anderen Welt hierher zu holen. So, und jetzt sie können ihre, und er gibt euch so die, er gibt euch so, bringt euch so Schwester Eva wieder. Die so ein bisschen ramponiert aussieht. Ein bisschen was von den Kleid ist kaputt. Ach, sie hat vielleicht jetzt die ein oder andere Fleischwunde so im Gesicht von Peitschenhieben. Aber sie lebt noch. Ja, alles die heult rum, ne? Ich hab grad umgekrackt. Aber nein, die darf rumheulen. Weißt du, Frau, die ihr ganzes Leben lang in Sklaverei war, die gerade von dem schlimmsten Paladinsorden, der jemals die Erdoberfläche gesehen hat, auseinandergenommen wurde, kommt so zu euch so, oh mein Gott, das war so schmerzhaft. Und dann so, weißt du, ziemlich starke Worte für jemanden, der nicht von Dämonen vergewaltigt wurde. Also, was, ich will mit dem Priester noch, mit dem Richter noch reden. Ich muss ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Aber mach das mal weiter. Okay. Achso, gut. Pause dann, oder was? Nein, er hat gesagt, wir sollen weitermachen. Wir machen dann, ja, ich werde nur noch das Gespräch beenden, dann können wir eine Pause machen. Also, ich gehe. Warte mal, der Richter, sieht er mich schon oder sind wir ein bisschen weiter weg oder wie steht's gerade? Leon. Ah. Aha. Interessant. Cool, Leon. Da ist er wieder. Sorry, ich bin gerade wieder abgekackt. Leon, kannst du es noch wiederholen? Wo stehen wir gerade? Also, bin ich vor ihm? Bin ich ein bisschen weiter weg von ihm? Oder was ist los? Du stehst ungefähr vor ihm. Also, einer der Paladine, welcher neben ihm steht, hat euch gerade so Schwester Eva zugeschubst. Und er steht sofort. Er ist in Konversationsweite. Okay, gut, dann. Ich frage ihn an. Ich werde meine Sünden büßen können. Und ich bin richtig stolz auf den scheiß Untotenfluch. Er schaut so verwirrt, er sieht so da hinten das Mal und es kommt wieder dieses richtig widerliche Grinsen zurück. Sie wollen uns also nach Castoria begleiten! Leider nicht, ich muss hier noch meine Mission vollführen. Aber dann komme ich sie sicher besuchen. Ihre Mission ist doch das Leiden! Aber sie haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir dürfen keine Sekunde verschwenden. Nein, ich habe noch viel. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie wieder in Castoria sind. Natürlich! Ein wundervoller Tag werden. Wie soll ich Sie ansprechen? Wie soll ich Sie nennen? Wie heißen Sie? Mein Name ist. Klar, Moment. Nein, ich bin. Ich habe so weit zurückgeblättert. Oh mein Gott. Warte. First, ich nehm so das Blatt weg mit den HP-Werten und so und sehe darunter einfach so: Hier ist die Liste von allen Chaos-Sachen, die du machen kannst. Ah! Kann ich das nochmal? Nee, Spaß. Nein. Der Herr heißt. Ja. Wozu habe ich das hingeschrieben? Relis Straff. Okay. Ach, vielen Dank, ich werde mich sicherlich bei Ihnen melden. Und ich gebe so ein richtig widerliches Grinsen zurück. Okay. Nun denn, meine Herrschaften, möge die Sünde ewig für Sie sein. Wir werden diesen Verräter nach Castoria bringen. Möge die Finsternis gleich nicht über Sie meinen. Nein, ja, das sagen wir hier nicht mehr. Paladine heben so ihre Hand und sagen ebenfalls so, möge die Strafe ewig für sie sein und
treten in den Wald hinaus. Gut. Ihr seht jetzt, wo die weg sind, ihr seht im Hintergrund, wie die Mutter der, also Mutter Farid, die Sumel, Celine so in die Arme schließt, glücklich, dass er jetzt unschuldig ist und nicht hängen muss. Oh ja, das muss ich vermiesen. Und der oberste Peiniger ist weg. Das muss ich. Oh Junge, das ist eine schöne Familie. Moment, zu schade, wenn ich jetzt einfach. Allah, what? Ja, ich gehe da jetzt hin und ich möchte Ihnen gratulieren zu Ihrem. Oder ich sag zu unserem Sieg. Du gehst zu Ihnen hin. Gratulation. Die Mutter dreht sich um. Ja, und das haben wir ins. Oh. geht's ihnen gut? Brauchen sie irgendwelche Kräuter oder so? Wissen sie? Sie sieht so das Mal, auf deiner Brust. Sie erkennt definitiv das Mal auf deinem linken Arm. Sie ist so, oh, bei den drei Säulen. Ja, sie schiebt, die so, eine den, mag sie schiebt so den Sohn hinter sich und ist ganz dabei, kämpferisch zu beschützen. So. Wir sind ihnen sehr dankbar für ihre Hilfe, aber sie sollten jetzt gehen. Warum sollte ich sie verletzen wollen? Ich habe gerade ihren Sohn vom Tod gerettet, ein bisschen Dankbarkeit. Sie wollen uns nicht. Es geht nicht darum, was sie uns antun können, sondern die sie beobachten. Ach. Fuck, ich hab was ganz vergessen, was wichtig ist. Nein, ich hab was ganz Wichtiges vergessen. Der Priester ist noch nicht weg. Okay. Oh Gott. Wir machen einfach erstmal eine ganz kurze Pause. Damit ich das nochmal kurz restrukturieren kann, weil ich gerade ganz kurz was relativ Wichtiges abgekackt habe. Oh. Wir machen hier nochmal kurze Pause. Ist nichts, was euch schadet. Ist mehr eine Sache, die euch eigentlich ziemlich gut tun soll. Also die euch relativ gefallen soll. Also pissen wir jetzt kurz und so weiter? Eine ganz kurze Pause jetzt. Okay, also keine Be Right Back Pause. Doch, eine Be Right Back Pause. Das war schon ganz gut, weil ich auch ein bisschen pissen muss. Also gut. Wir sehen uns gleich wieder! Azaril, der Verfluchte. Ja, wir können ja eigentlich actually gleich einen Beinamen ausdenken. Ah, fuck. Azaril, aber erstmal müssen wir gleich das Event machen, was ich komplett vergessen habe und was wir jetzt aber wiederholen müssen. So. Sind wir wieder drin? Ja, klar. Ja. So, dann mach ich mal schnell den Emoji, den du möchtest. Warte. Okay. Aber wir sind jetzt wieder im Stream, ne? Ja, wir sind im Stream, yep. Okay, gut. Also, wir spulen nochmal komplett zurück. Das Ganze, was gerade passiert ist, ist nicht passiert. Ihr tretet aus dem Haus hinaus. Du hast gerade noch nicht dich mit den Richter unterhalten. Mann. Okay. Ihr seht, wie Rokowski gerade von diesem Paladin weggebracht wird. Wie Schwester Eva kommt wieder auf euch zu. Blutgetränkt. Sehr verletzt. Au. Haha, Ihr seht da hinten, wie Celine und hast du gerade Schwester Eva Opfer genannt? Nein, das war ein Joke. Alles gut. Okay. Ihr seht, Er hat sie Opfer Eva genannt. Okay, Schwester Eva. Ihr seht, wie da hinten Celine zu seiner Mutter geht und die so Adoptivsohn-Moment haben. Und ihr seht den Priester, wie er so einfach grinsend in der Gegend rumsteht. Okay. Er wiederholt immer wieder so, ach, es ist ein wundervoller Tag, wirklich, wundervoller Tag. Und es ist schon ein schöner Tag, lalalalala. Nein. Ihr bekommt dieselben Deepoks wie Azare, sie gerade habt, mal drei. Das gönn ich euch nicht. Also, möchtest du mit den Richter reden? Ja, natürlich. Eh nichts mehr zu verlieren. Gehst du den Richter hin, und er schaut weiterhin einfach so, einfach so starr in eine Richtung, ist so ein wundervoller Tag. Okay. Wagt es nicht. Ich wollte es gerade machen. Also, du darfst ihn ansprechen. Seien Sie gerüßt, Herr Richter. Ich kann kein Deutsch. Seien Sie gegrüßt, Herr Richter. Ja, das sage ich. Ach, ich grüße Sie. Und er wendet seinen Blick nicht ab. Finden Sie nicht auch, dass heute so ein schöner Tag war? So ein schönes Gericht? Ja, doch, schon, wirklich. Kann ich absolut nachvollziehen, hatte ich auch. Ja. Wir haben den Schuldigen gefunden und wir werden ihn bestrafen. Wir werden dies übernehmen. Es ist so schön zu wissen, die Götter wachen über uns. Und schaut weiterhin. Es ist erst nachdem er diesen Satz gesagt hat, dass sie bemerkt, eine Sache, die euch hätte eigentlich direkt auffallen sollen, aber aus irgendeinem Grund ist es euch nicht aufgefallen, wahrscheinlich weil ihr euch schon daran gewöhnt habt. Es scheint die Sonne.
Also wirklich. Was? Euch kommen Sonnenstrahlen entgegen. Als ihr das merkt, blickt ihr so zum Berg hinauf, wo die Sonnenstrahlen herkommen. Und ihr seht dort zwei Silhouetten stehen. Einmal halt das offensichtlichste, so ein relativ groß gebaute Silhouette mit halt so einem weißen Seidengewand. Wo der Kopf ist, ist halt ein grelles Licht, wirklich so halt sonnenähnlich. So, ihr könnt da nicht mehr lange hingucken, bevor ihr euch schon ein bisschen erblendet. Aha. Neben dieser Silhouette, so mit so ein bisschen Abstand, steht so eine etwas kleinere Silhouette, was halt in so einer dunklen Kutte gehüllt ist, wo halt dort, wo das Auge wäre, auch so eine helle, so ein heller Punkt zu sein scheint. Hingegen viel, nicht annähernd so hell wie das neben ihm. Also nicht annähernd so hell. Mehr halt so wirklich, als wäre es ein Mond, sagen wir es mal so. Es ist gerade auch ähnlich die, oh, Scheiße. Die Farbe. Nachdem ihr das so um einige Zeit anguckt und die euch auch so um einige Zeit anzugucken scheinen, verschwinden sie wieder und es ist wieder alles in so Dunkelheit gehüllt. Der Priester atmet so erleichtert so, wundervoller Tag. Ja. Er schaut dich jetzt an, er ist so, oh. Oh. Na, wie geht's? Oh. Ja. Wie ich sehe, möchten Sie mit nach Custodia kommen? Ach nein. Wir haben exakt das Land für Sie. Ich habe noch einiges zu tun, aber ich bin bald in Custodia, deswegen werde ich mich bei Ihnen melden. Werden Sie definitiv. Werde ich. Geben den, Sie mir bitte den Namen. Musst du ja nicht nochmal. So, ja, Dings. Relis Struth. Ja. Okay. Wissen Sie, wer das gerade war? Ist es nicht offensichtlich? Das war doch nicht etwa der Gott der Finsternis, oder? Und es waren die Götter. Das möchte ich meinen. Das ist höchst interessant, wirklich. Wirklich? Wieso NPC-Gespräche? Das möchte ich meinen. Höchst interessant. Wollen wir uns heute auf Whisky und Zigarren treffen? Die Chancen stehen gut. Zu dem Zeitpunkt, als ich meine wunderschönen Flüche erhielt, zu so einem Event kommt, das muss ein Zeichen sein. Glauben Sie mir, das hängt nicht damit zusammen. Es hängt mit dem wundervollen Gerechtigkeit, die heute gesurft wurde, die heute verrichtet wurde. Nun denn, ich werde mich auf meine Abreise begeben. Er hebt so seine Hand, winkt euch zu, er so, möge eure Strafe ewig sein. Tschüss! Und ich winke wieder mit beiden Händen. Ja, es kommt wieder so ein lauter Jubel, als er die Stadt verlässt, weil alle ihn zuwinken wollen. Und er ist weg. Und sie verschwinden mit Pavel Rokowski. Jo, Emoji ist fertig. Wundervoll. Den werde ich dann einfügen, sobald wir hier fertig sind. Ihr habt dann damit euren Auftrag quasi, den euch der Mönch gegeben hat, quasi erledigt. Und ihr seht ein vertrautes Gesicht. Wer könnte es anders sein? Raoul! Es ist Raoul. Er kommt euch jetzt zu. Meine Herrschaften! Er zeigt so auf den Ort, wo vorher der Obelisk stand, wo jetzt einfach nur so ein totes Schafleiche ist. Er so, wir scheinen erfolgreich gewesen zu sein. Ich war ein bisschen mehr erfolgreich als das. Ja, er mustert sich zuerst so, um Himmels Willen. Von Ratze, ich möchte ehrlich mit Ihnen sprechen. Ja. Als ich Sie getroffen habe, fand ich, dass Sie ein wahnsinniger Vollidiot waren. Jetzt weiß ich, dass Sie ein wahnsinniger, totgeweihter Vollidiot sind. Ja. Ich weiß nicht mal, wie Sie das... Sind Sie nicht Alchemist? Ja. Wie? Ich meine, er hat immer noch seine alchemistischen Fähigkeiten. Das heißt, dass er immer noch technisch ein Alchemist ist. Nur er ist kein Student der Alchemie, kann er jetzt quasi. Also ist schwierig. Jungs, ich habe keinen Job mehr. Ich kann jetzt Klasse ändern. Du hattest vorher keinen Job. Du warst vorher Student. Das ist kein Job. Alle Studenten, die jetzt hier zugucken, so Hurensohn. Also warte. Ach, Ramuel. Nur weil ich ein paar Fehler begangen habe, heißt das nicht, dass es nichts Positives an sich hatte. Stimmt, es können noch viel, viel mehr kommen. Auch wenn ich mich frage, wie sie das schlimmer machen wollen. Ja, das ist dreimal eingesetzt. Ich glaube, viel schlimmer geht's nicht. Das waren ja die drei Säulen nicht persönlich. Also, genau. Können Sie mir sagen, wer da noch möglich wäre? So mächtiger Dämon, den ich sehr leicht steigern könnte? Och, nicht. Also, ich könnte es. Ich werde es aber nicht. Och, machen Sie es doch. Bitte. Nein. Warum? Sehen Sie, auch ich habe Fehler begangen, aber ich weiß, wann Schluss zu machen ist.
Es ist niemals Schluss zu machen. Ich werde nicht sterben. Mein Und Gott. Ich glaube, zuerst sollten sie damit anfangen, indem sie sich vielleicht ein Gewand kaufen. Ach so, meine sie Unterhose ist... Oh, ja. Sie tragen keine Unterhosen, das macht mich sehr... Was? Midas! Ja, Midas hat deine Unterhose geklaut, genau. Nun denn, wie gesagt, ich möchte auch den Rest der Gruppe gratulieren, dass sie es geschafft haben. Ja. Es freut mich einfach so sehr. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, an dem ich sie gesehen habe. Sie waren diese grünschneblige Abenteuergruppe im Wald, die mich aufgegabelt hat. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also an ihrer Grünschnebigkeit hat sich viel geändert, aber nun erledigen sie Aufträge im Namen des ersten Kurators und haben sogar Dämonen verbannt. Nicht zum ersten Mal wohlgemerkt. Sie sollten stolz auf sie sein. Nö, klopfen sie sich auf die Schulter. Nicht. Im Endeffekt habe ich sogar ein kleines Präsent für sie. Nein. Und er holt was so aus seiner Tasche etwas raus, was in so einer dicken Schicht an so Dings in Stoff gehüllt ist. Ich nehme es. Ja, ich nehme es auch. Ja, er gibt es dir und er winkt direkt ab. Wir werden uns dann demnächst sehen. Geht ab in den Wald und scheint zu verschwinden. Da ist er weg. Es ist im Stoff gehüllt, ja? Es ist ein Stoffgehüllt. So, Leute. Ich pack's raus. Es ist nicht in die Art von Stoffgehüllt, sondern mehr in sowas wie Baumwolle, aber... Nee, ich meine, wer möchte es mit mir öffnen? Der kommt jetzt zu mir her und versammelt euch drum. Oh, wir machen das wie so ein Kind. Wir machen das alle so auf wie ein Kind. Ja, genau, das meine ich. Das hatte ich immer vor. Wir setzen uns alle hin. Wir alle nehmen jetzt ein Stückchen Stoff, jeder auf einer Seite, und dann legen wir das ganz langsam aus. Aber natürlich. Wir machen. Ja, so machen wir. Das klingt gut. Ja. Ihr legt es hin Ihr packt es ganz sanft aus, als wäre es eines der wohl kostbarsten Sachen, die ihr findet. Doch dann bleibt euch der Atem stecken. Ihr seid gar erschrocken, als ihr den Inhalt dieses Geschenkes seht. Ihr blickt nämlich jenen Blutdolch, mit dem Lexus von Xenin niedergestochen wurde. Oh Jungs, frisch eingepackt. Ich kann die Aufgabe verwenden. Frisch eingepackt in einem Leintuch. Das trocknete Blut scheint sogar immer noch daran zu kleben. Nice. Ah, was für ein tolles Geschenk. Ja, ich kann's gebrauchen. Azariel schockt mittlerweile. Hast du irgendwas auf Dolch? Ja. Wie viel? 20. Na gut, hoffentlich schließt er nicht. Der Dolch macht 1d15 Schaden. Und macht jede Runde 1d40 Blutungsschaden. Warte mal. Okay. Also mit einem Mindestschadenwert bei den Blutungsschaden von 10. Leute! Wenn du dich selber damit einstichst, hast du ein großes Problem, mein Junge. Geil, ich kann von mir selbst trinken, Alter. Also ja, das Ashikaga das benutzt, ist wahrscheinlich nicht so schlau, weil damit jede Leiche halt komplett entblutet wird. Warte, das ist ein Dolch. Aber ich kann mich da drunter stellen. Das ist ein Dolch. Ich kann mich da drunter stellen wie so eine Dusche. So, Dann kann ich ja den Dolch nehmen, weil ich habe auf Dolch geskillt. Wie viel hast du da auf Dolch? Warte, 45 oder so? Jo, Alter, nimm ihn! Hier, Alter, ich überreiche ihn dir so, weißt du, ich geh so auf die Knie, oh mein Gott. Genau, das wollte ich gerade machen, ich leg dich so und dann gebe ich ihn dir. Also, ihr haltet eine Mordwaffe in der Hand, ne? Ja, ne, ich nicht, ich gehe. In der Stadt, in der diese verwendet wurde. Verstecken, oder? Ja, kannst du einfach so ein Dings in deinen Hals da so. Ich würde die sonst bei mir... verstecken oder sonst erstmal Cooper geben. Was? Oder ja, kannst du auch einfach so verstecken, das würde ich auch gelten lassen. Nicht Cooper, der stirbt dann, der blutet auch. Wir töten jetzt Cooper. Wenn du den tötest, dann hast du ein Problem. Okay. Nein. Lass es. Cooper ist unsterblich, der frisst den Schaden. Kannst du mir nochmal die Stats vorlesen von dem Blutgold? 1d15 Base Schaden und nachdem der Gegner getroffen wird, erhält er jede Runde für 5 Runden 1d40 Blutungsschaden mit einem Mindestschadenwert von 10. Wisst ihr, Azariel hat angefangen als kleiner Junge, der seine Eltern verloren hat. Mittlerweile ist ein großer Junge, der verflucht ist, der seine Eltern verloren hat. Ja, aber das hat er sich selber zugetragen. Wahrscheinlich war es auch irgendwie sein Plan oder so. Also ja, ihr habt euren Auftrag erledigt. Ihr habt jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt bemerkt habt, Ramuel hat Lexus niedergestochen.
falls es unoffensichtlich jetzt war, weil, weiß ich. Ihr wollt ihr dann, also jetzt kommen auch natürlich eure beiden Begleiter, Nocturnum und Kasimir wieder zu euch. Oh ja! Kasimir taucht so auf, so, hey Leute, hey Kanakion, cooler neuer Dolch, hey Azari, coole neue Tattoos, hey Knabe, bist du gewachsen? Kommt so Nocturnum an und die, sie nickt euch nur so zu, guckt so Azariel an, zieht so ihr Schwert. Ich mach so ein Eyebrow-Raise so. Sie guckt dich mit einem totgeweihten Blick an und hält dieses Schwert fest in der Hand. Weißt du, okay, Ordensmeisterin zieht Schwert. Azariel, was geht, Baby? Nein, nicht so. Inzwischen. Yo, Red Azariel ist mal wieder am Start. Ja, Kasimir, musst du dir vorstellen, möchtest du zu dir gehen? Möchtest du einen guten Handschlag geben? Nocturnum zieht ihn so zurück, so hinter mich, fasst den nicht an. Nicht anfassen. Was hab ich dir gesagt? Nichts dämonisch. Ach Mann, das ist doch nicht fucking übertragbar. Ist keine Geschlechtskrankheit, hab den Biologie nicht aufgepasst. Mein Gott, ich hab mich selber verflucht. Cool, danke. Jetzt reibst du mich in mein Gesicht, Mann. Sie nickt einfach nur so nach vorne. Gehen Sie vor. Ach, warte, wollen wir nicht noch Goldschütze suchen? Ich will meine neuen Tattoos sehen. Nein, ich glaube, das ist das Beste für alle, wenn du Goldschild jetzt nicht. Du willst den Jungen zum Weinen bringen, oder? Ich gehe so zu Azariel, pack ihn so an die Schulter und der so, komm, wir besuchen Goldschild. Es wird Zeit, dass wir ihn auch suchen und ihn informieren über die ganze Lage. Und dann schleife ich Azariel wirklich so, ich Goldschild, nein, so. Goldschild ist nicht mehr in der Stadt. Goldschild ist nicht mehr in der Stadt. Der ist schon morgens weggegangen. Der ist nicht mehr da. Ich finde den. Wir nehmen Goldschilds Fährte auf und folgen. Also, du hast nichts auf Fährten, so. Ich will bitte mir Kleidung kaufen, um Gottes Willen. Ja, mach das mal, Internet. Also möchtest du auf der Xenenseite in ein Kleidungsgeschäft gehen? Aber natürlich, ich werde mich von den Stadtwachen gleich vergewaltigen lassen, was? Ja, ich weiß nicht, meinst du, du willst Kleidung kaufen gehen? Okay, weißt du was? Ich gebe. Weißt du was? Nein, ich vertraue das nicht an, ne? Ich gebe Eve einfach einmal Geld. Wie viel ist das? Warte mal. Wir sind bei 1522. Azariel! Nee, darf ich mich daran erinnern? 1180. Du hast nie das Segen. Erinnerst du dich? Ja. Er hat außerdem zwei Flüche, die ziemlich gut sichtbar sind. Ich möchte bitte zu Eve sagen so, hier ist mein Geld, also Cupid, hier ist mein Geld. Bitte, kauf mir etwas zum Anziehen. Um Gottes Willen. Wofür habt ihr überhaupt eine Sklavin, Digga? Wenn ihr Cupid sowieso bei dem beslaft. Mit den anderen, den anderen hier würde ich antrauen, dass ich entweder in einer kompletten Eisenrüstung jetzt rauskomme oder mit einem Vario-Symbol. Also bitte. Irgendwas, was mich überdeckt. Diese schandhafte Kreatur, die ich Also bekam, Cupid, du erhältst 1180 Goldmünzen. Möchtest du in das Allgemeinwarengeschäft auf der Xenien-Seite gehen? Ich hatte meine Rede, Mann. Okay, beende deine Rede. Die schandhafte Kreatur, die ich jetzt bin, möchte ich nicht zeigen. Doch. Nö. Kasimir spricht so aus. Im Asana-Sultanat haben wir da so eine Sache, die nennt sich Burka. Das würde ihn, glaube ich, ganz gut passen. Kann ich? Nein, ich mach nichts. Okay, ich grinse ihn einfach so an, so. Danke. Und schau weiter, Cupid an, bitte. Um Gottes Willen. Etwas, was sie überdeckt. Um Midas Willen. Sehr wohl. Das heißt. Okay. Möchtest du in das Allgemeinwarengeschäft der Xeni-Seite? Ja. Okay. Du drückst diesen Laden, da ist wieder dieser Typ, den ihr schon mal getroffen habt, der so. Ah, junge Dame, schön Sie wiederzusehen. Ich hoffe, Ihren Kollegen hat das Kleid gestanden. Jetzt bin ich verwirrt. Sehr schön sogar. Wir haben vorhin Kleidung für eine weibliche Figur gekauft als Mann. Jetzt muss Eve als weibliche Figur Kleidung für einen Mann kaufen. Oder du kaufst einfach Azaria so ein Kleid oder so. Ja, ich meine.
Pass auf, die Bedingung ist halt, dass es mich überdeckt. Ich würde es tragen. Wäre mir scheißegal, ehrlich gesagt. Hättest du nicht wirklich eine andere Wahl? Kauf dir eine Burka. Nein! Burka gibt es nur im Hasana-Sultanat zu kaufen. Oh Mann, oh. Bitte. Ich habe einen Fehler begangen. Also, womit kann ich Ihnen helfen? Ich suche nach etwas Bestimmtem. Etwas, was vielleicht sehr gut überdeckt. Sehr gut überdeckt. Ein Ganzkörperkondom. Was wollen Sie? Soll es denn, was soll es denn mehr angehaucht sein? Soll es eher offiziell sein, alltäglich, erotisch? Was wollen Sie? Erotisch! Nein, 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 alltäglich. Okay. Offiziell, ach, offiziell, ich will wissen, was offiziell ist. Offiziell? Offiziell? Offiziell. Oder offiziell? Was hätten Sie da so? Von was jetzt? Offiziell oder alltäglich? Ja, offiziell. Wenn offiziell, okay. Also. Er legt dir so eine richtig schön verzierte Robe hin, was halt so ein bisschen an die Schwarzmagier-Robe erinnert, aber nicht wirklich eine Schwarzmagier-Robe ist, weil die keine magischen Schwurblabab hat. Die ist halt so, die hat halt so einen goldenen Rand, dort wo sie aufgeht, hat so zwei Schnüre, mit denen man die verbinden kann und so ein paar Knöpfe unten, die man so zuknöpfen kann. Hat eine Kapuze, verdeckt quasi alles, wenn man alles quasi zu hat. Und sieht dabei noch sehr schick aus. Schätze, wir jetzt überlegen am Fußzeichen. Und dann, wie viel würden Sie dafür verlangen? Hilfe, das ist schon ein ziemlich teures Ding. Ich 250. Oh! 250, ja! Hey, er kann das sich ja leisten. Jetzt kann er, okay. Also, möchtest du es kaufen? Ja. Okay. Dann ziehe ich dir von Azariels Geld 250 ab. Das heißt, wir sind bei 9000 und. What? 930. Nein, warte, ne. 9000, wollte ich schon gerade sagen. 900. 930. Ja, wir sind bei 930. So, so rum. 930, nicht 9930. Das wär's. Also. Ja. Und du erhältst eine offizielle Robe. Kann ich die jetzt bitte haben? Ich brauche die. Ich stehe hier nackt im fucking Wald rum. Wieso erinnert mich Azariel in der Zeichnung an einen Lisa the Painful Gegner? Nein, hör auf. Scheiße. Nein, ich glaube, das reicht erstmal. Sehr wohl. Vielen Dank. Möge das Geld Reichtum über sie bringen. Er möge das Gold Reichtum über sie bringen. Nein, stopp, jetzt reicht's. Ihnen. geht richtig awkward raus. Ja, du hast das ist genau das gleiche, wenn man einen Kellner einfach, wenn er sagt, guten Appetit, Ihnen auch. Ja, schönes Wetter heute, ja, danke. Oh, danke. Also, ich hab's schon wieder vermasselt. Du gehst zurück Radical zu ihm mit neuer Kleidung. Du siehst immer noch Nocturnum, wie so Kasimir hinter sich so schützend hält, während Kasimir einfach eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen hat und alles in seiner Umgebung so betrachtet. Oh, ein Eichhörnchen, oh, ein Vogel, oh, ein Schaf! was machen Sie da? Ursprünglich wollte ich ihn nur vor den dämonischen Dingen da beschützen, aber jetzt mehr vor den Dingern, die vom Himmel fallen. Warum reden wir Schafe? Ach ja, Lassen Sie mich raten. Sie waren das. Nein. Wie kann es sein, dass im Namen des ersten Kurators und seines finsteren Herrschers wir sie zwei Tage alleine lassen? Zwei Tage aus den Augen. Und es regnet Schafe und sie werden von jedem Dämon in Existenz verflucht. Also, nee, noch nicht jeden. Als nächstes wollen Sie mir noch erzählen, dass Sie sich einen Sklaven zugelegt haben, oder was? Das war nicht ich! Das war nicht ich! So, also nee, ich schlag über dann. Cupid, hast du mir was mitgebracht? Ist was übrig geblieben? Vielleicht das hier?
zeigt natürlich. Und natürlich noch was von Elf. Vielleicht, also wir haben Eve, aber sonst niemand. Ja, sie guckt so Schwester Eva an. Schwester Eva guckt sie so an. Sie nickt ihr so zu. Schwester Eva nickt so zurück. Ach, kehren wir einfach zum Mönch zurück, zu Pasopel. Berichten wir ihn, dass sie den Auftrag. Ja, vielleicht wollen sie das erstmal anziehen. Bitte ziehen sie sich etwas an. Ihr müsst euch so vorstellen, Azariel hat irgendwo überall Flecken aus seinem Privatbereich. Da ist einfach gar nichts. Ich will mir nicht Azariels Privatbereich vorstellen. Nein, ich meine jetzt. Okay, gut. Ja, also ich ziehe das aus, was ich noch anhabe, also eigentlich eh gar nichts. Und zieh mir das noch an. Oh mein Gott. Ich fühle mich Nocturnum, jetzt schon wie ein Schwarz. Nocturnum ist so, ja. Oh Gott, nein, und verdeckt zu ihre Augen. Mein Gott, hier sind wir im Kindergarten. Nein, gut. Oh Gott, gut, wollen wir uns auf den Weg begeben, Azariel wieder richtig motiviert dazu zu sterben. Kann ich mit Nocturnum ein Gespräch anfangen? Selbstverständlich, also ihr würdet jetzt den Berg hochgehen und dann kannst du währenddessen könnt ihr natürlich mit Casimir Nocturnum oder Schwester Eva oder ja, Wilson Chester meinetwegen euch unterhalten. Ich möchte Simpen, deswegen. Versuch dein Bestes, es wird nicht funktionieren. Bro. Einfach nur so ein bisschen Smalltalk, so weißt du? So. Willst du über dein Penis reden oder was für Smalltalk? Nocturnum. Sie schaut dich an. Was habt ihr eigentlich in der Zeit gemacht? Jetzt bevor, wo wir das alles da jetzt gemacht haben? Nun, ursprünglich war die Wahl, dass wir uns mit dem hier ansässigen Wachen vertraut machen. Dann hat Casimir das Hauptgebäude gesprengt. Und Casimir, sie guckt so zu Casimir rüber, welcher so am anderen Ende der Gruppe steht. Casimir guckt zu euch, weiß nicht, worüber ihr redet, winkt euch einfach lächelnd zu, so. Ich gucke so, wieso hat er das getan? Einfach so aus purer Lust, oder wie? Es ist Casimir. Wenn sie hinterfragen, was er tut, werden sie nicht zu einer Antwort kommen. Ich glaube, da kann ich sogar einen ähnlichen. Der erste Kurator kann Gedanken lesen, er hat Casimirs Gedanken gelesen, er hat sich geschworen, es nicht wieder zu tun. Also muss das schon schlimm sein, was da drin ist, okay. Er lobotomisiert Leute und verwandelt sie in gedankenlose Maschinen. Warte, Er ist der wahnsinnigste Mann, den ich je gesehen habe. Guck so Azariel an. Er ist der zweitwahnsinnigste Mann, den ich je gesehen habe. Was ist denn noch für ein Dunkelpaladin, ne? Paladin des Ordens der Finsternis. Oder der. Da hätte sie den Hammer zeigt und so. Leon, du musst jetzt vorstellen, dürfte ich zufälligerweise fragen, welchen Orden sie angehören? Sie zeigt so auf ein Symbol auf ihrer Rüstung, was halt so ein Sichelmond ist, wo so ein Schwert so durch ist. Oh, cool, so ein ähnliches habe ich auch auf meiner linken Hand. Sie trennt dir einfach den Arm ab, sie hackt ihn dir einfach ab. Okay. Ich gehöre den Brüdern des Mondes an. Wir sind der Paladinsorden, welcher den Gott der Finsternis anbietet. Den einzig gebietenden finsteren Herrscher und sie schaut zum Mond, ehrwürdig. Wir sind außerdem die quasi Leibwachen, so starken Anführungszeichen der Luft, des ersten Kurators, auch wenn offensichtlich sein möchte, dass er so etwas nicht braucht. Ihr müsst euch vorstellen, während jetzt Ashikaga mit Nocturnum redet, ist so Casimir zu mir vorgelaufen. Und hat einfach angefangen, so, ja, sicher, er will, ihr habt nicht auf Casimir aufgepasst, das ist nicht mein Problem. Ich zeig so nach hinten und sehe so Casimir, zeig so auf Casimir, der gerade mit Entenmenso redet, mit Azari redet. So. Casimir, so. Ja, bei Fuß, komm her! Und Casimir so, hi, Nocturnum. Und ich hab so ein Blatt Papier dabei gehabt, ja, so ganz zufällig, mit so einer Bombe natürlich drauf, und das kann er sich jetzt angucken. Das ist so eine Ausmalbombe, so Malen nach Bombenzahlen, ey. Malen nach Nitroglycerin. Okay, C4. Ja, guck mal, Kassi, was ich für dich habe, und ich gebe ihnen halt so einen Wachsmalstift und so einen Bombenbauplan hier. Du kannst das ausmalen. Ja. Also, okay, er beschäftigt sich damit. Ich sag ihn, wegen seines Intellektes ist er definitiv kein General geworden. Andererseits ist er eines der schlauesten Menschen, die ich kenne. Also deiner heißt Casimir, wie heißt die andere gleich nochmal? Nocturnum. Jasper. Nocturnum. Achso. Nocturnum, okay. Jasper. Warte. Also Nocturnum mit einem C. Kannst aber auch Cecile schreiben, weil das ihr Vorname ist.
Cecil. Aber ich schätze einfach mal Nocturnum ist einfach mal, ja. So, deiner heißt Kasimir. Um ehrlich zu sein, ist das voll der geile Name. Ja, ich weiß, den wollte ich immer verwenden. Ich dachte mir so, hey. Also C oder K? N. Kasimir mit K. Nein, Kasimir. N-O. Ashikaga ist bilingual, aber beherrscht nicht die einfache Sprache. Also. Nee, ja, ich rede halt noch so ein bisschen weiter mit der, so, ja, so ein bisschen Smalltalk, ja. So. Und sie gibt ja halt immer nur sehr einseitige und Antworten. Wie ist es da so? Musstest du eine schwere Zeit durchmachen? Kasimir wird immer noch mit K geschrieben, nicht mit C. C? Was ist C? C-H? Mit K. Mit K. Ach so, mit K, okay, K. Kasimir. Nein, nicht K, also, K. Der Orden ist die einzige Familie, die mir noch übrig bleibt. Nachdem der erste General sie fast alle abgeschlachtet hat, war es eine schwere Zeit, doch eine Zeit, in der ich mich bewähren konnte als Ordensmeisterin. Ich bin glücklich über das, was ich habe. Nocturnen, warte, ich muss mal schauen, wie der schreibt. Nocturnen, ich schreib's einfach in den Chat. Ich schreib's in den Chat. Die Noctu. Nein. Genauso. Ja. Genauso wie, genau, nein, Kasimir wird immer noch wird mit S geschrieben, aber... Und was sind jetzt, C oder K? Nein, mit K, aber mit S. So. Das ja. Ist doch das, also, ja. Ah, Gott, Nocturnum. Das ist, was sie antwortet. Okay, so, dann und, nicht mit ja, K, sondern mit C. Ich nicke einfach so einmal zu und dann würde ich sagen, wir geben uns weiter. Doch, wird mit K geschrieben. Oh. Ist schon richtig so. Wie du es geschrieben hast, ist richtig. Während wir den Hügel hochgehen, gibt es irgendwelche Bergpflanzen. Nein, mach das K nicht weg, Du hast es richtig geschrieben. Ich hab was. Martin, guck doch einfach in den Chat. Ich sag, es wird mit S geschrieben, nicht mit Z. Okay, dann wird es halt mit C geschrieben, anstatt mit K. Fuck, ihr. Ja, ihr kommt jetzt langsam oben am Berg an. Warum vergesse ich immer mich zu muten? Ich frage mich immer, warum. Leon Enterman hat gefragt, ob es auf dem Weg hoch irgendwelche Pflanzen sind. Ja, ob ich irgendwelche Pflanzen irgendwie mit meiner jetzt eingeschränkten natürlich. Das ist natürlich die typischen nocturnischen Fallbäume. Bumm. Irgendwelche Pflanzen und nicht. Ja, außerdem, ja, Bäume sind Pflanzen. Außerdem siehst du ein bisschen nocturnisches Berggestrüpp. Was kann ich damit machen? Kann man Tränke reinbrauen. Ja, kann ich das mitnehmen? Kann man guten Tee mitmachen. Ja, ich nehme das mit. Okay, nimmst du mit. Hast du jetzt ein nocturnisches Gebirggestrüpp? Ich werde das jetzt die ganze Zeit pflücken, solange ich sehe, so viel ich sehe, einfach alles mitnehmen. Ja, okay, dann hast du jetzt 3 Stück davon, aber... Ne, ich weiß nicht. Also, ihr kommt oben am Berg an. Ihr seht, da steht immer noch diese Hütte, wo der Mönch Fasopel drin ist. Ihr seht, Smalltalk ist dann damit auch zu Ende. Kasimir hat mittlerweile mit den Wachsmalstiften und dem Papier eine Bombe gebaut, die jetzt den Berg runterwirft und eine gigantische Explosion auslöst. So, cool. Wundervoll. Man nennt mich in meinem Heimatland MacDiver. Also. Ihr könnt jetzt, ich kann das ganz leicht erklären, ja. Ich wollte gerade, ich habe Minecraft Pickup Sound eingegeben. Warum hat Nocturne meinen Hammer? Hast du gesagt, sie hat einen Hammer. Nein, sie hat ein Schwert. Verdammte Scheiße. Du musst dir vorstellen, ich habe halt Minecraft Pickup Sounds eingegeben, habe halt Pickup Sound drauf gedrückt, auf einmal kam da Eating-Geräusch und ich irgendwie so, was? Ah. Ah ja. Steht vor dieser Holzhütte von Fasopel. Fasopel kommt gerade raus, also der Mönch. Hallo. Ich gehe auf ihn zu und verbeuge mich. Ja. Ihr merkt es auch zum ersten Mal, das ist eine Sache, die habe ich beim ersten Mal nicht erwähnt, aber jetzt bemerkt ihr es ganz klar. Anhand seiner Pupillen, die übelst grau sind, merkt ihr, er ist blind. Ach lol. Also er kann nichts sehen. Einfach um das blinde Mönch. Er sagt trotzdem... trotzdem genauer kann sagen, weil er sein drittes Auge geöffnet hat. Nice. Also ja, ich steche auf die Stirn. Er merkt, weißt du, noch hat er Respekt vor dir, aber er kann dir auch einfach Karate-Kids-Sushi aus deinen Beinen machen.
kann also, ich mich dann trinken. Er verneigt sich auch vor dir, Ashikaga, weil er merkt, dass du es bist. Also, schön, euch wiederzusehen. Er schaut so in die Richtung von ungefähr, wo Azariel ist. Er ist so, was habt ihr da bei euch? Gar nichts, das bin ich, Azariel, hallo. Warum sind sie 3 Meter groß? Warum sind sie Hörner? Hä? Ist das ein goldener Arm? Was zum Fick? Ich hab ihnen doch gesagt, das Buch nicht lesen. Er hat es dreimal gelesen, um ehrlich zu sein. Ja, aber... Dreimal! Zu meiner Verteidigung, ja. Stopp. Wollen Sie wissen, warum ich es gelesen habe? Lassen Sie auf. Ich kann mir nicht ausdenken, warum ein sterbliches Wesen etwas tun würde. Erstens... Kannst du Ihnen sagen, weil er komplett wahnsinnig ist. Nein, eigentlich... ja, Würfel auf Lügen. Braucht er nicht! Das ist nicht der Grund, warum ich das gelesen habe. Weißt du was, du darfst auf Lügen würfeln, aber ich vereinfache es dir um 40. Weil es wäre vollkommen easy, dir das jetzt abzukaufen. Okay, also, erklär weiter. Also, im Grunde, ne? Ich dachte mir so, ich kann es ja mal lesen. Und dann war ich so, hey Gruppe, was meint ihr? Und die waren alle so, ja, mach. Alle. Einstimmig. Total egal. Das ist eine Lüge. Gut, dann bitte Würfel auf Lügen. Also die... Jo, warte. Sag das zum Charakter so. Also, der Mönch schaut sich so, knickt so seinen Kopf leicht. Die Gruppe hat sie also dazu gezwungen, dieses Buch zu lesen. Gezwungen nicht. Eher im Sinne von, dass ich mir unsicher war, wie ich es machen sollte, ob ich es machen sollte und dass ich dann nochmal... Gar nicht. Sorry, aber mir war es total egal. Was er da macht. Ja. Du hast auch Lügen? Ja gesagt. Nein, hab ich nicht. Warte, du sagst, ich soll auf Lügen würfeln, ja? Nein, Martin hat das nicht gesagt. Achso, nee, falls du nämlich sagst, ich soll auf Lügen würfeln, denn ich hab da 60 drin, wenn er es um 40 vereinfacht. Nice. Jo. Ja, ist das. Ist das sowieso egal. Wenn sie mir dazu gezwungen hat, kann ich nicht. Sie haben mich nicht dazu gezwungen. Ich war einfach ein Vollidiot und habe auf sie gehört. Wie immer. Daraufhin, ja. Er ist immer so. Ja, sprich zu Ende. Danke. Und ich habe extreme Geldprobleme. Und dann haben sie mir Geld geboten, damit ich es lese. Ich bin ein enormer Vollidiot. Er schaut mit einem nicht wirklich verzweifelten, mehr einen enttäuschten Blick, wirklich so. Schaut dann so in den Himmel, dort wo der Mond steht, er ist so. Allmächtiger Herr, bitte. Gib mir Stärke. Wenn sie das nächste Mal, ich bezweifle, dass sie etwas finden würden, was das noch schlimmer macht, aber... Was denn? Sollten sie irgendwie über eine Möglichkeit kommen, schlimmere Dinge begehen zu können, als das, was sie jetzt gerade machen. Ja. Egal, wie viel Geld ihnen geboten wird, machen sie es nicht. Demokratie funktioniert auf vielen Basen. Dämonenbeschwörung ist keine von diesen. Okay. Sie können außerordentlich froh sein, dass sie jetzt noch am Leben sind, wobei ich ihnen wahrscheinlich eher wünschen würde, dass sie gestorben wären. Denn das Leid, was sie erleben, wünsche ich keinen sterblichen noch unsterblichen Wesen. Echt, das ist... Wenn er wissen würde, wie ich mit denen geredet habe, der würde mich jetzt sofort töten. Also, es ist folgendermaßen abgelaufen. Nein, ich will es nicht wissen. Ich lebe in Frieden des Nichtwissens. Verstehen Sie? Also, ja, das einmal gemacht. Um Gottes Willen. Stecken Sie seine Finger in die Leute so. Warte. Kann ich mir das Hand verwenden, damit ich hier Kanaki und die Lippen zuhalte? Sind da Nocturne und Kasimir stehen die daneben? Ja, die stehen daneben und beobachten das Ganze. Mhm. Ich stelle mich zu denen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe also, damit nichts zu tun. Der Mensch fragt euch. Sagt dazu. Du Ekliger. Darf ich anhand der Stimmung, die ich spüre, vernehmen, dass sie die Situation gelöst haben? Ja. Ja. Und noch dazu ohne Blutvergießen. Ja, doch, schon. Naja, also, wir haben kein Blut. Azariels Blut wurde vergossen, aber das ist eine ganz andere Sache. Meines wurde sehr hart vergossen. Den Schmerz spüre ich nie wieder. Mein Rücken ist gar nichts mehr. Aber, ne?
Ja, Lexus ist gestorben, aber das zählt nicht. Okay, ja. Nein, ohne Schuld vergessen. Ich muss sagen, ich bin stolz auf Sie. Es ist nicht viel, was ich Ihnen als Entlohnung geben kann. Hingegen nehmen Sie dies. Und er hält euch so zwei quasi, ja, orange, hellorangene Tränke drin, wo drin irgendwie so weiße kleine Partikelchen, so quasi schon so Silber am Glas so herumschwimmen. Ich trinke beide aus. Möchtest du das machen oder soll ich dir sagen, was es ist? Kann ich einen nehmen und versuchen, da zu identifizieren, was da drinnen ist? Oder ich kann dir auch einfach sagen, was es ist. Weil, ist es Dämonensperma? Ich sag einfach nur, das ist Dämonensperma. Ach, du willst ein bisschen Dämonensperma gut dann holen lassen. Du glaubst, dass Ashikaga, der nur Blut trinkt, auch ausnahmsweise Dämonensperma trinken kann? Das wäre so weird. Das ist so weird und explizit. Du bist ein Vampir. Du bist auf ewig dazu verflucht, dass du nur Blut trinken kannst. Oh Gott, oh nein. Und Dämonensperma. Oh, was? Ja, okay, ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Das sind zwei. Das sind zwei Wiederbelebungstränke. Oh wow. Oh. Cool, dann nehme ich die. Oh wow! Okay, er nimmt sie wieder. Nein, ich habe das oh wow, weil es nicht böse gemeint. Das war so oh wow. Dann nehme ich die. Das hat sich nicht sehr begeistert angehört. Wie soll ich mich begeistert anhören, nachdem ich bei ihm irgendwie aussehe wie fucking Lucifer euch persönlich? Hm? Ich will mal zeigen, ich meine, seht euch diese arme, gequälte Seele an. Niemand weiß, was du was? Ich schau Kanaki an. Was soll hier Seele heißen? Ja, okay. Entschuldigung, schaut euch diese arme Kreatur an. Er steckt so seine Hände so in seine Ärmel. So Minecraft-Villager-mäßig. Okay. Neigt sich so leicht, er ist so, okay. Lassen Sie uns nach Animus reisen. Der erste Kurator wartet mich. Oh, ich möchte eine Waifu. Ich hatte mal einen Rapper-Kollegen, der so. Ich hatte meinen Rapper-Kollegen, Also müssen die auch nicht kennen, ist eigentlich nicht so relevant, aber den gibt's wirklich. Habt ihr nicht gehört, was Martin gerade gesagt hat? Was hat Martin gerade gesagt? Martin hat gesagt, er will auch eine Waifu. Er will eine Waifu. Hallo. Gut, gehen wir nach Anime. Ja, ich warte immer noch darauf, dass die Goldschild-Bodypillows rauskommen. Die sind nicht Loot. Du musst dir vorstellen, eine Seite ist so Goldschild, wie er so heroisch auf so einen Stein gestützt da so steht, ohne seinen Helm und wie er so lächelt. Und die andere Seite, wo eigentlich immer so die nackte Version ist, ist so Goldschild in voller Montur, wie er so schützend sein Schild rausstreckt und sich so vor allem schützt. Oh, das ist super. Weil Goldschild ich würde es mir kaufen. Warte, Leon, also sehen jetzt, warte mal. Das mit dem Dämonen aussehen, erklär mir das bitte. Danke, das mitnehmen. Also, das kann dir der Wette Farsupel erklären, während ihr euch nach Animus begebt. Ja, natürlich. Weil ihr schreitet jetzt den Berg hinunter, sehr anstrengend. Es ist folgendermaßen: Ich als Mönch habe mich von sämtlichen weltlichen Gefühlen abgesandt. Ich bin die Ruhe selbst. Ich verspüre keinen Zorn, Liebe, Freude, Trauer. Ich habe mir selbst das Augenlicht genommen, auf das ich die Leute für das sehe, was sie wahrlich sind. Denn Aussehen kann betrügen. Drum habe ich nach jahrelangem Resonieren mit der Natur es geschafft. Er kotzt so ein Haarball vor ihnen aus, aber er sieht das nicht. Nach jahrelangem Resonieren mit der Natur habe ich es geschafft, dass ich nur ein Abbild der Seele des Wesens vor mir kenne. Natürlich mit Echolocations und so eine Scheiße. Ich kann so Federmausmäßig und dann sehe ich Sachen. Was war denn das gerade für ein... Ja, kennst du das nicht? So Leute, die mit Echolocations rumlaufen, immer so. Und dann wissen sie, wo Sachen im Raum liegen. Das hört sich voll krass an. Ich kann das nicht. Kennst du das? Ja, das können so, die meisten Leute das nicht. Können so, die das blind machen sind. So Fledermäuse unter anderem, damit sie so. Okay, die machen so mehr so oder so eine Scheiße, damit sie wissen, wo was ist. Aber Ultrasonic, ja. Genau. Ultrasonic. Das kann man sich so antrainieren, das ist voll cool. Malst du gerade ein Goldschild-Bodypillow? Gut, komm mal, Mama bitte weiter. Also. Und bei Leuten, welche von dämonischen Entitäten berührt sind, wie es bei ihnen der Fall ist, sehe ich ihre korrumpierte Seele. Oh. Was in dem Fall ein bisschen... Na, wie sehe ich denn aus? Komm, beschreiben Sie.
Fürchterlich. Oh, wie fürchterlich. Ich möchte sie nicht ansehen. Hat jetzt endlich jemand Angst vor mir? Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich verspüre keine Angst. Wenn ich Angst verspüren würde, würde ich weltliche Gefühle verspüren. Das tue ich nicht. Richtig. Ich fürchte mich vor nichts, weil ich genau weiß, dass nichts mir Böses anhaben möchte. Oh mein Gott, er ist ein Hexer. Nein, das ist ein Mönch. Fucking Totenwacht tackelt ihn so aus der scheiß Gebüsch um, so diesen alten Mann einfach so, wir haben ihn! Ja, und ich ist daneben, ja, das ist der Richtige. Ihr kennt doch dieses FBI-Meme, wo die so Tür eintreten, durchs Dach kommen, so eine Oma einfach wegtackeln. Genau. Das macht die Totenwacht so, wir haben ihn! Gut. Und dann so mit Geralt! Oh, das ist gar nicht Geralt. Der achtarmige Gerhard. Oh, scheiße. Der achtarmige Gerhard. Der achtarmige also. Gerhard. Nein, hör auf. Also, ihr erzählt euch noch weiterhin so ein paar Geschichten über das Mönchsein und wie er einmal so eine Beere gegessen hat. und ihr kommt letzten Endes in Animus an. Steht wieder vor dem Palast des ersten Kurators. Achso, okay, gut. Ja, kannst du versuchen irgendwie? Nein, ich wollte nur schauen, ob da irgendwo Totenwacht rumläuft. Möchtest du nochmal das Buch lesen? Die Totenwacht ist im Reich des Die Totenwacht darf das Reich der Finsternis nicht betreten. Haha, Opfer. Also die Totenwacht, der Job ist ja, solche Sachen wie Nekromanten und sowas abzumurksen. Und im Reich der Finsternis gibt es ein Land, welches den Nekromanten geschenkt wurde. Das heißt, würden die da hingehen, würde es ganz viel Blut geben und ganz viel Geschrei und ganz viel Ehre und so eine Scheiße. Mhm. Also ja. Ihr betretet den Saal des ersten Kurators. Der erste Kurator sitzt so, hat seine Augen geschlossen, gelehnt an seinen Thron, öffnet diese aber wieder und scannt euch so ein bisschen mit seinen Augen so mäßig. Steht auf, er begrüßt den Mönch direkt. Leon, warte mal kurz, Leon. Stell dir jetzt diesen ersten Kurator vor, mit dem Geräusch, den ein Drucker macht, wenn er am Scannen ist. Hab's. Neben aus seinem Thron kommt so ein Bild von euch raus, also das hänge ich mir auf. Nein, was? Der Thron des ersten Kurators ist hohe Technologie. Und höchstwahrscheinlich eine Bombe. Oh, eine Bombe! Aber was? Ist das eine Briefbombe? Nein. Wobei die Kasen wir definitiv herstellen können. Er tritt auf euch so näher, aber besonders auf mich so. Hasupel, es freut mich, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit in den Bergen verbracht und mir viele Geschichten mitgebracht. Hasupel verneigt sich so vor Ihnen ehrenbürtig. Selbstverständlich habe ich eurem finsteren Herrscher einiges zu berichten. Es freut mich, dass Sie mich hier wieder eingerufen haben und dass Sie diese höchstpotente Gruppe mir geschickt haben, um mit meinem Problem zu helfen. Ich bin Ihnen aufrichtig dankbar. Der erste Kurator nickt so. Der Typ meint das todernst. Er ist sehr stolz auf euch. Wirklich? Ihr habt seinen Auftrag erfüllt und ihr habt niemanden umgebracht. Das ist alles, was er wollte. Fasupel ist sehr einfach zufriedenzustellen. Der Typ lebt auf den Bergen und ernährt sich nur von 3 Erdnüssen am Tag. Du kannst den Typen nicht wütend machen. Ja. Hätte der Typ eine Tochter und du würdest sie vor ihn umbringen, würde er nicht zu Simon Varys werden. Er wäre so, okay, ups, Dinge passieren. Trink Tee. Also, der erste Kurator tritt euch näher. Er schaut euch wieder so richtend an. Nun denn, das, was ich über euch höre, erfreut mich sehr. Der Mönch ist ein enger Freund von mir. Mit ihm zu reden ist eines der einzigen Zeitbeschäftigungen, an denen ich wirklich Spaß empfinde in diesen Tagen. Aber, dass sie ihn zufriedengestellt haben, erfüllt mich mit, was möchte ich sagen, Freude? Entschlossenheit? Nein, das ist ein zu starker Begriff. Sie stellen mich zufrieden. Stolz? Ihre Belohnung, wie ich bereits gesagt habe. 10.000 Gold, das bedeutet 2.000 für jeden. Könnte ich dies, also ich melde mich so, erster Kurator, könnte ich vielleicht dieses Mal das ganze Geld bekommen und wir teilen das danach auf? Wäre das möglich? Guckt dich so an, wieder mit so einem sehr richtigen Blick auf dich hinab. Er verschränkt sogar so seine Augenbrauen, weil er zu merken scheint, was mit dir los ist. Er schaut nur so zu euch. Seid ihr damit einverstanden? Ja, ich schätze mal. Ja oder nein, jetzt bitte, meine Fresse. Hallo. Ich glaube, Schalen ist immer noch gemutet. Okay. Penny von Penning, nun denn. Melde dich. Was denn? Sag ja. Ja.
Du also. Kannst jetzt den ersten Kurator küssen, nein. Ihr seid hier mit Mann und männlicher. Gut. Also. Ja, gut, okay. Also, der erste Kurator gibt dir noch nicht das Geld. Er guckt dich immer noch sehr prüfend an. Von Harze. Ja. Sagt, was ist mit euch passiert? Einiges. Ich habe Fehler begangen. Einige. Dass sie Fehler begangen haben, kann ich durchaus erkennen. Sie zweifeln doch wohl nicht auf meine, an meiner Auffassungsgabe. Nein. Wollen Sie eine detaillierte Version der Geschichte hören, oder wie? Nein, ich möchte lediglich einen Grund wissen, warum sie dämonische Kraft in meinem Palast bringen. Und boah. Am besten noch sehr knapp, warum ich sie jetzt nicht umbringen sollte, wie sie hier vor mir stehen. Warte mal, was? Kurz. Ich muss kurz jetzt, was? So, bitte. Was jetzt? Wiederhol das nochmal. Ich hab ein bisschen Gehirn gerade ausgeschaltet. Also, du sollst ihnen sagen, warum du dich dazu entschieden hast, dämonische Kräfte in seinen Palast zu bringen und warum er dich jetzt nicht umbringen sollte. Warte mal kurz. Wie dämonische Kraft? So. Damit ich daran erinnern, dass du. Ja, schon, aber ist das jetzt, keine Ahnung, ich verstehe das noch immer nicht ganz, deswegen. Du sollst ihnen erklären, warum du fucking nochmal gebrandmarkt bist von Dämonen und warum er dich nicht umbringen soll. Achso. Ja, ich war dumm, hab in einem Buch gelesen und hab das falsch gemacht. Dann habe ich meine Truppe ein bisschen. Angefeuert, mir das nochmal zu machen, habe ich es nochmal verkackt und dann habe ich es aber geschafft. Und jetzt, ja. Das ist eine Lügenpresse. Jetzt bin ich dieses abscheuliche Wesen eines Sterblichen. Ich lache mich so ein bisschen selber an und realisiere aber meinen Schmerz innerlich. Also, damit ich das zusammenfassen darf: Sie sind ein schwaches Lichtwesen, ein Alchemist, der es geschafft hat, die drei Säulen in Kontakt zu treten und zwei von ihnen so stark zu erzürnen, dass sie gebrandmarkt wurden? Ein einfaches Ja oder Nein genügt. Ich find's geil, wie die ganze Gruppe gerade so ein bisschen so Flashbacks bekommen hat von King Dice und so. Sag einfach Ja. Sag einfach Ja. Ja, das, ja. Er dreht sich so ein bisschen um, geht so ein bisschen philosophierend auf und ab. Nun denn, ich werde sie nicht umbringen. Ich kann nichts dafür, dass sie so töricht sind und dachten, dass dies ein gutes Auskommen für sie haben wird. Ja. Hingegen denke ich, wäre es auch töricht für mich, wenn ich sie unbestraft hiermit davonkommen lasse. Oh, jetzt gibt's auch noch extra. Und ich denke, es wäre auch töricht für mich, wenn ich nur sie alleine bestrafen würde, wo sie hier doch als Gruppe herumreisen. Aber ich habe gar nichts gemacht. Wir haben gar nichts gemacht. Wir sind so kleine Lügenwürfel. Nein, er kann Gedanken lesen. Er weiß, dass die mit angestochert haben im Notfall. Ja. Nun Petra denn, und Azari. Lassen Sie sich dies eine Lektion sein. Sie sind immer noch in meinen Dienste. Sie sollen Heldentaten für dieses Reich erfüllen. Wenn Sie der Meinung sind, diese mit törichten Dämonenbeschwörungen und so leichtfüßigen, lebensmüden Aktionen zu vollenden, werden Sie dies nicht erreichen können. Wie viele, viele Lichtwesen vor ihnen. Dementsprechend werde ich ihren Sold von dieser Mission von 10.000 auf 1.000 Goldmünzen herunterstufen. Aber keine Sorge. Sie werden diese vollständig erhalten von Harze. Okay. Soll mir ja nicht. Er gibt dir so die Goldmünzen. Er lässt dir einfach so vor deine Füße plumpsen. Danke. Ruhen Sie sich aus. Morgen wird ihr nächster Auftrag erteilt. Warte mal, aber ich hab doch nicht im Grunde. Achso, warte. Meint er jetzt, dass ich seinen Namen nicht verdrecken soll, damit, dass ich jetzt irgendwie
verflucht bin, bis aufs geht nicht mehr? Also, oder meint er damit, dass die gut deutsche Version davon wird, ihr seid billige Arbeitskräfte, wenn ihr euch umbringt und das auf dumme Art und Weise, ist er euch los. Und das gefällt ihm nicht. Ach so, ich kann nicht sterben. Ja, aber du wirst beim dritten Tod, wirst du wahnsinnig. Dreimal und dann bin ich, was ist es dann, wenn ich nochmal, wenn ich das dritte Mal sterbe? Wahnsinnig, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes ein Zombie. Ja, ja, dann bist du quasi. Ja, ja, danach kannst du an sich sterben. Danach bist du aber halt mindless und greifst einfach alles und jeden an, der dir vorsteht. Okay. Freu mich schon. Yay. Dann das nehme ich halt das Geld so und so, ja. Ja, natürlich. Der erste Kurator. Also ja, du erhältst 3000 Goldmünzen. Nice. Ja. Ja. Gut, damit ist euer Teilen wir das auf. Warum sollen wir das aufteilen? Achso, soll ich es jetzt einfach behalten, oder wie? Ja. Okay. Ja, dann habe ich jetzt 3000 Goldmünzen. Danke. Kann ich meine 1000 wieder zurückhaben? Nein. nicht mehr. Tut mir leid, mein Junge. Gott. Ach so, natürlich. Ja, komm, lies mal in dem Buch hier das hier, ne? Und dann entschuldig dich und nimm das auf dich. Was für ein Dicken. Du weißt schon das Geld, was ich dir gegeben habe, damit du von fucking Dämonenmörder vergewaltigt wirst. Kann ich das wieder haben? Lass mich kurz überlegen. Midas, was sagst du dazu? Nein? Oh, das tut mir aber leid. Also ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, schlafen zu gehen. Schlechter Verlierer, wirst du was sagen. Ja. Schlechter Verlierer. Schlechter Verlierer. Ja, ist er Verlierer. Das war dein Versuch. Das war deine Verantwortung. Ja, aber ihr zwei habt ihn angestachelt. Ja, also, keine Ahnung. Nee, ihr hättet es ja nicht machen müssen. Ja, aber warum? Ja, er hat das Geld dafür von euch genommen. Das scheint mir schon ziemlich legitim. Das Ding ist, warum bin ich jetzt ein schlechter Verlierer? Was habe ich jetzt gemacht? Weiß ich nicht, du bist halt ein schlechter Verlierer. Wegen? Weiß ich nicht, einfach ein schlechter Verlierer. Also, wenn ich ehrlich bin, ist es legitim angepisst auf euch zwei. Sehr legitim. Sehr legitim. Wirklich. Es ist ein Wunder, dass er euch noch nicht umgebracht hat. Ja, Norbert. Ich hab dich nicht angestachelt, sorry. Ich hab dich nicht angestachelt. Warte, was? Diese Folge ist ein einziges Meme, Digga. Egal, was ihr sagt, ich hab dich nicht angestachelt. Dass ich wen nicht umgebracht hab? Ja, Ashikaga und Kanakion. Achso, ja, fair. Also. Ja, was kann noch... Ihr könnt jetzt halt schlafen gehen, ne? Ihr könnt euch auch noch mit den Generälen da unterhalten, ihr seht Prolin wieder am Tisch sitzen. Nee, ich hab den Tag heute genug, ich geh schlafen. Ja, Prolin, mit dem will ich reden. Gnorbit geht einfach aus dem Zimmer und ich geht schlafen. Ich hab heute für den Tag genug. Also, Prolin, der gerade so einfach eine ganze Flasche down ist, so, das ist das Leben. Schaut dich so an. Hallo. Azariel! Prolin! Hast du deine Haare wachsen lassen? Nein. Ja, doch. Ich hätte schwören können, wir sind länger geworden. Muss man zum Friseur gehen. Azari mit noch längeren Haaren. Yep, das muss ich zeichnen. Mein guter Freund Prolin, wie geht's dir denn? Und besoffen. Ja, und damit so gut, glücklich. Ja. Immer also. Ja, ich bin nicht immer besoffen. Wenn ich schlafe, bin ich relativ nüchtern. Und wann Außer bin ich immer nüchtern, wenn ich meine Steuern zahle. Andererseits zahle ich nicht Steuern. Also. Ja. Also, was wissen wir, dass die Steuern die Post dann bezahlt haben? Ach, scheiße. Na, und wie geht es Ihnen? Ach ja. Fehler wurden gemacht. Viele Fehler. Ach, von Fehlern kann ich Ihnen auch viel erzählen. Habe ich Ihnen schon mal davon den einen Mal erzählt, wo ich den obersten Totenbeschwörer geboxt habe, als er sich in eine Ziege verwandelt hat? Verdient, der blöde Bastard. Was? Er tat mir ziemlich leid, actually. Warum? Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlt, in eine Ziege verwandelt zu werden? Gehst den ganzen Tag rum. Mäh. Komm, als nächstes fällt's von Himmel. Sag dir, es gibt nur eine komische Sache auf diesem Planeten. Eine Sache, die ich nie erwarten würde, und das ist Schafregen. Das existiert nicht, Prolin. Sowas existiert. Das existiert, Prolin. Ach, bestimmt nicht, bestimmt nicht. Gehen Sie mal nach Serpentier. Das ist nicht in Serpentier, das ist in Segmentum. Gehen Sie mal nach Segmentum. Nee, Segmentum ist so scheiße. So, hier ist mein nächstes verfluchtes Bild.
Ich bin auf die eine Seite gegangen, da waren Leute, die wollten Geld von mir und ich hatte kein Geld, da bin ich auf diese andere Seite gegangen, da wollten Leute kämpfen, aber kaum prügel ich irgend so einen Typen tot, bin ich der Böse. Der Bürgermeister wollte ich mit mir trinken. Ja, also. Scheißstadt. Ja, Scheißstadt, wirklich. Ah, Prolin, wir teilen jetzt ein ähnliches Leiden. Wie schön, das freut mich. Wir teilen, ich glaube nicht, nein. Ach, wirklich. Wo ist nochmal das Siegel vom Untotenfluch und von dem Zorn von dem Spasten? Also, sieht man das Geschwür eigentlich? Nein, also der Umhang geht so weit über deinen Arm, dass es das halt verdeckt. Haare. Aber das ist halt an deinem linken Arm und das Untotensiegel ist halt auf deiner Brust. Ach so. Ja, warte mal, was wollte ich jetzt? Ah ja, stimmt. Schau mal her. Ja, schaut das an, du öffnest deinen Umhang erst. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja. Oh yeah. Wissen Sie, trotzdem ist das nicht annähernd das, was ich habe. Und er zeigt auch wieder so sein Schlüsselbein. Und darauf ist halt so ein Untotenkreis, aber der ist nicht ganz vollendet. Der ist irgendwie nur so ein halbes Ding. Das blinkt auch immer wieder so ein bisschen so auf, als würde da irgendwas durchzucken. Also so, weißt du kannst dreimal dich abmaulen und dann war's das mit dir. Mhm. Ich maul mich seit 5000 Jahren ab und das war's nicht mit mir. Ich habe jedes lebende Wesen auf diesem Planeten mindestens einmal geboxt. Ich habe sie noch nicht geboxt, also schlafen sie diese Nacht mit einem Auge offen. Ich habe den obersten Totenbeschwörer geboxt. Ich habe jeden Händler auf diesem Planeten geboxt. Ich habe den da geboxt und er zeigt auf den ersten Kurator. Der erste Kurator nickt nur so. Er hat's bereut. Ich bereue es immer noch. Ich habe meine eigene Mutter geboxt. Sie war zu dem Zeitpunkt schon tot und sie war ein Grabstein und ich habe mir sehr weh getan, als sie dagegen geschlagen hat. Aber ich hab's getan. Und ich lebe noch. Noch. Sehr. Ich habe mittlerweile so viel Alkohol getrunken, dass mein Blut Benzin ist. Oh. Okay, und was mit dem hier? Und ich zeige ihm halt das auf meinem Arm. Linken Arm. Oh, den habe ich auch geboxt. Oh wirklich? Oh, das ist gut, den mag ich nicht. plötzlich steigt bei dir ein Blitz ein. Nicht ein Blitz, aber so eine Hand kommt aus der Hölle und zieht so. Oder was hast du gesagt? Ich mag dich nicht. Du bist ein törichter Sterblicher und du wirst für immer leiden. Ja, hab ich mir schon immer. Du kriegst 300 Schaden, du bist tot. Ja. Wissen Sie, ich war auch schon in tausenden anderen Welten und hab dort versucht zu sterben. Das eine Mal war ich in der Leere, ich konnte nicht sterben. Cool. Ich war in der astralen Welt, ich konnte nicht sterben. Ich war in irgendeiner Welt, wo mir irgend so ein Hologramm irgendwelche komischen Flinten oder sowas verkaufen wollte. Nein. Ich konnte nicht sterben. Was, Flinten? Du weißt, ja, war eine sehr komische Welt mit so fliegenden Schiffen irgendwo im Weltall. Das war sehr cool. Ah, haben sie also von Habsburg getroffen? Nein. Ich nenne diesen Namen nicht. Auch ihn habe ich geboxt. Und ich habe seine Katze geboxt. Was hat von Habsburg dann gemacht? Haben sie versucht, Roboter alles zu boxen? Alles hat er gemacht. Ja, gegen den Roboter habe ich verloren. Der Roboter war der Sensei. Er hat ihm das Boxen beigebracht. Aber nun denn, Sie müssen mich entschuldigen. Ich muss ein paar Schönheitspediküren durchführen. Und er steht so auf, kippt so die Flasche, geht so ein paar Schritte und kippt einfach in der Halle rum und schläft dort. Okay. Warte mal, cool. Sind noch irgendwelche anderen Generäle da oder ist nur er da sich gerade am Besaufen? Also, es kommt noch einer, du hörst so aus dem Gang, wo halt so Knorbit reingegangen ist, wo er zum Schlafsaal gegangen ist, hörst du die ganze Zeit so ein richtig, richtig trauriges Wimmern, so irgendwie so. Das ist die ganze Zeit so ein Weinen und das kommt so langsam da raus. Dann kommt so ein vielleicht 1,60 Meter Typ raus in so einer, nocturnischen, so Wachuniform. Ja. Der aber so ein ziemlich fettes Schwert so auf dem Rücken trägt und welches so auf der anderen Seite nur noch ein bisschen gespiegelt wird von so einem ziemlich fetten Hammer. Und er, guckt, also er ist die ganze Zeit so am Weinen. Er hält schon so ein vollkommen durchnässtes Taschentuch und so. Das ist alles so gemein zu mir. Er stolpert so über den ausgenockten Prole. So, warum liegst du hier rum? Das ist so gemein. Was? Willst du mich zum Stolpern bringen?
Er setzt sich einfach auf so einen Stuhl und ist einfach die ganze Zeit am Heulen. Der erste Kurator beachtet ihn nicht mal. Zu dem, mit dem will ich noch kurz reden, dann muss ich aus, ich bin sehr müde. Ja, du setzt dich zu ihm. Müde. Er beachtet dich nicht wirklich, er heult einfach nur. Mein Junge! Was ist los? Warum bist du so traurig? Die Leute sind voll gemein zu mir. Ich war mal der 7. General und jetzt bin ich der 20. So voll gemein. Warte mal, bist du der. Wie heißt es nochmal? Warte, ich such die Liste aus. Der U und so. Ich will ihn nicht das Weichei nennen, weil das wäre ein bisschen fies. Jetzt, wo ich die andere Liste suche, finde ich die Liste mit den Chaos-Sachen, ne? Geil. Bestens ausgerüstet. Opa. Klar, Moment. Klitzeklein Moment nur. Kannst du mir mehr an? Hier. Sephiron, der Armselige. Genau. Du bist doch Sephiron. Der Armselige? Hör mich nicht so! Es tut mir leid, Sephiron. Der Armselige. Ich habe so viele Schlachten gewonnen. Warum sind wir armselig? Pass auf, mein Junge, ja? Ich kenne das sehr gut. Nämlich nicht mein Junge, mein Vater ist tot. Ja, meine auch! Und meine Mutter auch! Jetzt hör auf, nur rumzuheulen, meine Fresse! Ja, ist okay. Ich hab ihn umgebracht. Oh, jetzt aber reicht's hier! Tut mir leid, ich will ja nicht so mein sein. Na, warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht, hä? Warum? Er hat die gegnerische Armee angeführt. Ach so, ja, nee, dann ist okay. Ich hab ihn trotzdem umgebracht. Das macht mich voll traurig. Gemacht, wirklich, hier hast du einen Keks. Ich gebe ihm einen Keks von der Platte, die mir meine Oma gemacht hat. Er beißt auf den Keks. Der ist mittlerweile schon so steinhart, weil er mit denen einmal durchs Land gelaufen ist. Also. Aua. Oh, es tut mir leid, das hab ich vergessen. Wärme ihn nochmal auf. In die Mikrowelle. Also, was ist denn dein Schicksal, mein Guter? Ich bin sehr traurig. Ach, und ich bin auch. Der 20. General des ersten Kurators. Weißt ich war du, mal ich der war 7. Auch. Ich war auch mal sehr traurig und dann habe ich ein Buch gelesen und mittlerweile ist mir alles irgendwie komplett egal. Ich kann nicht lesen. Dann lern's, mein Gott, du hast noch viel Zeit vor dir. Aber das ist so anstrengend. Mittlerweile bist du wirklich eine Heulsuse. Natürlich nicht so. Nein, ohne Witz, wenn ich das sag und ich bin eine Heulsuse, ja? Steh ja, mal deinen Mann! Warum bist naja, du bist, so auf du bist weniger eine Heulsuse und mehr ein Nerf, aber okay. Kann ich ihn umarmen, man? Bitte. Bitte fass mich nicht an, du bist komisch. Ach, bin ich das? Dann fange ich auch zu heulen. Warum sei ich nicht komisch, bin? Oh mein Gott, bitte auf zu heulen! Okay, pass auf, du schaffst das schon, wir schaffen das alle irgendwie, wir werden eh alle irgendwann mal sterben. Nocturnum steht einfach am anderen Ende so, mit so übelsten Kopfschmerzen, bitte auf Sephiron zum Wein zu bringen, Gottes Willen. Wer steht so, auf? Warte. Nocturnum, die steht so am anderen Ende der Halle. A.K.A. Bootleg Undyne. Bitte. Nein. Weißt du was, okay. Das war echt fies von mir, ne? Ich nehme so von meinem Hals das Amethystenamulett ab, das ich trage und so. Ich sag zu ihm, ich weiß es nicht viel, aber ich möchte mich hiermit herzlich bei dir entschuldigen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Aber ich trage keinen Schmuck. Ja, trotzdem, du kannst es als eine Erinnerung daran behalten. Das ist genauso viel. Das ist dass du mich beleidigt hast? Nein, das. Ja. Kann ich bitte einfach Midas Hand dazu bringen, mich selber irgendwie in Gold zu verwandeln? Nein, bitte bring mich nicht um. Ich wollte das nein, nicht. Nein, bitte, Sephiron. Ich mag dich. Du bist ein toller Kerl. Dir fehlt nur das Selbstvertrauen. Das musst du dir auch. Das musst du dir auch. Ja, du bist ein wirklich toller Kerl. Das ist das Beste, was jemand zu mir gesagt hat. Es war sehr ehrenhaft, dass du den General, der dich angegriffen hast, nicht angegriffen hast. Er war ein Freund und Freunde greift man nicht an. Woher weißt du davon? Bist du nicht ein Lichtwesen? Als wäre man sich so doch schon im Reich des Lichtes. Oh Gott, nein, meine Karriere ist zu Ende. Es geht nicht um deinen, in Anführungszeichen,
Pussy sein, armselig sein. Es geht darum, dass du. Ich bin Pussy! Mein Gott, jetzt reicht's! Ich geh jetzt schlafen! Warte! Ich hoffe, ich wach morgen nicht auf und er schlürft sich so wieder. Er steht auf, er schlürft sich so den Gang entlang. Setz mich an den Scheißtisch, wo die Generäle sitzen und hau einfach die ganze Nacht meinen Kopf drauf, bis ich einschlafe. Ja, der erste Kurator ist einfach nur so: Lassen Sie das. Bitte. Nein. Okay. Geht's schlafen. Okay. Also, wollen die anderen auch schlafen gehen? Ja, ich geh auch schlafen. Bin ja schon im Bett. Okay. Ihr legt euch alle sanft in euer Bett. Die einzige Sache, die ihr nachts noch hört, ist so. durch die Räume so echt. Und ihr kommt in einen sanften, vielleicht leicht traurigen Schlaf, in dem ihr träumt von, keine Ahnung. Normalerweise zählt man Schafe, die so über Zäune springen, jetzt zählt einfach Schafe, die auf dem Asphalt klatschen. Ein Schaf, zwei Schäfer. Und damit würde ich sagen, ist unsere heutige Session zu Ende. Es ist viel passiert. Muss jetzt zu Ende sein. Also dann, Leute. Jo, Leute, das Rollenschiff-Abenteuer ist immer noch da. Also, ich wollte es dir gesagt haben, wir sind drei Leute jetzt hier. Jo, also dann. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Ist ja.